Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, man hört uns, deswegen gucke ich hier einmal kurz in den Ton rein. Ihr wisst ja, aus der Technik kriegen wir dieses Jahr alles noch hin. Wir sind frisch aufgestanden, ausgeholt. Richtig, quasi, ja, ganz frisch aufgestanden. Wir haben gestern uns ja schon mal warm gespielt bei Seven Wonders. Karl kannte das noch gar nicht. Ich habe das schon ein paar Mal als App gespielt im letzten Lockdown und auch das Brett, also ne, das Kartenspiel früher ein bisschen und die Erweiterung tatsächlich, glaube ich, so lange, bis ich ein Video dazu gemacht habe. Gucke ich hier einmal kurz in den Ton rein. Klingt gut. Dementsprechend. Die Musik immer noch an. Weil da gerade noch hier, also wenn ich gesprochen habe, war ich hier auf dem Tablet ja noch an. Ah, okay. Jetzt ist es ja aus. Genau, darum spielen wir es jetzt. Wir erklären den beiden ein bisschen Regelaufbau. Nicht als Regellernvideo nehmen, sondern nur um reinzukommen, gerade auch bei der Erweiterung, der sagt, ah, die habe ich noch gar nicht gespielt, was machen die denn jetzt? Da werden wir auch Timestamps setzen, wenn wir jetzt erstmal nur das Grundspiel spielen, danach werden wir die Pantheon-Erweiterung spielen, danach werden wir die Agora-Erweiterung spielen, danach werden wir beides in einem spielen, also das Big Game. Wenn wir soweit kommen, ja. Da bin ich mal gespannt drauf, wie lange das dauert. Und wir haben es jetzt schon mal vorbereitet, hier die Auslage gemacht, hier diese Marker draufgelegt. Ich hoffe, das sieht man noch alles einigermaßen. Zack. So sollte es ein bisschen besser sein. Hier richte ich nochmal kurz die Kamera ein. Profis hätten das natürlich schon vorher gemacht. Ist ein bisschen schief, ja? Das liegt auch hier dran. So, jetzt sollte es hoffentlich besser sein. Wir gucken mal. Wo fange ich an? Ich gehe hier los. Hier an. Ah, das sollten wir ungefähr hinkriegen. Das heißt, ich müsste meine Sachen hier hinlegen, damit man sie. Ah, ja, das wird nicht ganz passen. Also, es wird einer von uns beiden nicht im Bild sein, wenn man ganz die Mitte sehen will. Richtig. Genau, wir haben hier schon mal diese Kulturmarker, Fortschrittsmarker, Wissenschaftsmarker, wie auch immer sie heißen, 5 Stück hingelegt. Die anderen sind erstmal draußen, die können später reinkommen. Jeder Spieler bekommt am Spielbeginn 7 Geld. Fast alles ist 7, aber auch 6 Wissenschaft, um zu gewinnen. Dann werden hier aus jedem Kartenstapel schon mal 3 Karten heraussortiert. Die sind ja quasi gemischt. Genau, ja. Ich baue dann schon mal. Nee, ich habe nicht die Einzelkarten, du hast die Einzelkarten. Aber ich. Bevor jemand fragt. Reiche sie dir gerne. Es gibt keine Deluxe-Variante von Duel bis jetzt. Bisher, also kann auch kommen. Ich würde es auch, also mit der Kartengröße aus dem normalen Seven Wonders, wird es auch auf dem Tisch ja schon vorstellen. Richtig. Hier sieht man übrigens, das ist der Aufbau der verschiedenen Zeitalter, das dazu dient, den Draft zu simulieren, sage ich richtig, mal. Richtig, ein bisschen. Offene Informationen, verdeckte Informationen. Wir fangen an mit 2, dann kommen da 3 Verdeckte hin. Ich werde gleich feststellen, dass ich wieder zu weit an der Seite angefangen habe, bestimmt. Und jetzt noch. Könntest du schnell mal die Kameraperspektive switchen? Ihr müsst einfach sagen, welche für euch besser und interessanter ist. Ich denke, die allermeisten werden zumindest das Grundspiel schon kennen oder zumindest das große Seven Wonders, das hier, wie Karl gerade schon sagte, das alte Seven Wonders hatte ja in der allerersten Version auch so eine Zweispieler-Variante, die aber nur begrenzt gut funktionierte, deswegen gab es halt irgendwann diese Duell-Variante. Hast du schon 3 Karten eigentlich raus? Sehe ich ja gleich. Ja. Bleiben mir einfach 3 übrig. Also ich ja, ich weiß nicht, ob du bei deinen 3 rausgesucht hast. Scheinbar ich habe bei meinen 3 rausgesucht. Achso, bei denen. Das hier ist auch meine, okay. Dann sind die auch raus. Genau, Gildenkarten sind auch reingekommen in den Dreierstapel, ganz normal, irgendeine zufällige Auswahl, kennen wir nicht. Genau, dann draften wir erstmal die Wunder. Ach ja, genau, die Wunder. Alle so rein. Hattest du was zu den Siegbedingungen schon gesagt? Nein. Es gibt 3 verschiedene Arten, wie man das Spiel gewinnen kann. Entweder wenn es normal zu Ende geht, wer die meisten Punkte hat. Man kann hier im Militär, beim einen war es ja so, wenn ich mehr Militär habe als mein Mitspieler, kriege ich einfach Punkte dafür, er kriegt Minuspunkte. Hier bewegt sich wirklich dieser Marker hin und wenn ich die andere Hauptstadt erreicht habe, habe ich das Spiel gewonnen. Dementsprechend sollte man das verhindern. Das ist immer relativ zueinander. Mache ich 3 Militärpunkte, geht er hier hin. Macht keiner wieder 2, geht er 2 in die andere Richtung. Und diese Kultur, ne, diese Karten hier, wenn ich die sammle und habe davon 2 gleiche, bekomme ich hier so einen Marker, der hilft mir zum Gewinnen. Wenn ich 6 unterschiedliche habe, also das und das wären schon mal 2 unterschiedliche, dann habe ich gewonnen. Es gibt 7. 7 und alles 2-mal. Und alles 2-mal. Und noch diesen Marker, der auch wie einer zählt, den haben wir jetzt aber hier nicht dabei. Den habe ich, glaube ich, schon mitgezählt. Müsste man gleich mal, also hinten alles aufgelistet in der Anleitung. Moment. Bevor ich das Wunder raushaue. Bevor wir jetzt was Falsches gesagt haben. Da, falls ihr Fragen doppelt beantworten, dann liegt das daran, weil der Schätzen nochmal gefragt hat. 2, 3, 4, 5. 6. Es gibt 6 verschiedene Symbole und dann hier ist ein 7. Symbol möglich. Nein. Ist aber in dem Spiel jetzt nicht enthalten. Das ist die Waage. Die Waage. Genau, du hast die letzte Partie verloren, das heißt, du hast anfangen. Ja, du hast die letzte Partie ja 2 platziert abgeschlossen. Es steht 2 zu 1. Und ich schiebe alles auf den Wissensvorsprung.
Also darf ich als erstes eine aussuchen. Mhm. Das ist gar nicht mal so gut. Zwei auf einmal aussuchen, das ist gut. Das ist gleichen Zug nochmal machen hat's drauf. Wie sieht denn hier so die Verteilung aus? Oh, das passt ja eigentlich ganz gut zueinander, ne? Da passt irgendwas gut zueinander. Ich mag einfach verdeckte Informationen. Dann nehme ich das Ding hier und ja, das Ding. Jetzt erstmal, dass ich nicht die Pyramiden habe. Ja, und das ist natürlich so das Problem, wenn man eine allein nimmt. Bei mir passt das wieder gut zusammen. Ich habe dreimal die gleiche Ressource. Du hast drei gleiche Ressourcen, mhm. Ich habe eine gleiche Ressource. Ja, das ist auch sehr gut. Genau. Hätte ich es anders genommen, hättest du es anders kombiniert. Gucken wir mal. Drei Holz ist ja easy. Die nächsten vier? Und die nächsten vier, und jetzt darfst du als erstes aussuchen. Genau, das heißt, jetzt dreht sich das um. Wir haben jetzt 8 Wunder im Spiel, das heißt, es Seven Wonders, das dürfen nur 7 gespielt werden. Das heißt, das Gute ist, dass es wirklich einmal gleichmäßig verteilt ist mit dieser Nebengeschichte. Oh, guck mal, wie viele mit das 90... Gute ist, da kann ich gar nichts Schlechtes bekommen. Warte, kurz die Auslage angucken. Was heißt Schlechtes? Das ist alles gut. Das ist wahr. Nee. Ich will ja eigentlich, aber das bringt mir gar nichts. Ich nehme ab hier. Ah, warte. Du fängst ja auch noch an, ne? Da fange ich gerade gar nicht mehr. Mhm. Ich nehme die Sphinx. Das habe ich befürchtet. Ich kann auch Feedback geben, welche Kameraperspektive ihr lieber haben wollt, die von oben oder die hier. Gibt es extra Ressourcen? Die Frage ist, wie nötig sind diese extra Ressourcen noch, wenn man schon hier zwei Schriftrollen benötigt? Gibt aber auch 4 Siegpunkte, wobei wir selten über Siegpunkte gewonnen haben. Gestern ist nur eine Partie mit Punkten ausgegangen. Jede ist zwei Militär. Wir sind ja noch Anfänger, ne? Also das jetzt nicht als Profi-Let's Play nehmen, da könnt ihr andere Kanäle gucken, wo Leute schon mal gespielt haben. Das ist wirklich nur so ein Überblick für die Leute, die mal gucken wollen, wie ist denn das so? Ich habe doch keine Ahnung. Oh, das ist aber nett. Gut, dann darfst du anfangen. Und wenn ihr Fragen habt, immer reinfragen. Also das ist ja auch spannend, wie Leute das hinterher gucken. Ton ist hoffentlich immer noch gut. Also das jetzt nicht als Profi-Let's Play. Ja, der Delay ist auch gut. So, und dann spiele ich jetzt einfach mal 3 mögliche Aktionen. Man kann eine Karte neben auslegen, man kann eine Karte abwerfen und man kann ein Wunder damit bauen. Your turn. Aha. Dann scout ich mal und ich nehme die Karte hier. Dann nehme ich die hier, die kostet mich ein Geld. Dieses Geld ist echt schnell weg, ne? Ja, dann decken wir das Ding hier auf. Dann werden die beiden hier aufgedeckt. Jetzt brauche ich nur einmal, das ist gar nicht so wichtig für mich. Das ist quasi noch all dein Geld. Mein Schnauze. Aber was man hat, das hat man. Ja, vor allen Dingen, weil du wusstest, dass ich jetzt nur eine Karte verkaufen kann. Mir bleibt nichts anderes. Da habe ich in Sekunden so aus dem Augenwinkel analysiert. Wir fangen gerade an, Tabel. Da ich aber alle Karten ausziehe, kann es sein, dass nicht alle Symbole auf den Tisch kommen. Genau, es kann sogar sein, dass ja gar nicht alle, dass nur 5 Wissenschaftssymbole auf dem Spiel sind. Ja, was soll's. Dann verkaufe ich das mal für 3 Geld, ne? Weil ich eine Dings habe. 2 Geld gibt's so, ja. Oh. Dann gebe ich einen aus und hole mir Papyrus. Das ist echt übel. Perfekt, dass die da lag, ne? Ist okay. Gott sei es gedankt. Und schon ist das Geld weg. Warte mal, wo lag die? Lag die hier? Die lag hier, ne? In der Mitte. Die lag in der Mitte. Hier, ne? Ich bin relativ sicher. Hier ist die Karte, die ich verkauft habe. Wobei, ne, die. Nee. Lag die hier? Da, ja. Hier? Ja. Dann nehme ich das hier. Für 2. Ach, schade, dass da kein Symbol drauf ist.
Dann. Boah, ich will nicht so. Was ist denn jetzt Kleber? Ich glaube, Kleber ist es, die jetzt zu verkaufen für 3 Geld. So. Du hast keinen Papyrus, das heißt, ich muss 2 zahlen, um. Die wird noch aufgedeckt. Um hiermit dieses Wunder zu bauen. Jetzt habe ich immer eine Ressource mehr. Du kannst das jetzt schon bauen. Ich habe einmal das, Holzdings, alles da. Gab's schon mal. Du hast alle vorgeschriebenen Ressourcen immer direkt beim Aufdecker gegriffen, ne? Ja. Irgendwie braucht man die für jedes Weltwunder. Bauen sie nicht mal alleine. Wobei Bier tatsächlich auch eine Ressource sein sollte. Ich habe gehört, die Ägypter wurden immer ein Bier bezahlt. Wenn es da kein Bier gab, dann. Die sind für dich sind die beide kostenlos. Für dich? Nicht. Und für mich nicht, richtig. Aha. Zack. Hast du den Schneiden bewegt? Und wieder zurück. Dann stand der aber nicht richtig, ne? Ich glaube, ich habe mich zurückgestellt von irgendwas. Dann nehme ich mal das. Dann kriegst du das. Oh, das ist natürlich. Den Stein, also den Stein brauche ich nicht so dringend. Ich hätte das andere. Das Ding hier nicht so dringend. Gut, das war auch schon die erste Runde, geht das ist sehr flott. Gibt es keine Wertung oder so, keine Militärwertung. Man baut einfach direkt die nächste Runde auf. Jetzt ist die Aussage auch ein bisschen anders. Hatten wir die Aussage gerade richtig? Ja, ja oben ja. Zwei, ne? Das heißt, jetzt kommen hier oben 6 offene hin. Deswegen dauert das Spiel übrigens auch mit der Agora-Erweiterung ein bisschen länger, weil das ist halt komplett eine Kartenreihe mehr dabei. Ich bin ein bisschen blöd tatsächlich. Ach, du bist noch in der Lernphase. Ich hätte doch ein Wunder bauen können, relativ günstig. Kannst du denn jetzt? Du hast auch nur 2 Geld, ne? Ich nichts Geld. Genau, jetzt wird es andersrum gebaut und am Ende wird so ein Kreis gebaut. Da du den Handel vergessen hattest, ich hatte meine Freundin alle Ziegel geschnappt, ich hatte nie genug zum Bauen, beim zweiten Mal lesen habe ich es kapiert. Wie hast du das denn genau falsch gemacht? Also was hast du beim Handel falsch verstanden? Also gestern hatten wir auch schon ein paar Regelfragen. Naja, tatsächlich von wir Regellücken bei unseren Zuschauern beantworten, was eher andere mal andersrum ist. Selten genug der Fall. Wer fängt das an? Wer die letzte Karte genommen hat, das war ich. Darf entscheiden, wer anfängt. Das ist echt häufig der Fall. Das ist ja super, wenn ich jetzt die nehme, bei dir total witzlos. Wenn ich dir die lasse, ja, Gefahr. Und, was will ich mit Doppelziegel? Was will ich damit? Weiß nicht, kannst du später irgendwie Karten bauen. Das hier war eine abgelegte Karte bauen, ne? Ja. Toll. Hast du... Nee, hast du nicht. Ha! Wie viel Geld muss man nochmal fürs Kaufen von der Bank ausgeben? 2 plus so viele wie der andere von der Bank. Das ist aber echt schnell teuer, ne? Will ich die bauen? Ich möchte sie verkaufen. Gut für dich. Wieso ist das gut für mich? Wie wir denn deine Karte aufhelfen? Ja, die aber. 12 Stimme. Die ist nicht wirklich sinnvoll für mich, dann habe ich auch noch weniger Geld. Kannst du verkaufen. Ja, dann bist du mit Ressourcen endgültig durch. Ich kann mir die sowieso nicht leisten. Gefühlt brauche ich nichts mehr an Ressourcen. Das stimmt allerdings. Ich nehme auch gerne die 6 Geld. So ist nicht. Aber hier wird ja auch irgendwas Cooles auf. Ja, was soll ich machen? Ich verkaufe die wieder für 3 Geld. Hier ist so semi-cool. Ah, die ist okay. Kostet ja nichts, ne? Zack, ich das hier kostet mich nichts, weil ich das Vorsymbol habe. Und dann habe ich 2-mal das gleiche Symbol. Und kann jetzt Weltwunder 2 günstiger bauen. Dann mache ich mal schnell noch das hier. Dafür muss ich mir ein Ziegel kaufen. Dafür gebe ich 1 Geld aus. Dann gibst du 2 Geld ab. Shit, ey. Oh, du machst jetzt gleich einen auf Militär, sieht hier. Sieht danach aus, ne? Du musst einen Druck aufbauen. Ich baue verdeckt das hier, hab alles. Dann bin ich sofort nochmal dran.
Dann bin ich sofort nochmal dran. Jetzt habe ich das. Ich kann das streichen und das streichen. Ich kann dann. Dann baue ich. Da kriegt man sofort beim Bauen ein Geld, ne? Pro, was man davon hat. Dann baue ich das hier für lau, dann kriege ich 6 Geld. Ah, damit kann man die Ressourcen für ein Geld bei der Bank kaufen. Ja, ja, das habe ich. Das war mir schon klar. Mir nicht. Was hast du gebaut? Ich habe das gebaut, auch wieder für lau. Ich streiche ja 2 davon, das heißt, ich brauchte nur noch 2, die hatte ich. Genau, habe mir die 6 Geld schon genommen und bin dann jetzt nochmal dran. Und da streiche ich auch 2. Könnte ich jetzt für 3 Geld das machen? Will ich aber noch nicht. Ich baue dann das und muss dafür 3 Geld abgeben und steck das mal hier rein. Und dann bist du dran. Okay. Dann gebe ich mal 1 für 1 Ziegel aus. Dann habe ich 2 Ziegel, 2 Steine, 1 Papyrus. Dann baue ich das Ding hier. Ich schiebe das da runter und muss 3 Geld abgeben an mich. An, wieso an dich? Ja, so, ich glaube, komm und du 3 verlierst. Alter, da geht das Geld sogar schon wieder weg. Wann hast du die denn beide gebaut? Die hast du auch hintereinander irgendwie gemacht, oder? Ja, die sagen wir halt. Ich habe die nicht mal gesehen. Jetzt kann ich natürlich darauf hoffen, dass da eine Militärkarte ist. Oder ich. Ich hoffe da ruhig drauf. Ich hole mir einfach mal das Ding hier und hole mir das Geld. Das ist bestimmt total super. Ja, ist es auch. Das ist jetzt Kohle ohne Ende. Da wird das hier aufgedeckt. Das ist ja überraschenderweise keine Militärkarte. Ich, oh, guck mal, du kannst das kostenlos bauen. Ich möchte gerne dieses Weltwunder errichten, weil ich kann ja 2 Ressourcen streichen. Dann muss ich leider noch einmal 3 Geld abgeben. Ich habe echt viel zu wenig Ressourcen. Dann nehme ich jetzt das hier. Und ich nehme 3 davon, so. Und suche mir eins aus. Aha. Was bedeutet das nochmal? Dass ich da Geld, was ich für Ressourcen ausgebe, dir geben muss. Nimm das mal, das ist total mächtig. Du hast doch super viele Ressourcen. Ich nehme mal das hier. Ich bin leider nichts, was mich unmittelbar voranbringt. Damit hast du ja schon mal 4, ne? Und brauche noch 2, die eventuell nicht beim Spiel sind. Naja, aber das ist schon sehr risky. Das ist schon, aber eine Option, auf jeden Fall, die du offen hältst, die dann ich ist, nicht habe. Dann bist du damit dran. Ich, genau. Dann würde ich sagen, gebe ich, du hast kein Dings, dann gebe ich 2 Geld aus für einmal Glas und baue das Ding hier fertig und bin nochmal dran. Dieses nochmal bauen ist so krass. Und dann für 2 Ziegel baue ich das Ding hier und du musst 5 Geld haben. Na egal. Ja, jetzt bin ich gezwungen, Dinge zu tun. Ich nehme das hier. Um den einen zurückzurücken, in der nächsten Runde gibt es noch mal ein paar Militärkarten. Ich bin also weiter gezwungen, ich muss dann versuchen, Militärkarten zu nehmen. Aber, großes Problem, ich habe die Vorbedingungen nicht, das heißt, ich muss die Ressourcen bezahlen, ich habe gleichzeitig auch wenig Ressourcen. Ich werde sehr hart wird jetzt, arbeiten. Ja, es kommt jetzt auch ein bisschen auf an, wie die Karten gehen. Genau. Ne? Kultur, US oder Wissenschaft. Ich muss gucken, dass die grünen Karten unten sind, das heißt, ich lege aus. also, hallo Astrid. Also, was hast du, wer ist jetzt überhaupt? Nee, du hast jetzt gerade was gemacht? Ich habe gerade gebaut und bin dann nochmal, nee, ich habe dann. Nee, ich habe jetzt das gemacht, um das wieder eins zurückzurücken und dann hast du. Ich habe das Ding das hier, aber ich habe es gebaut, aber ich mache. Du hast die Vorbedingungen nicht, genau. Doch, die Vorbedingungen, nee, ich kann es aber so bauen. Du willst die Vorbedingungen, aber ich möchte es, glaube ich, lieber hierhin bauen. Du hast meine Vorbedingungen, das hast du auch, ja, du hast so viel Gefühl. 2 Geld Ziegel, noch. Ich muss 2 Geld zahlen für die Flasche, für das Glas.
Richtig. Und dann darf ich mir hier eine Karte raussuchen. Aus allen? Aus allen, die abgelegt wurden. Okay, wie soll ich das im Militärsieg verhindern? Dann erkennt man wahrscheinlich, dass wir Anfänger sind, wenn wir dreimal Militärsieg haben, aber... Ich habe das überhaupt gar nicht realisiert, dass du schon fünf Stück davon hattest. Die müssen irgendwie kurz hintereinander gewesen sein und ich war gerade in Gedanken bei, was kann ich machen? Vermutlich. Ich habe die Regeln lesen. Ich hasse Regeln lesen. Ich mag liebe es, wenn Flo das so ein komplexes Spiel erklärt. Das ich habe gerade kein Geld, weswegen ich von diesem Ding fast nichts tun kann. Und wenn ihr Spielfehler findet, gerne in die Kommentare schreiben. Ist immer keine Absicht. Wir machen einfach. Dafür bräuchte ich. Also den habe ich, den habe ich. Ich kann das einfach so bauen. Ich baue mal. Was brauchst du davon? Nichts. Also, brauchen das, tust du nichts davon wirklich, das ist wahr. Also eigentlich auch das nicht, weil ich hoffe einfach, Militärdurchmarsch zu machen. Weil jetzt kommt die dritte Runde und die wird so richtig so gamblen, hoffen. Ich baue das mal für Lau. Hab vier Wertrunde gebaut. Kannst du nicht. Weil? Man nur sieben Wunder baut. Ach, das ist, du hast eine braune drunter gesteckt. Ja, die da drunter ist. Ah, da kann ich ja gar nichts anmachen. Gut, dann brauche ich das nicht mehr. Ich kann das nicht für Lau bauen. Du schon? Nee. Oh, du hast das Geld schon dort. Aber ich kann tatsächlich nur das machen. Okay. Das ist auch ein sehr. Also bei dem Spiel muss man gefühlt fast mehr auf den Gegner gucken als auf sich selbst. Ne? So schon wegen, welche Symbole hat der, was muss ich also entsprechend wegnehmen. So wie Ben das gemacht hat bei dem einen Weltwunderbau. Ich kann nichts davon nehmen, ich kann nur eine Karte für Geld verkaufen. Aber doch nicht die! Ja, das wäre die, die du genommen hättest, um dann in Zukunft mehr Geld beim Verkaufen zu machen. Ja, und um noch eine Ressource zu haben. Warum immer noch nur drei Geld dabei, ne? Wenn ich jetzt im Kopf hätte, was für Ressourcen auf den letzten Karten drauf waren. Ich glaube, eine relativ gleiche Beteiligung, aber ich habe es nicht überprüft. Sägewerk auf Steinhauerei. Bei dir ist es auch egal. Militär braucht bestimmt viel Holz. Überraschenderweise kaufe ich eine Karte für 3 Geld. Hast du auch kaufen können. Und? Was will ich dann? Was will ich mit 2 Steinen? Das sind dann insgesamt 3 Steine? We will see. So, jetzt kommt das dritte Zeitalter. Das bauen wir so auf. Dann nochmal. Oh, der Chat ist nicht mehr da. Ihr dürft uns auch sehr gerne Daumen nach oben hochladen. Kader 3 Wunder, ich habe 4. Ich habe in diesem Spiel noch nie 4 Wunder gehabt. Übrigens. Das stimmt. Kader hat die Pyramiden nicht gebaut. Das ist das Einzige, was man gerade nicht so sieht. Lass mal ein bisschen nach hier schieben, dann mache ich mal so ein Bild raus. So, zweimal offen. Ich werfe einen Nachfolger namens 8 Wonders. Das ist schon ganz schön nervig. Dann 3 verdeckte, dann 4 offene, dann 2 verdeckte, dann wieder 4 offene. 3 verdeckte und 2 offene. Du darfst aussuchen, wer anfängt. Witzigerweise sind alle Gildenkarten da. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, also ich muss auch anfangen. Weil du hast sonst. Gewonnen. Nee. Noch nicht. Aber hättest du. Also ich bin ja hier unter Zugzwang. Das heißt, ich muss anfangen und diese Karte kann ich mir selbst nicht leisten. Doch kann ich. Doch kann ich. Kann ich auch selbst bauen tatsächlich. Für ein Geld. Für ein Geld? Für den einen Stein. Ah, da. Aber Papyrus hast du auch? Nein, das Wunder wollte ich eigentlich auch haben. Bitte. Das ist ja jetzt, also das darf ich auf gar keinen Fall kaufen, das muss ich ja die Karte hier nehmen. Und jetzt die Frage, baue ich die oder verkaufe ich die? Ich habe die normalen Ressourcen alle, ich habe kein Glas, also müsste ich 2 Geld zahlen, um das Ding zu bauen. Dann baue ich es mal. Ah, das ist natürlich bitter. Kann ich mir so leisten? Kannst du aber viel bauen. Kann ich sowieso verfüllen, ich hätte aber auch die Ressourcen gehabt. Jetzt hast du 5 Symbole. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wenn du die Karte bekommst, hast du gewonnen. Richtig.
Und es gibt davon eine zweite, aber wir wissen nicht, ob sie im Spiel ist. Richtig. Gut, damit habe ich jetzt nur Rücken zur Wand. Beide. Naja, nee, ich mehr. Ah. Da noch hinzukommen. Weil ich musste diese Karte kaufen, ja, anstatt sie abzuwerfen. Welche? Wie die falsche? Verstehe ich nicht. Man hätte mehr Steine gebraucht. Und du hast Stein, das heißt, es würde mich 6 Geld kosten, das Ding zu bauen. Also 6? Das, ich denke, Geld zählt nicht. Nee, aber ich brauche das zweimal. Also ich brauche das einmal. Ich habe das ja hier. Stimmt, einmal. 3 Geld. Ah, aber dann kann ich mir vielleicht nachher die Militärkarte nicht leisten. Das ist mir zu heikel. Ich verkaufe die für 4 Geld. Das ist ja richtig arsch. Und an die komme ich auf jeden Fall nicht ran, bevor die nicht funktioniert. Du kannst keine Turns mehr skippen. Nee. Rechenspiel. Welche Karten muss ich nehmen, um dich dazu zwingen, die zu nehmen? Gar keine. Es endet immer damit, dass ich die nehmen muss. Toll. Nee, tut es nicht. Das ist ja Blödsinn. Kann es ja gar nicht. Weil ja hier immer was weiter aufgedeckt wird. Richtig. Gemein wird es, wenn hier das gleiche Symbol aufgedeckt wird. Mhm. Schön wär's. Was braucht das? 2 Ziegel und 2 Holz. Da wäre mein komplettes Geld alle. Das kann ich auf gar keinen Fall tun. Das kostet 2 Steine und ein Dings. Also ich baue mal die für 1 Geld. Dann kriege ich vielleicht, falls ich noch was verkaufen muss, ein Geld mehr. Und ich, was ist das? 1 Geld für jede Rote, die ich selber habe. Ja. Also kriege ich 2 Geld. Ja. Und es ist nur 1 Geld weniger, als wenn ich eine Karte verkauft hätte. Ich baue mal die für umsonst. Boah, da zieht er mal den Punkten. Was ist es? Nicht so gut. Nee, du freust dich, dass es nicht die zweite mit dem Buch drauf ist. Natürlich. Was könnte ich jetzt tun? Nein, das ist nur das Grundspiel, weiter vom Gleich. Ich baue die für Laub. Mhm. Dann. Das sind braune Karten, ne? Grün. Grün sind? Die hier. Oh, das sind immer gute Punkte. Aber ist ja egal, bei wem sie liegen, ne? Wenn du das bekommst, dann. Nehme ich mir was Grünes. Ist auch nicht so gut. Kommt eigentlich fast das Gleiche raus, nur hier kriege ich auch was. Ich nehme mal. Die for free. For free, weil du 2-2 hast. Mhm. Ach doch, ja. Die kann ich mir nicht for free nehmen. Und ich habe das Symbol nicht. Aber da habe ich schon so viele Grüne. Du hast auf jeden Fall gewonnen, oder? Nee, wieso? Du nimmst die, ich nehme die, du nimmst die, ich nehme die, du nimmst die. Stimmt. Ich glaube, es ist durch. Außer da ist. Nee. Da kann nicht 5 Militär sein. 5 Militär gibt's nicht. Habe ich verloren, weil die Aussage schlecht ist. Tja, so ist Seven Wonders. Das ist wirklich so. Aber wir lassen uns das trotzdem durchexerzieren. Die Frage ist, ich möchte es nämlich schon noch. Nee. Du die, ich die, du die. Nee. Du nimmst die und die, ich. Ja. Ja. Und Turnskippen geht nicht mehr, weil. Was hat die auch gesagt? Man sollte Wunder mit Skippen aufheben. Richtig, aber sonst hat man es auch gar nicht. Es bringt ja nichts, wenn der eins aufhebt, weil der andere dann vorher das vierte baut. Und du richtig, das, ne? Richtig, stimmt. Du kannst, außer du hast 2, aber beide macht vielleicht schon Sinn. Ja, kann schon Taktik. Wie man jetzt sieht, wäre wahrscheinlich gut gewesen. Aber die Runde davor war es ja auch gut, weil du warst ja dadurch unter anderem bis hier gekommen. Also insofern, das ist uns zu Ende für Ringen. Richtig. Ich überlege gerade, ich möchte das, glaube ich, richtig bauen. Ich habe Stein, ich habe ein Papyrus und du hast. Ich müsste 3 Geld für ein Papyrus ausgeben, ne? Ja. Ja. Oh. Ich könnte nämlich doch noch verlieren. Ich muss nämlich jetzt aufpassen. Wie viel Geld kostet mich das denn, das zu bauen? Du kaufst die Karte und hast das Geld. Kannst du immer die letzte verkaufen. Ich könnte die da oben verkaufen, das stimmt. Falsch. Du kommst nicht an die Karte ran. Weil du die Karte nicht nehmen kannst. Weil das dazwischen ist, ja. Das heißt... Und schon bin ich wieder im Spiel. Und schon hast du gewonnen. Gewonnen noch nicht, aber wahrscheinlich... Aber da muss ich jetzt umso mehr darüber nachdenken, die zu kaufen. Weil ich... Also ich brauche dafür ein Papyrus und Papyrus kostet mich 3. Weil dann habe ich jetzt 2 von diesem Symbol und kann mir hier was aussuchen. Was macht das nochmal? Jedes Mal, wenn ich Schritte mache, mache ich einen Schritt extra? Nee, ich glaube, eine rote Karte bringt dir mal einen Militärpunkt mehr. Genau, dann mache ich einen Schritt extra. Ja, also da auf der Leiste. Genau. Das ist, glaube ich, nicht mehr so sinnvoll. Ja, würde ich nehmen, ist schon gut. Ich nehme mal das hier. Hab ich mir gedacht. Ich nehme dann wohl mal die. Das ist jetzt aber braun, ne?
Das ist braun. Zwei Geld. Das heißt, ich kriege 8 Geld. Mhm. Ich skippe, du bist dran. Nee. Ich habe auch alles dafür, ja. Für die habe ich noch nicht. Aber die ist auch ganz gut, ne? Vielleicht soll ich die nehmen. Genau, mach das mal. Das Schlimme ist, ich muss mal ganz kurz rechnen. Wollt ihr lieber übrigens so oder so die Kamera sehen? Ich muss das nehmen, das heißt, wenn das aufgedeckt wird, kannst du die nehmen. Das heißt, wenn das zweite Buch wäre, ne, kriegst du es auch. Dann muss ich eine von den beiden nehmen. Und ich müsste die hier nehmen. Das ist wirklich durchprogrammiert. Und eine schlechte Aussage ist ja auch nicht schlechtes Spiel. Also ich muss dann die nehmen. Du musst erstmal eh die nehmen. Das ist ja damit du die beiden aufdeckst. Mhm. Ja. Ich überlege gerade, ob ich für die da... Wie viel Geld habe ich gerade? Ich habe 10. Genau. Die würde mich kosten viel zu viel. Die ist halt auch 8 Punkte wert. Ne? Wenn es nochmal über Punkte zu Ende geht, dann... 3 Geld. Was ist 8 Punkte wert? Das Wunder. Also ich nehme... Das für 3 Geld. Bin fort, du schnöde Karte, und bringe mir 5 Geld. Ärgerlich. Die ist super teuer, ne? Da brauche ich ein Holz. Das ich kann nicht verlieren, ich bin reich. Das ist auch, wieder die Natur der Dinge. Viel Geld da, 3. Was gibt die? Ein Siegpunkt pro 3 Geld, die jeder hat. Ja, nee, also der mit dem meisten Geld. Da würdest du quasi von meinem Geld profitieren. Du wirst quasi gleich Punkte dafür bekommen wie ich. Ja. Ich glaube nicht, dass ich hier über Siegpunkte gewinne. Nee, auf gar keinen Fall. Du hast da extra, du hast da mehr blaue. Also, da ich eh nicht über Punkte gewinne, verkaufe ich das einfach für 5. Ich gebe mal freudig die 8 Geld aus. Eins, zwei, drei. So, jetzt mach mich glücklich oder gewinne. Will ich die denn? Kannst du hast Papyrus? Nein. Dann kostet mich 2 Geld, dann baue ich die natürlich. Du Lacker. Danke sehr. Ich weiß nicht, wie viel die kostet. Ich kaufe sie. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, darauf lief es jetzt hinaus, ne? Na gut, aber es ist ja... Ist sie noch drin oder nicht? Ich hätte, also das dürfen wir unter knapp verbuchen. Weil du hast die genommen, ich hätte die genommen, dann hättest du die genommen. Also und wehe, irgendjemand spult jetzt zurück und guckt das hier in 0,25-facher Geschwindigkeit an, um zu gucken, wo wir das im Vorfeld verloren haben. Nach unserer Warte und so wie wir das Spiel können, ist das das Geschick der Auslage letzten Endes gewesen. Puh. Und das Schlimme ist, es kommen ja 3 Karten raus. Nee, das ist überhaupt gar kein Quatsch. Natürlich verliert man, weil die Auslage schlecht ist. Also, man hat nicht aufgepasst und passt die Auslage nicht zu dem, hat man jetzt auch gesehen. Der lag die Karte, die doch nicht da sein können. Nur deswegen habe ich verloren, das ist nicht Quatsch. Das ist einfach so. Aber das weiß man beim Spiel. Das muss man einkalkulieren. Als Profi, wenn man auch genau die Karten schon kennt, auch schon 10-mal gespielt hat, dann kann man auch mit den Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Aber es ist dann oftmals trotzdem einfach so. Anders. Mit schlecht meint Ben nicht eine subjektive Bewertung, sondern er meint mit schlecht für seine Ausgangslage, liegen die Karten ungünstig, so wie er in das Zeitalter gegangen ist. Vielleicht habe ich ja nie gesagt, das Spiel. Genau. Und ja, wir hätten natürlich, sobald die Auslage komplett da lag, wahrscheinlich überlegen können, in welcher Reihenfolge man was nehmen muss, um bestimmte Sachen zu verhindern. Aber ich möchte darauf hinweisen, auch das war ein bisschen vorgeschrieben, weil ich musste ja sagen, ich fange an und ich musste die Militärkarte nehmen. Da war ich auf jeden Fall festgesetzt. Und danach haben wir es, glaube ich, schon, da haben wir direkt gesehen, das liegt da. Und dann haben wir sofort angefangen zu überlegen, wie wir es auseinanderbaldöbern müssen. 2-2. Ja, aber wir können auf ein Unentschieden nicht, kommen. Dass jemand Buch führen oder kann. Nein. Man kann auf ein Unentschieden kommen? 6 unterschiedliche bekommen, ja. Also kann ich jetzt gewonnen. Das war eine weise Entscheidung. 6 unterschiedliche das Kulturen ist ohne dieses Ding fast unmöglich. Schwer, aber soll nicht einfach sein. Unser erster Kulturen. Das soll ja schon eigentlich öfter Wissenschaft. Man soll es hauptsächlich über Punkte gewinnen, glaube ich. Sonst wäre der Block ja verschwendet. Ja. Aber ich habe auch 3 davon im dritten Zeitalter bekommen, tatsächlich. Die sich schwer verhindern, leider. Nein, du hast auch die strategische Thematik, okay, kriegt er halt das Doppelte, den kriegt er was von hier, darum geht es sowieso nicht mehr. Richtig. Haben wir noch eine Gilde? Du hast noch Gilden. Das Cleverste im Pantheon ist, dass man nicht mehr berechnen kann, wer welche Karten ziehen wird, ja. Genau, den Schöpfer nicht gesehen.
Weil du bei Pantheon stattdessen auch hier was kaufen kannst. Karl hatte noch das Ding hier. Und hier, ich hätte da noch fette 10 Punkte bekommen. Ja, ja, ich musste das so gewinnen. Also, dass ich punktetechnisch das nicht gewinne, war, glaube ich, absehbar. Ja, glaube ich, punktemäßig schon vor. Du hattest auch von den Kulturkarten hattest du mehr. Von den blauen, ja. Ja. Das sind auch nochmal 3. Das sind 3. Hier fehlt noch eine? Hier. Ah, sehr gut. Oh, hier sind ja noch welche. Aber man muss auch sagen, von den 4 Partien waren, möchte ich behaupten, 3 knapp. Die Punkte war auf jeden Fall relativ knapp, aber als du gedacht hast, vor dem Aufwärmen Schritt. 9 Punkte Differenz. Nee, du hast 53, ich irgendwas auch in den 50ern. Ich habe mir 9 Punkte Differenz gemerkt, aber vielleicht hattest du auch einfach 59. Das kann sein. Dann waren es 6 Punkte Differenz. Genau, das war relativ knapp. Das eine habe ich auch nur, ich musste den Militärsieg machen. Nee, Moment, ich habe nur einmal gewonnen. Genau, und das war mit dem Militärsieg, der war aber auch knapp. Ich musste und das war auf den letzten Zügen. Mhm. Da lagen irgendwie 2 Militärkarten nebeneinander mit 2 Dingern oder so, irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall auch knapp. Und die dritte Partie weiß ich gar nicht, das war die Sanatoren-Dings. Nee, die war nicht knapp. Das fühlte sich noch unglaublich an. Boah, doch, du hättest in Runde 1 was gewonnen. Das war schon gut. Ja, hier. So, liebe Freunde der gepflegten Erweiterung, jetzt schreiten wir zur Pantheon-Erweiterung. Dazu legen jetzt, wir den Pantheon hier aus. Haben wir auch jetzt, also jetzt mit Karl einmal gespielt. Mein letztes Partie ist ungefähr 4 Jahre her, als die damals rausgekommen ist. Jetzt tauschen wir hier auch. Pantheon auch schon durch. So alt, ja? Mhm. Gleich relativ zügig rausgekommen und haben sich Zeit gelassen. Für alle, denen das zu seicht ist, der neue Totschild liegt auch schon hier. Da könnte das Anleitung lesen ungefähr so lange dauern wie eine Partie mit allen Erweiterungen hier. Richtig. So, hier haben wir das Tor. Hier haben wir die Wunder, die neuen. Und auch hier. Und in der anderen ja auch. Also sprich, so ungefähr ein 50-50-Ratio wird immer gehalten. Mhm. Die wollen, dass es Wunder bauen doppelt zu gehen möchte. Ellen, du hast eine Partie verpasst. Ja. So, jetzt werden uns die Götter helfen. Nicht bei den Platzproblemen, die wir hier auf dem Tisch haben, aber... Brettspiele brauchen schon viel Platz. Ich werde übrigens ab und zu Age of Wonders sagen. Ich warne euch gleich. Habe ich heute im Gespräch mit eigentlich auch schon wieder gemacht. Mhm. Das ist halt so. Jetzt kamen ja diese Token drauf. Genau. Und die kommen nicht rein. Gildenkarten sind ja komplett raus. Richtig. Und dafür kommen die Tempelkarten. Die ein bisschen langweiliger sind. Ja. Die sind wirklich, brauchst du auch nur Ressourcen, baust du und kriegst Punkte dafür. Nee, du brauchst nicht nur die Ressourcen, du brauchst ja auch das Symbol. Ah nee, stattdessen. Nee. Ah, stimmt, du kannst die immer bauen. Das habe ich letztes Mal auch mitten in der Nacht falsch gesagt. Ich habe gesagt, oh, du kannst ja nur eine bekommen, weil du hast ja nur die eine Ressource, aber du kannst es ja stattdessen bauen. Ich glaube, du brauchst stattdessen, bau du mal auf. Die kosten dich nichts, wenn du diese Dinger hast. Sicher, aber das Symbol für kostenfrei ist immer ein anderes, oder? Ja, aber das Symbol für kostenfrei ist doch aber genau an der gleichen Stelle. Nee. Doch. Ja, okay, dann ist richtig. Ich dachte, das hätte nicht aus dem Strich da gehabt. 3 davon, ne? Mhm. Haben wir schon Karten wieder rausgenommen? Nein. Hast du aber schon gemischt, habe ja. ich gesehen, ne? 1. Du hast doch früher irgendwas vor, Karl, oder? Was hatte ich vor? Ob Karl heute Morgen gut aus dem Bett gekommen ist? Ich habe gesehen, dass sie letzte Nacht mal richtig. Ich habe natürlich nicht geschafft, was ich schaffen wollte. Also, ich versuche seit 2 Tagen, will ich mich endlich ransetzen und ein neues Video drehen. Morgen wird es hoffentlich soweit sein. Nee, das, Corinna, das Video jetzt bleibt drin. Und auf Twitch kann man es sich auch nochmal angucken. Mhm. So ist nicht wieder auch, die Leute sind aber auch hinterher, ne? Die merken auch alles. Das war ein bisschen zu lang, das war mitten in der Nacht, wir sahen auch entsprechend aus. Das war nicht repräsentativ. Also Karl sah gut aus wie immer, ich sah natürlich ziemlich runtergekommen aus. Ich weiß nicht, warum Ben so wenig Augenringe hat. Was macht die Brille? Wenn ich die Brille absetze, sehe ich aus, als wäre ich tot. Die sind gleich getönt, ja? Ah ja, keine einzige Erweiterung dabei, aber ist doch schön. Das mischen wir später nochmal. Zur Kameraperspektive hatten wir noch keine Aussage, ne? Was überlesen? Ja, wenn wir mal gucken, also theoretisch, man braucht ja dieses Stück da, also mit der doppelten Perspektive, das braucht man nicht zwingend, weil es viel zu klein ist. Ne? So schon, glaube ich. Also ich glaube, der Perspektive ist es auf jeden Fall auch ganz nett.
Aber was willst du sonst machen? Du machst es noch größer, noch mehr gezogen, noch schmaler. Ist auch das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ich habe es schon mal versucht, oben drüber die Kameras zu legen. Dann wird halt das Bild hier so schmal, das kannst du nur bei schmalen Spielen machen. Schwierig. Das Problem ist, dass der Mensch länglich ist. Ja. Also so blöd das klingt. Du, was man machen könnte, wäre auf jeder Seite ein von uns beiden. Das wäre dann länglich. Mhm. Und man könnte auch ein bisschen näher noch ranzoomen, wobei das von der Seite mit unseren Bewegungen ein bisschen schwieriger ist als von frontal. Und das dann wäre das in der Mitte, was jetzt das Große ist. Das wäre dann aber insgesamt schon noch mal ein bisschen kleiner. Weil du ja auf zwei Seiten... Also es würde auf beiden Seiten das fehlen, was jetzt auf einer Seite fehlt. Ja, ich finde das Setup schon ganz gut. Wir probieren natürlich weiterhin aus. So, jetzt zieht die Götterwelt ein in Seven Wonders. Ändert eigentlich gar nicht so viel, außer dass man jetzt ein bisschen häufiger Züge skippen kann. Man kann sich jetzt in einer bestimmten Voraussetzung hier Karten nehmen, die hier hinlegen und die kann man kaufen. Und man kann halt sich aussuchen, wo man diese Karten hinlegt, die halt irgendwelche Effekte haben, gucken wir uns gleich an. Wenn ich die Karte halt hier hinlege, ist sie für mich super billig. Für K wird sie 8 kosten. Wenn ich sie hier hinlege, ist sie halt für K richtig teuer. Für mich aber andersrum, für K billig, für mich aber teuer. Deswegen muss man gucken, wie gut sind die Karten, was hofft man noch so zu ziehen, wie schlecht passt die Karte gerade für den anderen. Und wer zuguckt oder nicht an meinem Community Voting teilgenommen hat, an den Brettspielblog Awards 2021, gerne noch upvoten. Der wohl bedeutendste Publikumspreis im deutschsprachigen YouTube, direkt nach allem, was alle anderen machen. Hiervon war ja zufällig, ne? Ich werde noch ein Award designen. Aber ihr könnt dabei sein mit eurer Stimme. Und es ist mit Absicht nicht mit einem Gewinnspiel verknüpft. Weil sowas würde das nur verzeihen. Richtig. Aber es war ein Gewinnspiel. Das ist verkündet. Am zweiten. Ja, ja. Ja. Aber es, indem wir an dem Gewinnspiel auch Leute Teile geschrieben haben, habe ich noch nicht gemacht. Richtig. Das ist ja. Das sind die rausgenommenen Karten hier, ne? Ja. Was wollte ich gerade sagen? Also, was ich auf jeden Fall festgestellt habe bei dem Stream, den wir mit Everfields gemacht haben, wenn man halt die Bilder irgendwie drüber legt, ne, und dann eben. Das Problem ist, man sieht halt in dem Fall mehr von der Küche, weil jedes unserer Bilder breiter wäre. Nicht höher, aber breiter. Genau. Und das lohnt sich nicht so sehr. Es ist von dem Spielfeld dann aber immer noch mehr als genug zu sehen. Bei Spielen, die hochkant aufgebaut werden. Man könnte für Spiele, die hochkant sind, weil dieses Kamerabild, technisch, dieses Kamerabild hier kannst du ja super leicht drehen, das sieht ja immer gleich aus. Ja. Ne? Also ist ja ziemlich genau von oben, das ist ja egal. Und bei einem Hochkantspiel, das so liegt, könntest du eine Perspektive machen, wo man links und rechts ist und dann eben das hier um 90 Grad drehen, dass es hochkant in der Mitte ist. Das würde, glaube ich, gut aussehen. Und bei einem Querspiel, eins, wo das Brett quasi unten ist und die Personen beide oben oder halt wieder. Wir planen das irgendwie die Tage mal durch. Also, das haben wir gemacht, 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 das haben wir... Ja, wir sind... wir können, glaube ich, zum Draft kommen. Genau, jetzt gibt es halt... jetzt ist es so, wenn man halt so eine Karte aufdeckt in seinem Zug, dann darf man halt von dem entsprechenden Stapel zwei Karten von reinnehmen, sich halt davon aussuchen, die hinlegen, dann legt man wieder drauf. Und das ist alles, was man Phase 1 macht. Du fängst an. Da. Aha. Das hätte ich tatsächlich vergessen. Das ist gut. Ja, wäre okay. Du suchst eins aus, ich zwei, du eins. Okay, das wird wohl ein bisschen militärisch. In diesem Spiel ist allerdings dieses Friedensding dabei. Eventuell. Was ich vorhin zu spät, also nicht gekauft habe. Braune oder graue Karte abwerfen. Wo ist denn da? Ab sofort kann Ben Karo und Annika besucht, aber nicht umgekehrt. Das habe ich auch schon vorhin. Das ist nicht richtig. Weil es immer aus Perspektive beider Haushalte gleichzeitig betrachtet werden muss. Außerdem wissen wir nur noch gar nicht, was rausgekommen ist, oder? Doch, scheinbar schon. Da müssen wir sowieso nochmal drüber unterhalten. Weil das ist ja auch, das ist ja total lächerlich. Also, nichts gegen Lockdown-Maßnahmen, das ist schon wichtig. Aber was ist denn, wenn ich jetzt zu Ben komme und danach wieder nach Hause gehe in eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Annika, was genau hat das gebracht, dass wir uns nicht zu, also die zwei Haushalte treffen konnten? Also mal unabhängig von der Anzahl. Also vor allem, das ist nicht erlaubt. Aber wenn Ben sich mit Markus trifft und am nächsten Tag mit mir und am Tag drauf mit Annika, und am Tag darauf mit Flo, dann ist das okay. Das muss mir nochmal irgendwer erläutern, da bin ich gespannt.
Wir kommen zur nächsten Auslage. Immer wieder die gleichen hier. Also sowohl der Kamera als auch im Schwert. Das ist tatsächlich auch gerade ein kleines Lockdown-Problem. Was aber ganz gut ist, also kommen viele zu spielen. Grooven uns ein. Sonst hätten wir häufiger größere Runden auf jeden Fall. Ja. Viel Dreispielsachen, also da würden auch. Da würde man mal Eclipse spielen können. Coole Area-Control-Sachen. Gut, schon mal kein Militär. Ich fange zuerst an, ne? Ich habe noch nichts mit. Ich glaube, wir haben quasi. Es gibt 4 mit Militär drauf. Davon haben wir 3 gesehen. Also. Ich korrigiere, es gibt 3 mit Militär drauf. Du weißt auch schon, welches du als letztes bekommen willst. Das da vermutlich, weil es nur Punkte hat. Und die 3 haben Neuwach. Richtig. Wobei man kann hier anders Turns skippen, ne? Ja. Also ich nehme jetzt 1 von den 3, du nimmst die anderen beiden und dann nehme ich noch die Pyramiden, ja? Okay, das heißt, ich sollte vielleicht das mit Stein nehmen. Karl ist unscharf, was? Hallo? Ja, das ist ein Tablet vor der Kamera, vielleicht liegt es daran. Da sagen andere Leute andere Dinge. Aber das ist. Also Leute ist jetzt plural. Sind das 1980er Webcams? Ja, ne? Die in meinem Laptop ist nämlich 1280, das erklärt auch, warum die unscharf ist. Das ist eine Full HD, ja. Ja. Geld kaputt machen. Ist ja auch immer nett, ne? Was passt denn zu meinen Ressourcen, die ich hier schon drauf habe? Nicht so wirklich gut, tatsächlich. Boah, 12 Geld ist schon. Ich muss ja sagen, 12 Geld ist schon. Doch, nur ein geil. Haushalt und eine fremde Person. Dann passt das ja. Ein Haushalt sind seid ihr beide. Dann ist alles easy. Aber du hast das genommen? Nee, du nimmst die. Nee, ach Quatsch, du kannst das ja nicht bekommen mit dem, weil du die nimmst, die nicht im Spiel sind. Ah, ich verstehe. Die sind alle irgendwie verlockend. Kann mir das mal hier. Oh, Chat ist ausgegangen. Chat, sag mir mal bitte, was ich nehmen soll. Das ist schon noch die können die wahrscheinlich gar nicht sehen, ne? Profis wissen, was das ist. Wenn du einen Tick nach oben schiebst, dann ja. Sieht man sie. Ressourcentechnisch, die meisten Überschneidungen habe ich. So darf man ja da gar nicht rangehen. Viel Geld ist gut. Aha. Darf ich dir die reichen? Gerne, danke. Das war eine Überraschung. Jetzt weiß ich wieder, ich hätte das mit den 2 Steinen nehmen sollen. Bei dir ist die Verteilung ganz gut, oder? 7 Geld. Ja, auch ein bisschen was. Und dann fängt wer an? Ich. Hatte ich immer angefangen, ja? Ja, stimmt, hatte ich. Aha. Also mich lacht der eine Karte an. Nehmen wir doch mal, zack. Die lacht dich an? Mhm. Mich lacht das hier an. Oh, das ist zu viel. Die hast du genommen, ne? Genau, und mich lacht ja auch. Ich dachte so, hä, warum ist die so weit runtergerutscht? Hast du für 3 Geld direkt. Hast du, glaube ich, wieder abgegeben, ja. Ne? Ja, genau, hast du noch 1 gekriegt. Oh, und da holt er sich auch schon mehr Geld, wenn er Karten verkauft. Richtig. Das kriege ich jetzt, wenn ich die nehmen sollte, ne? Was ich nicht kann, weil das Symbol habe ich nicht. Und, aber man kann von der Bank kaufen. Richtig. Man kann ja von der Bank kaufen und zwar gerade für 2, richtig? Es hat auch keiner irgendwelche Ressourcen. Richtig. Aber Geld ist in diesem Spiel ja wichtiger jetzt. Ich bin jetzt gerade noch im Alten, meinst du? Oh, jetzt bin ich, du hast viel Geld. Du kannst es dir lockerer leisten. Ich möchte aber auch gerne da Karten aussuchen. Aber ich könnte auch einfach diese Karte verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich in 2 Kultur sie geht. Egal, was du machst, du kannst immer eine Karte aussuchen. Ja. Stimmt, du hast recht. Aber ist egal, ich mache jetzt einfach das, das kostet 2. Dann darfst du. So, die muss ich auch behalten. Nee. Die obersten 2, ne? Mhm. Von. Genau, das ist jetzt die Pantheon-Erweiterung, das neue. Diese Marker sind drauf, die legen halt fest, welcher Marker zu drauf ist und welcher Götterfamilie man was aussuchen darf. Ich werde Karl eventuell eine Frage beantworten. Zeus? Zeus. Ich kann mir die verdeckte Wahl ist egal, weil ich lege eine von offen aus, die andere kommt zurück. Beim nächsten Mal nimmt man beide. Macht keinen Unterschied. Der Spieler fährt eine beliebige Karte aus der Auslage und legt sie ohne weiteren Effekt auf den Ablagestapel. Auch ein Plättchen, das drauf liegt, wird entfernt. Und Hades? Hatten wir schon. Eine Karte aus dem Ablagestapel und baut sie gratis. Ja, also da muss ich mal sagen, das finde ich ja gar nicht so uninteressant. Wir haben noch gar keinen Ablagestapel. Hast du nicht schon was verkauft? Nee, du hast eine Karte genommen, die Geld gebracht hat. Ja.
Aber das kann ja mal gut sein. Kann ich eine Karte verkaufen und dann aus dem Ablagestapel mit Geld holen? Ist vielleicht billiger, keine Ahnung. Ressourcen wären ja schon ganz cool, ne? Ich möchte auch mal aussuchen. Ich nehme mal die. Ja, will ich gleich. Nehme mal die. Dann darf ich. Oh, auch von dem Stapel. Toll, dann kann ich ja jetzt nur die oder die langweilige 9-Punkte-Karte nehmen. Vorher wusstest du, was im Kopf. Er ist schon voll drin, ne? Also so da kann ich auch nicht mithalten. Der kann jetzt schon die Karten auswendig. Der kann jetzt schon die Karten auswendig. Was soll man da machen? Gut, man kann irgendeinen entfernen. Richtig, ne? Die ist halt dafür gut. Ne? Stichwort Kultursieg, Stichwort ja. Militärsieg. Oh, guck mal, da liegt die 3er. Und man verändert ja auch die zu. Naja, die Zugreifung wäre dann nicht so stark. Die ist schon auch nicht so schlecht, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber ich spiele ja nicht gerne destruktiv. Ich leg sie mal hier. Da bin ich nicht dran, ja? Oui. Okay, das ist vielleicht gar nicht mal so clever. Also hart, ne? Es sind noch keine Ressourcen im Spiel. Ich habe ja gerade gewonnen, ich muss ja nicht nochmal gewinnen. Das ist wahr. Das heißt, hier kommen noch, also da müssen ja noch Ressourcenkarten irgendwie drunter sein. Ich verkaufe die mal für 4. Das habe ich mir fast gedacht. Ach, guck mal. Dann kriegst du das. Oh, hier Schifffahrt. Aha. Ich verkaufe die mal für 3. Wo ist der Ablagestapel? Den Ablagestapel sollten wir jetzt nicht so weit weglegen. Ich mache den mal hier. Will ich eigentlich gar nicht im Spiel haben. Du bist. Oh, die ist richtig gut. Da hat jetzt erstmal mit gewonnen. Ja, ich gehe mal da hin. Ich bin ja. Nur noch keine Ressourcen. Ich fühle mich echt hart im Druck gesetzt, muss ich sagen. Du hast aber jede Menge Kohle, das heißt, du kannst ja trotzdem alles leisten. Ich könnte ja auch anfangen, sowas zu bauen, ne? Mhm. Ach. Ich quatsche nicht rein, dass ich mal Geld ausgebe. Zack. Yeah, Ressource. Militärisch. Kannst du mir nochmal sagen, was Neptun macht? Aber wir doch gestern schon Karl vergessen. Mhm. Neptun, das weiß ich aus dem Kopf, dass der hier den Senat macht. Ich weiß aber schon, was ich nehme, glaube ich. Der gute Neptun, der olle Dude. Ah, das sind die verschiedenen Mythologien, ich verstehe. Neptun ist der Neptun ist römisch, ja. Mhm. Du entfernst 2 beliebige Militärplättchen vom Spielplan. Also hier. 2 beliebige? Ja. Aber das eins ist mit Haken und eins ist durchgestrichen. Also das mit dem entfernt verstehe ich, aber der Haken würde bedeuten, dass man irgendwas aktiviert. Dann wird es wahrscheinlich noch ausgeführt. Ich habe das natürlich zu Ende gelesen. Ist ein Radius von 15 Kilometern gemeint. Ich glaube, es ist auch Luftlinie tatsächlich. Der Spieler entfernt 2 beliebige Militärplättchen vom Spielplan. Der Effekt 1 Plättchen wird ignoriert. Der Negativeffekt des anderen Plättchen wird jedoch ausgeführt und betrifft immer einen Gegner. Die entfernten Plättchen werden nach in die Spielschachtel zurückgelegt. Falls nur ein Plättchen übrig ist, darf er wählen, ob er den Effekt ausführt oder nicht. Und man kann auch seinen eigenen wegmachen, wenn der Gegner in die Richtung kommt und dem anderen das Geld klauen. Ja. Nett. Ganz schön teuer da. Mhm. Wir haben ja immer noch keine Ressourcen. Nee. Aber du kannst wenigstens das kaufen, ich nicht. Apropos ganz schön teuer. Ich gebe mal. Das ist auch wieder lustig, ne? Je nachdem, wie die Karten hier liegen, ist das Spiel anders. Hast du das gekauft? Warum tust du das denn? Die wollte ich kaufen. Ja, weiß ich. Dann kaufe ich halt die. Das ist so klar. Auf jeden Fall die. Das ist jetzt halt unpraktisch. Ich muss diese Karte für 3 Geld verkaufen. Ich habe keine andere Wahl. Warum hast du nicht die genommen? Was? Ach so. Nee, dann möchte ich das doch nicht. Ich achte doch nicht auf das Umlegen. Die lag da die ganze Zeit schon offen. Echt? Ja. Deswegen möchte ich das Spiel nicht. Wie viel Geld habe ich dafür? 3, ne? Ja. Dann passt das. Dann nehme ich natürlich das hier, bevor ich gar nie eine Ressource habe.
So. Ich habe ja keine Ressourcen, kann nichts machen. Oh, ach so. Ja, ich weiß, in einem richtigen Spiel muss man sagen, weggenommen, aber in dem Moment brauchen wir das mit mir wahrscheinlich nicht mehr weiterspielen. Das ist richtig. Haben wir ja toll aufgebaut, ne? Und du kannst es für ein Geld bauen, ich finde das schon ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, ich muss jetzt, wann gewinnt man solche Spiele mal über Punkte? Das Problem ist, was will ich denn mit Ziegeln? Naja, so schlechtes Ziegel bestimmt nicht. So. Jetzt habe ich noch jetzt das. Oh. Die kriege auch ich, ne? Das ist leider zweimal die gleiche. Das ist für nachher hinten raus nicht ganz so spannend tatsächlich. Aber ich mache jetzt wieder das hier. Dann kommt jetzt automatisch das Tor in den letzten Slot. Geld hast du eigentlich immer genug, ne? Und 6 ist nichts in diesem Spiel. Mehr als meins. Das ist für mich noch, ja? Ja. Das brauche ich gar nicht so dringend. Vielleicht soll ich damit Geld machen. Ja, nimm bloß die Ressourcen aus dem Spiel. Na, ich meine, das kriege ich ja für ein Geld. Ja, dann brauchst du ja nicht. Dann hau raus. Und ich brauche selten mehr als ein Holz. Wir werden sehen, was das gebracht hat. We will see. So. Aber es wäre für dich teurer gewesen, dann Holz zu kaufen, ne? Hm. Geld war für dich in diesen Spielen gefühlt nie ein Problem. Ja. So, ich kann nicht wieder, ich bin reich. Das wäre wieder die Natur der Dinge. Wenn es Standard vor, ich bin friedlicher Händler. Ja. Die 50 Kilometer gelten erst ab Stadtgrenze. Ich habe ja schon Sorgen gemacht, dass Markus nicht mehr kommt. Einer Luxor hat erst ein Altersheim evakuiert. Okay. Puh. Auspöbeln, ja. Wer fängt an? Ich. Weil ich kann aussuchen, wer anfängt. Du kannst aussuchen, wer anfängt. Oh, du hast diese ganzen Militäre dann. Ne? Okay, ich kann über Punkte wird es bei mir bereits wieder schwierig, stelle ich fest. Du hast da ungefähr genauso viele Punkte liegen wie ich. Was? Nein. Habe ich nicht. Ich habe keine einzige blaue Karte, du hast drei. Da 12, 15 Punkte liegen. Was? Du meinst die nicht gebauten Weltwunder? Nee, die kannst du nicht zählen. Da hast du doch die gleiche Menge liegen. Wie heißt das, wenn man ein Spiel auspöppeln? Genau. Also das mit diesen Ressourcen ist ja so eine Sache, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Mhm. Ich verkaufe mal die Karte hier. So eine Überraschung. So gut, dass man Wunder überhaupt nicht zu meinen Ressourcen passen. Welche Ressourcen? Das ist die viel bessere Frage. Welche Ressourcen? Du hast ja noch weniger als ich. Ja. Du hast immer noch eine Ressource weniger als ich und ich habe schon nur 4. Ah. Und wir haben nicht das Teil, das. Das würde gerade helfen. Mir würde das aber auch tatsächlich helfen gerade. Wobei ich diese Ressourcen halt mit Abstand nicht habe. Also, was brauche ich denn dafür? Oho! Wenn ich die verdeckt nehme, muss ich ja die Kosten nicht bezahlen, ne? Verdeckt nehmen? Also, zum Runterschieben. Nee, dann zahlst du die Wunderkosten. Also dann nehme ich doch einfach mal das hier. Aha. Schieb das hier drunter. Aha. Ich habe Holz, kostet mich ein Geld. Hätte ich mal das Holz genommen. Also, 2 Geld. Stein habe ich. Also, du brauchst nur einen. Ein Geld. Stein habe ich. Ich brauche dann nochmal, also ich brauche insgesamt 3 Geld für dieses komische Fläschchen. Ja, aber es kostet ganz mehr. Also brauche ich 4 Geld. Mhm. Gut, dann kriege ich 12 Geld und bin nochmal dran. Ich fühle mich so ein bisschen in dem Rücken an der Wand. Wir gucken, was passiert. Und jetzt möchte ich gerne. Ich weiß genau, was du willst. 1. Hast du eine Schriftrolle? Nein. Dann gebe ich jetzt 3 Geld aus, um das hier zu nehmen, das hier runter zu tun. Dann habe ich zweimal das gleiche Symbol und möchte mir gerne dieses hier nehmen.
Das ist schon sehr mächtig, ist mit zwei Linien ein Stück werden. Gucken wir mal, dann wird noch das aufgedeckt, das heißt, du kriegst das ja auch noch. Ne? Das ist echt unfair. Oh! Aber die Partie läuft so komisch. Ich habe es einfach, glaube ich, ziemlich falsch gemacht. Warum ist eigentlich die offen und die verdeckt? Du hast das hingelegt. Ich vermute mal, die hätte noch verdeckt sein sollen. Vermutlich. Du weißt nicht, was das ist. Nee. Aber da sind deine Ressourcen, weißt du, also... Was tust du? Gucken, warum die offen lag. Darf ich das noch aufgebaut? Beim Aufbauen aus Versehen falsch hingelegt. Nee. Achso, die Karte lag einfach nicht richtig drauf. Ah, und dann haben wir sie mit umgedreht beim... Ja. Gut. Ah, ich hab einen Mond. Ich baue doch die einfach mal for free, ich werde über Punkte gewinnen. Das finde ich gut. Ich baue das hier für ein Geld. Mhm, dann baue ich... Warte. Ich muss erstmal fertig machen. Das hier runterschieben. Zwei vorgehen, du verlierst zwei Geld. Okay, dann brauche ich das jetzt für zwei Geld und gebe nochmal zwei ab. Dann möchte ich für drei günstiger, also sprich für zwei Geld, das hier kaufen. Das war eine Aktion, ne? Mhm. So. Ich fühle mich hier doppelt im Boden zu Land. Aber ich habe eh keinen Fall. Also meine Zivilisation ist, glaube ich, schon zu Recht im Untergang geweiht. Das kann ich nicht beurteilen. Also. Jetzt muss ich rechnen. Ich bin nach meinem nächsten Zug blank. Ja, aber du hast, glaube ich, noch was gewonnen. Ja. Warte, ich muss kurz überlegen. Ich habe vielleicht im nächsten Zug gewonnen. Ich rechne kurz. Also wenn es noch vier Schritte gehen muss. Genau, es sind vier Schritte, die ich gehen muss. Ja, aber das kriegst du ja hin. Das sind zwei Geld. Ist immer gut, wenn man das vorrechnet. Natürlich müssen wir es eigentlich stumm machen, aber wir spielen ja auch vor. Das sind zwei Geld und das. Nee, die muss ich ja nicht bezahlen. Wenn ich das hier drunter schiebe, kostet mich das sechs Geld. Also dieses Ding zu bauen kostet mich sechs Geld. Und ich bin dann sofort nochmal dran. Geld ist einfach, sonst musst du immer merken, was du gerade hast. Habe ich jetzt Denare, Taler, Pistazien, nee, wie ist das? Peseten. Geld ist einfach absolut universell. Das ist, wenn andere Leute irgendwas, manche Leute sagen auch Euros dazu. Das finde ich immer sehr süß. Geld ist einfach absolut universal. Du musst dir merken, sind es Credits oder imperiale Einheiten oder was auch immer. Du hast Glück. Ich gewinne nicht nächste Runde. Das denkst du jetzt? Nee, es geht nicht. Ich habe nicht genug Geld. Okay. Ich habe auch nicht genug Geld, das ist das Problem. Außer, du deckst noch irgendwas Bestimmtes auf. Mhm. Also mir fehlt ein Geld, um in der nächsten Runde zu gewinnen. Also ich kaufe erstmal für vier das Ding hier und entsorge mal die Karte. Genau, das ist ja relativ egal. Tatsächlich. Dann wird die jetzt aufgedeckt? Stimmt. Ich krieg's nicht. Dann möchte ich gerne... für 6 Geld dieses Weltwunder bauen. 6 Geld? Naja, das sind halt 3 Geld und hier nochmal 3, die ich abgeben muss, sind 6. Dann baue ich das und jetzt ist die Frage, mit welcher Karte? Hiermit. Dann gehe ich hier 2 vor. Gut, dass ich mein Geld ausgegeben habe. Und bin ja nochmal dran. Mhm. Jetzt habe ich 3 Geld. Das kostet mich 2. Dafür müsste ich halt 4 ausgeben, wenn ich mich nicht verrechne. Ne, 3. 3 müsste ich dafür ausgeben. Das heißt, ich habe 2 Geld zu wenig an der Stelle. Ja, ich finde aber es nicht egal.
Also die andere Karte hätte ich einfach kaufen können. Die andere hätte ich mir auch nicht leisten können, wenn ich mich nicht verrechnet hatte. Da hatte ich, glaube ich, ein Geld zu wenig. Ja. Vielleicht zwei. Ja. Vier? Dann hätte ich vier Geld ausgeben müssen, immer noch drei. Fehlt ein Geld. Ja. Das ist der Unterschied. Ich werde stattdessen jetzt diese drei Geld ausgeben und Minerva kaufen und Minerva hier positionieren, um mir Optionen offen zu halten. Aber es wird schwierig, weil ich weiß nicht, was da noch in Militärkarten ist, wenn das jetzt entsprechend gezogen wird. Der Militärsieg ist vielleicht nicht mehr ganz möglich. Ah, ich brauche mein Geld. Weg damit. Wo hast denn du? Ach, du machst die dahin. Ich brauche schon einen Ablagestapel. Darf man diese Worte nicht teilen, sollte ich euch freigesetzt. Ja, mit der einen Karte hier, mit der darf man das. Ich verkaufe diese Karte für 4 Geld. Mhm. Kann ich irgendwas umsonst bauen? Nur ein Turm, ne? Aber natürlich nicht. Das blockt auch komplett, ne? Einfach weg dann. Das wird dann weggenommen, glaube ich, in dem Moment, wo du dich durchbewegen würdest. Selbst die kann ich mir nicht leisten. Wie doof. Also ich kaufe mal für 3 einfach die hier und gucke, was passiert. Dann, Gott sei Dank, kaufe ich für 4 Geld diese Karte, baue eine Karte kostenlos aus dem Ablagestapel, bewege mich 2 nach vorne. Ja, komm wieder vorbei. Ist also ich so, oh Gott, er hat das 4-Punkte-Reduzier-Ding? Das heißt, er hat genug Geld, er kann 7 Geld ausgeben, um die zu kaufen. Wenn er die kauft, bin ich am Arsch. Weil ich hätte aber sie dann nicht mehr kaufen können. Geld? Ich hätte genau 4 Geld. Und ich kostet dir nur 4. Mich kostet dir ja nur 4. Auf die 7 guckt. Deswegen hatte ich die ja da hingelegt. Und du hättest dir sogar eine Achterkarte leisten können mit dem minus 4 plus die 4 Geld, die du hattest. Richtig. Und wenn du die genommen hättest, hättest du dich zwar nicht zurückbewegt, aber die Karte wäre mir nicht mehr zur Verfügung genau, gewesen. Genau, es wäre dann nichts so unnötig. Also aber, da nochmal vorwegzukommen. Ja, die Sache ist nur die. Es hätte keine Möglichkeit mit dem Militär gegeben. Ich hätte es nicht mehr machen können. Wir sind in der zweiten Runde, Karl. Wir spielen dann noch eine. Ach so! Ja, ja. Ich dachte, wir sind im dritten Zeitalter. Nee, nee. Es wären noch mehr Militärkarten gekommen. Es wäre noch ein hartes Geschäft. Nee, ich dachte, wir wären. Es fühlte sich an wie das dritte. Zweit. Fühlte sich wie ein Endgame an. Aber das ist, ich mag das. Zwei Stück verloren. Ich kenne Leute, die mir schlecht Laune bekommen. Ich nicht. Wir spielen noch das dritte. Aber das lief jetzt auch einfach gut für mich. Und ich musste am Schluss darauf spekulieren, dass du übersiehst, diese Karte zu nehmen. Wobei du recht hast. Ich hätte ja noch mehr Chancen in der weiteren Runde gehabt. Aber du wärst im Spiel geblieben. Ich wäre im Spiel, ja, es wäre so ein Hauszugang gewesen. Gut, das war die, jetzt die Pantheon-Erweiterung, Götter-Erweiterung. Die ändert halt das Spiel schon so ein bisschen, weil man da Turns skippen kann. Das ist echt, das ist schon mächtig. Ich habe es nur einmal benutzt und es war schon ein sehr guter Effekt, weil ich konnte das Vorbewegen machen und das Blocken in einem Zug. Es gibt ja viel, worauf du achten musst. Ne? Du musst Militär im Auge behalten, furchtbar. Auf die grünen Sachen achten, gerade dass hier so liegt. Jetzt dann auch hier ein bisschen gucken. Weißt du, was der Unterschied war? Na? Also ich hatte ungefähr so viele Ressourcen wie immer, aber du ausnahmsweise auch war. deswegen hattest du dann auch, dann weißt du auch, warum man kein Geld hat. Dann muss man diesen Scheiß immer bezahlen. Okay. Ja gut, ne? Man hat dann Geld, das geht schnell wieder weg. Ja klar, die Erweiterung hat auch gerade den Spielsieg gebracht. Und mir die Niederlage quasi. Die Erweiterung macht ja auch gar nicht so viel. Ne? Die Erweiterung bringt das hier rein, das war's. Also das ist nicht so viel. Für Konnoisseure halt diesen Effekt, dass man dieses, okay, ich kann durchzählen, ich nehme die Karte, du nimmst die Karte, ich nehme die Karte, du nimmst die Karte. Das wird halt variabler, weil man an irgendeinem Zeitpunkt stattdessen eine Karte kaufen kann und plötzlich bleibt die gleiche Karte liegen, die der andere nicht will. Richtig. Das kann man auch noch einplanen, aber das ist halt jetzt völlig frei. Wer wann sagt, warum habe ich ein Handy gelegt? Weiß ich nicht. Nicht, dass das dann wichtig wäre. Ist immer geil, wenn man es anpiept und es dahinter sich liegt. Also übrigens auch ein Bluffspiel, weil ich sage so, mhm. Mhm. Gut, aber ich habe ja schon quasi nach Runde 1 gesagt, ohne Ressourcen ist nicht mein Spiel. Du baust halt gerne. Deswegen, ich eigentlich auch. Deswegen. Was ist da eigentlich passiert? Das war ja ganz seltsam. Ja, die Ressourcen lagen alle ganz oben. Und dann haben wir sie aber auch da nicht genommen offensichtlich, weil wir im zweiten Zeitalter ja trotzdem wenig Ressourcen hatten. Nur weil die andersrum liegen, müssen wir trotzdem was anders gemacht haben. Du hast welche verkauft. Das stimmt.
Die letzte, die. Und die es waren war vielleicht auch noch mit hier. Wir haben vielleicht viele rausgenommen. Ja. Da, da. Ja, drei Stück sind raus aus Seite 1. Ja. Gut, das kann dann schon mal anders laufen. Das sind ja auch nicht so viele Karten. Aber ich verrate euch, was Bernhard nur das Geheimnis zu angenehmen Let's Plays mit mir gefunden. Pantheon ist Beste, sagt Colin. Ah, ich mochte das andere jetzt auch schon. Das andere muss ich mir noch mal angucken. Das fühlte sich beim ersten Mal noch ein bisschen unrund an, aber vielleicht ist es einfach nur, weil die zweite Erweiterung gefühlt macht sie krassere Sachen. Und sie ist mehr gegeneinander, also mehr kaputt machen. Während Pantheon das Kriegen erweitert letzten Endes. Also das Bekommen. Kriegen ist ja doppeldeutig. So, wir werden jetzt Pantheon rausnehmen. Genau, nur mit Agora spielen. Wir lassen das gleich mal hier, denn sonst wird das tatsächlich auch relativ viel. Da bin ich mal nachher auf die Partie gespannt. Ich glaube, das ist dann schon wie Terraforming Mars mit oder ohne Aufruhr so ein bisschen. So. Klar, jetzt noch sagt, wie cool das sieht. Es gibt ein bisschen Referenz, weißt du, was ich meine? Ja. Wobei, das war ja gerade, wir haben ja die Götterkarten gleich zum Zugskippen genutzt, einfach nur um damit keinen Scheiß zu machen. Also dass das Variable macht, das haben wir schon gestern festgestellt, aber ich finde, dass die Verschwörungskarten, es ging ja um den Vergleich auch, oder? Wenn ich mich nicht ganz verirre, mit Agora, wo es ja hieß, Agora macht mehr vom selben vor allen Dingen, aber Agora mit den Verschwörungskarten macht doch auch schon viel. Und das gibt man jetzt nicht mit Züge, aber du kannst in deinem Zug eine extra Aktion machen. Richtig. Die sich halt nicht wirklich auf die Kartenlage auswirken muss, aber... Aber auch kann. Das kommt auch weg. Die Verschwörungseffekte waren ja schon alle recht mächtig. Das ist überhaupt... Das ist auch, wir haben noch nie so ein Spiel vor unserem Zeitalter beendet. Verrückt. Dann kommt das raus, das raus, das raus. Der Witz ist auch, wenn du das siehst, denkst du erstmal, oh, okay, das macht militärische Siege schwieriger. Mhm. Weil es ja ein Blocker ist. Ja, aber Moment. Funktioniert in beide Richtungen. Wir haben ihn bisher auch nur offensiv eingesetzt. Richtig. Ja. Die Erweiterungsdinger müssen noch raus. Achso, die raus. Weißt du was? Ich lasse die Rechnung hier raus. Auch ein nettes Weltwunder. Bringt aber auch nicht so unfassbar oft was. Wow. Das hier kann schon mächtig sein, wie wir gerade gesehen haben. Ja, ja. Und das, was dir 3 Punkte am Ende bringt oder so, ja. Das ist wie eine Provinz für Dominion. Ist geil zum Gewinner, aber im Spiel bringt dir gar nichts. Das, was dir 3 Punkte bringt? Hier gibt ja manche, bringen einfach auch noch Punkte, das ist auch kein toller dauerhafter Effekt. Das stimmt. Oh Gott, 9 Leute. Hat Ben 5 Gold abgelegt, bestimmt. Weiter benutzt. Du musst aber ein Stück zurück, oder? Ich hätte mir gerne noch jetzt die von gestern heute früh angeschaut. Hab Karl gestern gesagt, wie cool das tut. Du hast in der letzten Partie auch nicht so unfassbar viel verpasst, außer dass ich beinahe im ersten Zeitalter über Senatoren gewonnen hätte. Weil ich irgendwie alle Senatoren im ersten Zeitalter bekommen habe und es waren hauptsächlich Weiße. Und es hat dann knapp nicht funktioniert und danach war aus der gesamten Partie eigentlich die Luft raus. Weil wenn man Senatoren hat, aber hat man sonst nichts und dann hat sich das nur weiter in die andere Richtung verschoben und ich konnte da nicht wirklich was gegen machen. Und das war nicht so spannend. Warum mische ich das? Ich brauche erst noch die Erweiterungskarten. Hier ist die komplette Erweiterung drin. Ich habe das ja einfach mal. Das ist ein schönes, passen beide Erweiterungen locker in die Box vom Grundspiel und ich glaube, eine dritte wird auch noch anpassen. Dann ist es auch schon eng. Ich würde auch damit rechnen, dass noch eine dritte kommt. Da ist ja noch Platz. Ja, hier auch. So. Kommen davon welche raus oder sind alle im Spiel? Das sind alle im Spiel, ne? Die sind alle drin. Ja, Pantheon kanntest du wahrscheinlich auch einfach schon. Pantheon ist ja schon ein alter Hut. Oh, bei mir ist übrigens die Anzahl kaputt. Angeblich haben wir 0 Zuschauer, das glaube ich. Bei mir haben wir 57 plus die auf Twitch. Wir haben leider wieder keinen Twitch-Chat. Also Grüße an alle, die auf Twitch sind. Wir können leider gerade nicht mit euch reden. Hast ich werde irgendwann mal rausschmeißen. Ich mach, tu mir mal einen Gefallen. Stell doch mal bitte kurz Twitch ein. Also mach mal Twitch bitte auf. Achte auf dein Passwort. Wollt ihr ja Markus hat Dinger bekommen. Ups. Und dann werde ich ab und zu mal auf Twitch schauen. Ja drin. Achso, du meinst das. Dann kann ich einfach auf Twitch gucken, wenn jemand was schreibt. Das ist dann aber unregelmäßiger, weil ich das wahrscheinlich nicht die ganze Zeit offen habe. Aber das ist. Da brauchst du ja kein Passwort, da gehst du einfach auf und jetzt nicht Twitch.de, sondern Twitch.de. Stimmt, da kannst du einfach mit irgendwas reingehen, das ist wahr. Du hast die Tempel schon rausgenommen, sehe ich. Mhm. Jetzt kommen hiervon wieder 3 rein.
Also ja, ihr habt jetzt auch nicht ganz Agora tatsächlich gesehen. Es könnte auch noch die Gildenkarten sind. Vielen Dank. So, wo sieht man denn hier, wie viele Leute dazu gucken? Oh, danke, Ellen. Immer dieses, es sieht auf Tablets anders aus. Ach, wobei, ich kann das auch hier auflassen, sehe ich auch den ganzen Chat eigentlich. Ja. Die Frage ist bloß, wo sieht man hier die Zuschauerzahl von Twitch? Bei mir auf dem Computer ist das größer und da sind noch so Sachen drunter. Ist hier wahrscheinlich auch drunter. Ich kann bloß nicht. Ich kann nicht scrollen. Muss nur die Finger öffnen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Also ich habe heute geduscht. Heute war der Tag. War halt Sonntag. Heute war der Tag im Jahr. Im Januar wird geduscht. Früher, Frühjahrsputz. Jetzt bin ich auch im Gesicht heller. Ihr glaubt, das war ein Bart. mächtige Sachen, die wir lieben. Hast du ja nichts von der Erweiterung dazu gepackt? Doch, aber ist Zufall. Mhm. Ich würde gerne versuchen rauszukriegen, wie viele Leute direkt auf Twitch sind, aber es geht nicht. Es gibt auch bestimmte Twitch-App. Der In-App öffnen ist oben ein Knopf gewesen. Und weißt du, zu wem Twitch gehört? Twitch? Zum Curse Network? Nee, zu Amazon. Genau, weißt du, was deswegen auf dem Amazon-Tablet drauf ist? Die Twitch-App. Ja. Deswegen gibt's, du kriegst da immer solche Pakete, dann kannst du auf Amazon irgendwelche, die haben ja auch einen digitalen Spielestore, kriegst du dann irgendwelche Goodies oder irgendwelche Pakete für irgendwelche Spiele und so weiter freigeschaltet. Und aus dem Grund gibt es ja das Twitch Prime-Abo. Das ist ja genau deswegen da. So. Ah, muss man tatsächlich noch installieren, aber. Es sind noch keine drei, wobei ist ja egal, ne? Ich lege einfach aus, die letzten drei bleiben übrig. Richtig. Moment, ich bräuchte die Agora. Das ist die Agora-Karte, richtig? Ja. Das ist die und dahin ist die. Okay. Erste Zeitalter. Nur ein bisschen gespielt. Ich dachte, Ben kann mein Haus probieren. Ja, liebe Leute, wenn ihr im Chat seid, spielt. Wir haben jetzt auch mehr Züge im Spiel. Das ist doch aber länger, weil 5 Karten mehr sind. Weil die Senatoren dazukommen, deswegen sind es jetzt auch 3 statt 2. Wer jetzt hier diese Übersichtskarte sieht, ich weiß nicht, das werdet ihr nicht sehen können, aber hier sind Markierungen drauf, falls man mit Pantheon spielt, wo dann eben entsprechend die Pantheon-Symbole hinkommen. Jetzt habe ich natürlich auf die Karte geguckt. Wenn Mann, Frau, Duell hat, braucht man dann noch das Grundspiel? Okay. Du meinst das normale Server, wo das dann ist, ist nur für 2. Ich sollte vielleicht eine Reihe davon weglegen. Ja, hilft. Aber das könntest du, können wir das nicht auch mal so spielen? Aber ich glaube, das ist härter, oder? Wenn alles offen ist. Wenn alles offen ist, ist es härter. Das lebt ja schon was ganz schön hell, ne? Davon so weiter. Stell ruhig ein bisschen dunkler, dann hält der Akku auch besser. Wo sind denn. Kann sein, dass du. Das schneiden wir später raus. Was denn? Das bringt vielleicht nicht so viel, wenn keine Senatoren im Stapel sind. Die sollen wir reinnehmen, ja. Das, du hast einen Job. Ja, ich hatte den Job, Twitch aufzumachen. Wie war das? 5 Senatoren in Zeitalter 1? In jedem Zeitalter, nur im dritten sind es 3. Der Brettspiegel, genau. Brettspiegelblock. Ich bin leider gerade blind, ich kann euch nicht sagen. Kann nicht antworten. Dabei kommen bestimmt ganz viele Fragen. Karl! Karl! Karl, sag uns dies! Karl, sag uns das! Karl! Wo ist Markus? Karl! Warum musst du hier sein? Ich melde dich mit deinem Benutzernamen. Karl, warum kannst du nicht Markus sein? Ach, ich würde gerne mal wieder was mit Markus spielen. Das? Ich auch. Ich dachte, das wäre deine Donnerstagsverabredung. Nee, seine Samstagsverabredung. Samstag. Was ist. Crime Files mit Marie und Stefan spielen. Ah, ist Lisa heil angekommen? Ich glaube ja. Nicht, dass ich sowas erfahren würde. Keine Ahnung, wie mein Twitch-Passwort ist. Echt nicht? Du kommst in deinen Twitch-Account nicht rein? Dann gibt es ja eine Recovery-Funktion für. Die brauche ich nicht, ich brauche nur ein MacBook, wo alle Passwörter natürlich gespeichert sind. Das bringt natürlich auf dem Tablet dann nichts. Also, wenn ich dein MacBook gehackt kriege, finde ich eine Datei, in der ich.
Wenn du dann noch mein Fingerabdruck oder mein Masterpasswort hast, dann findest du eine Teilwahl. Dein Masterpasswort. So. Das müsste richtig sein. Also, Stichwort Ressourcen, ne? So für den Anfang. Mhm. So 1-11. Du hast dich doch gerade über ein ressourcensarmes Spiel zum Start geärgert, ne? Ja. Spannend. Guck dir die untere Reihe an. Ich finde Kai gut, würde ihn gegen niemanden tauschen. Cool, das ist ein Fan. Sehr gut. Mein absolutes Lieblingsspiel ist auf dem Tisch. Was ist denn da los? Ich wollte jetzt auch nicht. Warum kann Markus nicht Karl sein? Oh, der schätzt 50 Markus. Wenn du vor drei Karten nicht auf den Start nimmst, musst du darauf achten, dass in den unteren drei Karten keine Senatorenkarte drin ist. Das stimmt, hast du auch geachtet, ne? Ja. War Zufall. So. Also kann ich Markus wirklich, aber bei dir geht es nicht ausnahmsweise zu. Ich wollte keinen Vergleich, ehrlich gesagt, anstrengen. Ich wollte eigentlich dem Ausdruck verleihen, dass ich gerne mal wieder was mit Markus machen würde. Ich habe nicht auf meine Formulierung geachtet. Bitte nicht negativ auslegen. Tatsächlich würde ich Markus mir vorziehen. Ich liebe Markus trockenen Humor. Und ja, es kann manchmal im Montag mit Markus, egal an welchem Wochentag, ein bisschen vulgärer zugehen. Das liegt halt an dem Gast. Wenn man zuguckt. Also sprich an dir. Wenn man zuguckt, muss man das ja nicht riechen. Das meinte ich. Aber ich kenne wenige Leute mit einem derart wirklich furztrockenen Humor. Passt, glaube ich, an der Stelle dann gut. Und der ist sehr angenehm zum Schauen. Oh, guck mal, auf YouTube. Markus möchte gerne kommen. Ich glaube, du wählst als erstes aus. Und es ist... Oh! Das ist keins zum mit Turnskip. Also nochmal dran sein. Mhm. Das sind schon alle echt gut. Ich nehme mal das. Was war das? Aus dem Ablagestapel eins spielen ohne Kosten. Ja. Das ist natürlich viele Optionen, ne? Gerade wenn du zum Beispiel auch bei Grün, beim Wissenschaftssieg, wenn du irgendwas verkaufst... Du keine einzige Karte. Das glaube ich nicht. Kann ich ja selbst machen. Ich nehme jetzt zwei, ne? Ja. Das sind ja schon relativ wenig Ressourcen, die da liegen, ne? Aha. Warum willst du erwarten, dass jetzt ein paar mehr davon kommen? Und du darfst als erster aussuchen. Mhm. Ja, okay, ich also. Nee, ich darf als erster aussuchen. Ich probiere das auch mal aus. Also hast du gleich zwei. Nee. Oh, was ist denn das mit den neuen? Oh, ich habe gar nicht mit Doppelturns, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Doch, ein. Ich hätte dir das überlassen sollen, damit ich darüber, dass ich sagen kann, toll, du hast die bekommen und deswegen. Und was haben wir gestern? Achso, wir brauchen noch ein Command, ist Jocker da? Nee, ne? Ah, schade. Wir brauchen noch ein Command, das mich daran erinnert, Totes zu machen. Habe ich nämlich bei den ersten beiden Partien wieder vergessen, das habe ich nur was von Agora. Außerdem, was heißt, bei mir geht zivilisiert dazu? Ihr seht mich ja nur, wenn die Kamera an ist. Das hast du. Nee, Agora ist genau das, wo du gestern auch das Foto genau, gemacht hast. Genau, aber ich meine, man kann nie genug Fotos. Das ist ja auch das Neue. Was ist denn das hier? Stapel. Nee, so geht das nicht. Das ist jetzt auf dem Foto drauf. Toll. Kannst du es wieder hübsch machen? Bitte sehr. Dankeschön. Warum nicht gleich so? Übrigens, wer in. Klar, warum hast du den Aufbau nicht fertig? Was fehlt denn noch? Ach, nee, was fehlt denn? Ach ja, so, die ja, Dinger. Ja, machen wir. Ich nehme mal Silber heute. Nee. Nee, das wäre das 5 wert. Dann werde ich immer die falschen nehmen. Oh, das war bei unserer ersten Pendulum 2. Partie. Pendulum, wie gesagt, noch gewisse Schwächen. Ben hat dreimal irgendwie weiß war es, glaube ich. Es gab weiß, es gab kein Gelb, ne? Als Spielerfarbe, glaube ich. Es gab weiß. Also wir haben weiß und schwarz gespielt, das macht ja Sinn. Sehr unterschiedlich, sehr eindeutig bei einer Zwei-Spieler-Partie. Ben hat aber in seinen drei Pendulum-Partien davor immer weiß gespielt. Diesmal hatte ich weiß. Das führte dazu, dass wir dreimal von vorne angefangen haben, weil ich immer so, wo ist meine Figur hin? Oh, Ben, das war meine Figur. dann haben wir uns darauf geeinigt, dass Ben weiß nimmt. Und dann ging das auch. Aber das ist ja klar, weil es ist ein Spiel, in dem es dann in Echtzeit ein bisschen zack-zack gehen muss. Und dann machst du halt genau so einen Fehler häufiger. Richtig. Und ich kann, andersrum. Ja, ja. Und ich konnte darauf natürlich auch nicht achten, weil man ja gleichzeitig Sachen machen muss. Überhaupt nicht mehr Spiel. Sehr innovativ, glaube ich.
Hat, glaube ich, ich will jetzt nichts verraten, aber noch nicht so viele Votes bekommen beim innovativ sein. Naja, um viele Votes bei einem Community-Preis zu bekommen, muss man die Kategorie erfüllen und bekannt sein. Ja. Also. Aber kein Blumen. Also kennt viele mal Leute, von aber gehört, haben das viele aber gespielt haben das nicht so viele, glaube ich. Da war es damals viele. Weil sie viel davon gehört haben. Ja, und im Chat eigentlich auch so viele, glaube ich, auch so, ja, interessante Idee, aber nicht mein Ding. Ich glaube, zu Pendulum hast du ganz oft gehört, nicht mein Ding. So, ich spiele lieber ruhig oder so. Ich übrigens auch. Nee, Markus ist nicht Benz Markus. Benz Markus hat, glaube ich. Der hat kein Internet. Der hat, glaube ich. Also nur für PlayStation. Und da kann man, glaube ich, nicht schreiben. Der hat keinen YouTube-Account, glaube ich. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Du suchst aus, wer anfängt. Mhm. Also ich fange an. Ist das? Ich nehme mal. Gut. Ah, ey, Moment, ich fange an. Ach, das schon das. Mhm. Drauf oder drunter? Drunter. Warte, warte. Das kann man entscheiden. Ich dachte, das kommt automatisch drunter. Kannst du aussuchen. Was ist denn das? Ja, ist egal. Pass drunter. Bitte über Verscherbe. Ja, ja. Okay. Du hast was getan? Du hast dir die eine Ressource, die es gab, gesichert, ja? Der Kugelmann baut vor. Der Kugelmann baut vor. Lass uns mal. I need to think. Das ist jetzt schon gleich noch mal ein paar mehr Entscheidungen. Ja. Also es gibt jetzt noch die Senatoren, über die man überlegen muss, nimmt man sie. Da liegt auch eine Beschwörung. Ja, also Senatoren kosten immer so viel Geld, wie man, also zur kurzen Erklärung, kosten immer so viel Geld, wie man schon Senatoren in der Stadt hat. Das heißt, die erste 0, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Man kann dann immer, wenn man so einen Senator nimmt, je nachdem, wie viele von den blauen Gebäuden man in seiner Stadt hat, wenn man 0 bis 1 hat, kann man halt die Aktion einmal machen, bei 2 bis 3 zweimal, bei 4 plus dreimal und Aktion heißt entweder einen Marker hier reinlegen oder einen Marker verschieben. Wenn man alle Kammern kontrolliert, seht ihr gleich, da sind da über Marker drin, liegen von einem selbst, dann hat man das Spiel gewonnen, was Karl gestern fast nur eine 1 geschafft hätte. Ich konnte es nochmal abnehmen, konnte noch einen Sieg davontragen, wenn ich irgendwo eine Mehrheit habe, weil ich allein drin bin, dann kriege ich halt diesen Vorteil permanent, solange, also passiv einfach, solange ich da alleine drin bin, sobald jemand genauso viel hat, kommt der Marker wieder raus. Sobald man hier, wo was verdeckt, liegt, einen reinlegt, wird das Ding aufgedeckt. Und ja, deswegen werden blaue Karten jetzt auch ein bisschen mächtiger, weil sie nicht nur Punkte bringen, sondern auch mehr Möglichkeiten, hier irgendwas zu machen. Und auf den Karten steht immer drauf, ne, den hier würde man jetzt hier ins mittlere Viertel oder mittlere Drittel legen, den hier ins rechte und irgendwie anders ins linke. Das sind so Verschwörer, da bekommt man so Verschwörungskarten, die Karl gerade sich genommen hat. Da sind irgendwelche bösen Effekte drauf, die meistens die anderen hart betreffen, die ich immer vorbereitet hat, dann so ein Sonderzug. Genau, hier wissen wir einfach noch nicht, was für ein Effekt das ist. Das geht dann auch so in die Richtung. Genau. Aha, aha, aha. Ich nehme das für 0. Mhm. Und dann kann ich nämlich beliebig reinsetzen und gehe hier rein. Dann und ich nehme mal Ressourcis. Das überrascht mich sehr, dass du das jetzt nimmst. Ich gebe mal ein Geld aus. Das wird mich sehr, dass du es jetzt machst. Für diesen Senator. Und jetzt zähle ich ja, als ob ich zwei blaue Karten hätte. Das heißt, ich kann gleich zwei Sachen einsetzen. Mhm. Und ich gehe mal zuerst hier rein, weil ich wissen will, was das ist. Immer wenn man die Mehrheit bekommt. Ein Militärschritt. Genau, aber immer wenn man die Mehrheit erringt. Ja, wenn du sie verlierst, geht er wieder weg. Ach, dann geht er wieder weg. Ja. Ach ja, stimmt. Das ist ja kein einmaliges, das ist ja auch so ein quasi Dauereffekt. Ich verstehe. Ja, siehst du, das ist doch auch schön. Und dann habe ich ja noch einen. Mhm. Ich könnte aber auch was bewegen stattdessen. Na, vielleicht nicht. Und den muss ich aber auch in der Mitte einsetzen. Also entweder das hier stärker machen oder... Haben wir gelernt. Hier... Und schon konnte wieder keinen halben Senat, ich bin hart unter Zugzwang. Ist das so? Schon. Aber will ich den? Ich darf ja nur einen einsetzen dann.
Ich hole mir den mal, zack, gebe ich ein Geld aus. Null Geld. Dahin. Null Geld, weil es ja der erste, ich habe ja vorher noch keinen. Und dann darf ich einen hier hinlegen. Das war auch eine weise Entscheidung tatsächlich. Habe ich. Weil er für mich ja genau passig gewesen wäre. Ich hätte dann hier die zwei reingesetzt. Ja, schon. Dann hätte nur noch der eine gefehlt. Fast gewonnen. Das heißt, mich kosten Pyramiden immer eine Ressource weniger, ne? Richtig, also Weltwunder, ja. Ja, also. Dann möchte ich gern. Das ist auch meine Aktion, ne? Das kostet mich zwar nichts, aber. Ich gebe mal eins aus und hole mir. Ich löse erstmal das hier aus. Ich habe damit jetzt auch länger gewartet. Also, weil du letztes Mal sagst, so schnell wie möglich. Ja, ich glaube, es macht in dem Fall mehr Sinn, tatsächlich die Senatoren zu nehmen. Gib mir mal bitte alles aus der Schachtel. Das ist das, was zu der Erweiterung gehört, nehme ich mal an. Oh, ich habe ja eigentlich nichts, was. Das ist halt alles noch offen, ne? Gesetzgebung wäre jetzt auch nicht uninteressant. Du weißt ja, was Flo tun würde. Was Flo tun würde? Was ja. Anderes als beim letzten Mal. Richtig. Ich bin auch nicht Flo. da musst du alles Geld an mich geben, wenn du was kaufst? Ja. Gut, bist ja schon ganz gut aufgestellt, ne? Ja, da kommt schon ab und zu was zusammen. Ich arbeite daran, dass es weniger wird. Ich nehme mal das. Ich soll ja was, du hast gesagt, ich soll was anderes ausprobieren. Das da. Ah, so viel Zeit. Schauen wir mal, jetzt bist du hier. Dann bin ich aber immer noch dran. Wieso? Ja. Weil das ist ja vorher extra. Und ich habe mich natürlich für das Positive entschieden. Ich möchte bloß darauf hinweisen. Das ist sehr positiv für einen, ja. Ich glaube, ich finde Militär auch mal ganz interessant. Nee. Oh. Ich finde Militär doch nicht so interessant. Aber die andere kostet mich 3 Geld schon. Kann ich verkaufen. Für 2 Geld. Das lohnt sich auch nicht. Ach komm, was war der Geiz? Oh. Beide nicht schlecht. Ich nehme mal die. Was? Oh, ich habe echt keinen Blick. Die hätte ich natürlich auf jeden Fall genommen, ne? Und das ist auch so, ne? Ja, ist jetzt nicht. Wenn du das kannst, denke ich das auch. Okay, das war dann wirklich ein ruinöser Zug für mich. Auf eine freie Ressource verzichtet. Ja, und auf Geld. Genau, für eine Karte, die nicht so wichtig ist. Shit. Okay, wenn du das jetzt nicht gewinnst, kann ich dir auch wir nicht mehr helfen. Wir spielen halt, wie Oliver Kahn Champions League spielt. Also ein gewisses Niveau, Fehlervermeidungsspiel. Man gewinnt natürlich eigene Stärke, sondern nur durch Fehler der anderen. So ist es. Mein geschriebener Text ist so katastrophal, weil mein MacBook die E's hängen und meine Finger sind schneller. Warum waren das da so weit oben schon aufgedeckt? Also hier. Aber wir haben da hochgespielt. Du hast das gemacht? Nicht gesehen. Komplett nicht registriert. Das ist zu weit auseinander alles. Ich habe eine Karte gekauft. Cleverer. Du weißt genau, dass ich die nicht nehmen kann? Warum nicht? You can trash it. Ne, 3 Geld nur, ne? So, ich kann leider. Das kann ich Wunder bauen, das ist natürlich ziemlich nice. Kannst du jetzt schon Wunder bauen? Ja, ich kann Wunder bauen. Dann, weil das hier kann ich bauen. Ich habe. Das beides, ich habe das für ein Geld und ich habe ein Holz. Also baue ich das hier und kriege 12 Geld und bin nochmal dran. Das haben wir gelernt, soll man nicht so früh machen. Das hat sich in dem Moment aber sehr gut gelohnt. Mal gucken. Wieso kriegst du so, ach so, kriegst 12 Geld, okay. Und du musst es da nichts für abgeben. Nö, also ein Geld ist ja. Ja. An dich, genau, hier. Aber nur wir kaufen nur Ressourcen, das nicht. Will ich auch mal so eine Verschwörerin? Ah, aber nee. Was? Ich hab ja das hier. Ich weiß nicht, ja.
Das ist doch sehr gut. So, will ich jetzt sie oder will ich sie nicht? Das waren jetzt ja auch nur 12 Geld, ne? Ach komm, ich finde die ganz witzig. Ich nehme mal für... Nimmst du eine Verschwörungskarte? Nein, oder? Ich möchte eine Verschwörungskarte. Okay. Was macht die nochmal? Du bist übrigens dran. Mhm, ich muss das ja mal kurz prüfen. Ist beides gut. Also nicht das mal. Ist wirklich beides gut. Boah, ist dieses Holz. Ist wirklich beides nee, richtig. Ziegel hast du genommen, ne? Ja. Ich meine, guck dir das mal an. Da habe ich durchaus grundsätzlich darauf gewartet. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, die hier ist wichtiger. Und die hier. Also ich vertippe mich ständig beim Tim, weil ich auch einfach dann sofort also senden, anstatt das nochmal durchzulesen oder so. Was hast du jetzt gemacht? Du hast die genommen. Die Karte genommen. Ah, dann und ich habe was genommen, du bist dran. Das ist ja so unfassbar viel Geld. 12, ne? Ich hätte das mit dem Weltwunder und dann nochmal dran sein nehmen sollen, glaube ich. Ich nehme das. Das war for free, ne? Mhm. Ich nehme mal 4 Geld. Ne, 3. Dann baue ich mal das Ding hier. Meins. Ach, du bist doppelt dran. Mhm. Wieso bist du denn ständig doppelt dran? Diese Weltwunder sind zu krass. Das mit dem doppelt dran sein ist einfach zu heftig. Dafür hättest du auch schon die Ressourcen, ne? Sehr schön. Ich nehme mal sie und leg sie mal hier hin. Okay, ich bin jetzt voll darauf gegangen, nicht über Punkte zu gewinnen. Das war nicht gut. Ich hätte wahrscheinlich. Das habe ich gestern schon gelernt. Ja, aber über Punkte gewinnen schwierig. Haben wir einmal bisher gehabt. Ich habe ja schon wieder Ressourcen. Wir wissen noch gar nicht, wie das überhaupt ist. Noch besser ausleuchten. Marc, du bist auch sehr schön. Viel Geld und viel Ressourcen. Dann kannst du das große Bild besser beleuchten. Noch besser. Es ist schon, also hier knallen schon ein paar Lumen drauf. Weil das Schlimme ist, wenn ich dann noch mehr Licht drauf mache, dann kannst du das Licht aber kurz ein bisschen hochdrehen. Es könnte sein, dass es dann reflektiert. Ich habe vielleicht kein Geld. Ich weiß nicht. Das Licht höher drin. Ohne dich aus deinen Gedanken bringen zu können. Nur so 10%. So. Ja, du bist perfekt gleich sein. Also ich strahle jetzt auf hier, ich bin noch nicht gepudert. Oh, nichts davon bringt mir was. Punkt über Punkt gewinne ich nicht, weil ich nicht genug Ressourcen habe, um irgendwie ständig Gebäude zu bauen. Die sind sogar nur zwei davon. Eins und zwei. Du hast sogar genauso viele wie ich und trotzdem mehr Geld. Also, was geht hier denn ab? Wo sind denn meine Sachen geblieben? Was passiert? Okay, wie kann das sein? Wie kannst du 3 Karten mehr haben als ich? Du hast ein paar verkauft. Ich, ja. Nicht. Ich hab, was hab ich dir gesagt? Ich werde keine Karte verkaufen. Mhm. Musst du auch nicht. Aha! Was ich tue, ist das gut für dich. Besser? Hast du gemacht? Du bist dran, ich habe gerade verkauft. Mhm.
Kauf doch einfach mal. Wie gesagt, es ist egal, was ich mache. Ich habe auch keine Chance, an die Ressource zu kommen. Ich glaube, ich verkaufe diese Karte. Und dann müsste ich ja nichts bezahlen. Sehr gut. Also ich verkaufe es nicht, sondern ich schmeiße es hier drunter. Also du baust das Weltwunder. Baue das Weltwunder. Ich werde auch kein Ziel. Ich muss ein Geld für ein Ziegel abgeben. Kommt der denn auch an dich? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Geld, das normalerweise in die Bank bezahlt wird, das ist ja auch Geld an die Bank. Achso, was hast du? Aber das ist doch vollkommen unerheblich. Wieso? Na, weil du einfach quasi für alles die Ressourcen hast. Nee, ich muss der hierfür... Das gibt dir ja auch nochmal eine Zusatzressource. Genau, ich muss ja das quasi kaufen. Und du wirst den Stein auch noch geben. Aber wenn ich das Geld in die Bank gebe, muss ich es ja dir geben. Ich glaube ja, das ist jetzt mal ein Geld und ja. Ich habe es ja schon, also schon vor zwei Zügen gesehen, ich komme an dieses Ding auch nicht ran. Aber das möchte ich nicht. Wir machen, du hast ja Spionage. Spionage liegt natürlich im Dunkeln. Wir machen hier so einen kleinen Lockdown. Ich verkaufe die Karte für dein Geld. Ist egal. War das das erste oder das zweite Zeile? Das war das erste Zeile. Das war das erste? Ja. Das hat sich schon wieder das zweite angefühlt. Ja. Gut, dann bieten wir euch jetzt eine wunderschöne Show im zweiten Teil. Das ist wie gestern. Agora läuft. Nee, muss noch mischen. Vor allem sieht Ben ausgeruht aus als KLS-Taktik. Das ist immer entspannt. Gerade auf jeden Fall. Also es läuft wie gestern. Da war die Agora-Erweiterung auch. Da fühlte sich das nie irgendwie eng oder knapp an. Und das ist schon wieder so. Also bis hier schon noch wenn ich hier nicht aufpasse, habe ich ganz schnell verloren. Da will er mich jetzt nur reinquatschen und dann. Aber du musst ja nur aufpassen. Du hast ja alles andere in der Hand. Du musst ja nur aufpassen. Ja, nee. Das ist ja nicht so schwierig. Du hast die besten Steuerungsmöglichkeiten. Punkte habe auch ich noch keinen. Ich besitze eine Ressource. Offen und zwar 7 jetzt, ne? Du solltest mal eine helle. Das Problem bei einer hellen Decke wird sein, du würdest zum Beispiel den Senat nicht sehen. Nicht so gut jedenfalls. Eine helle Decke hat da immer deutlich weniger Kontraste. Ja. 2, 4, 6, 7. Und eine helle Decke sieht, also auch wenn natürlich schwarz immer schneller man da Flecken aufsieht, aber eine helle Decke sieht noch katastrophaler aus. Man kauft eigentlich auch weder schwarze noch weiße Autos. Ja. Deswegen ist das hier auch keine schwarze Decke rum. Du kriegst das schon so gesteuert, dass du kriegst. Und du hast ja ein paar Möglichkeiten, Sachen zu verschieben und so weiter. Du hast ja noch das eine offene Weltwunder, das du auch schon locker bauen kannst. Und wir haben 3 übrig. Wer fängt an? Das ist natürlich auf deiner Militärseite. Du suchst also aus, wer anfängt. Ich suche aus, wer anfängt. Diese Regel komme ich, finde ich, noch komisch. Das ist so, ne? Ich habe eine Steinressource, ich müsste dafür trotzdem 4 Geld ausgeben. Ja, brauchst du. Ich erlöse dich von dieser Qual, darüber nachzudenken. Ja, deck mal die da auf. Ja, und? Auch die kann ich mir quasi nicht leisten. Du hast 9 Geld, kannst du ja auch für alles leisten. Ja, dann ist das ist sofort weg, wenn ich die nehme. Die kostet mich 6 Geld. Trotzdem kannst du, ja, dann hast du immer noch 3 Geld über, kannst du auch noch leisten. Ja. Ich verkaufe die für 3 Geld. Ich habe nur von gebaut. Die könnte ich jetzt einfach so bauen. Aber man kommt ja nie mehr auf die 6 Ressourcen, ne? Also auf die 6 Wissenschaftskarten. Ich nehme mal die. Dann nehme ich mal die hier. Überrascht. Und kann jetzt immer noch nur einen platzieren. Und zwar nach hier wieder.
Oh, ein Verschwörer. Hast du hier eigentlich mal dran gedacht? Null. Ich auch nicht. Das war immer so viel Geld, wenn der andere das baut, ne? Oh, stimmt. Das heißt, ich hätte 2 Geld bekommen. Mhm. Ich hätte auch. Nee, warte, du bist Bronze. Nee. Ich sitze ja in Grün. Grünes habe ich nur einmal gebaut. Ich weiß nicht, ob das davor. Das war, glaube ich, danach. Da habe ich ein Geld mehr. Und das hast du gerade erst gemacht. Ja. Das war egal, weil du eh nie was bezahlt hast. Das ist auch scheißegal. Hier, nimm doch eine Ressource. Ressourcen finde ich gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Ich baue mal mit ihr das Wunder hier. Der Gag ist auch, dass ich machen kann, was ich will. Und dann kann ich... Wieso kommst du eigentlich an jeden einzelnen Senator ran? Hier einen Marker hinlegen. Und das nennt man einen schlechten Aufbau, also für einen persönlichen. Und einen verschieben. Das sind grüne, ne? Ressourcenkarten. Wie und einen verschieben. Achso, weil das Wunder gebaut ja. ist. Grün sind die Wissenschaftskarten. Ressourcen sind braun. Dann schiebe ich den nochmal hier rüber. Jetzt, ob ich das sehen will. Da. Ich spiele die ganze Zeit mit Handicap. Du hättest am Anfang einsetzen können. Ich lege den einfach nochmal da dazu. Und ich verkaufe die für viel Geld. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Wunder bauen, auf Punkte spielen. Ich habe keine Ressourcen, um Wunder zu bauen. Boah. Auf Punkte spielen hat sich auch schon voll. Also geht ja so wie meine letzten Partie. Also ich kann sie auch nicht mehr ein Spiel aufbauen. Jetzt kann ich natürlich die Karten nicht mehr für. Du bist halt auch, also du kommst ja immer an jeden Senator gefühlt. Ich hoffe. Ich baue doch einfach mal das hier. Das ist immer ein Punkt. Wir spielen ja noch ein Zeitalter da. Ich glaube nicht. Das wirst du ja wohl hoffentlich irgendwie. Was jetzt? Ich schaukel das irgendwie nach Hause. Pizza. Militärsieg ist nicht mehr drin. Für den Stream ist dunkel schon ganz gut. Ich habe es selbst noch nie getestet. Vorsicht, kann sein, dass Bens Tischplatte eine Platte war. Bei Karl Annika kann ich die Spielfläche auch für schöner Rüstung. Das ist früher heute ein Holztisch, glaube ich. Ja. Hier die Platte, da habe ich immer gefragt, wo ich diese tolle Terraforming Master an einem neuen Tisch Playmater habe. Oh, ich habe ja was mit Doppelt dran sein. Sehe ich jetzt erst. Hätte ich am Anfang das mit Doppelt dran sein genommen, hätte ich vielleicht mich auch konzentriert, das zu bauen, aber hatte ich auch nicht. Ich nehme mal das, um dieses Weltwunder zu bauen. Das kostet mich. Habe ich. Guck, und schon kommst du an den Senator an. Ja, nee. Klar. Ja, dafür gehe ich jetzt alles Geld aus. Das kostet was? 4 Geld. Das kostet 1 Geld. Dann 3 Geld für das da drüber. Und nochmal 3 Geld für das andere. Und schon schmilzt es dahin. Stimmt, sind nur noch. Dann könnte ich 20? Jetzt 25? Dann könnte ich jetzt eine Verschwörungskarte spielen, die ich nicht habe. Das verfällt also. Dann kriegst du 6 Geld wieder, euer. Kriege ich 6 Geld wieder, dann bin ich nochmal dran. Dann nehme ich diesen Senator und muss dafür 2 Geld bezahlen. Kann jetzt. Ein Geld, oder? Ich denke, die zählen alle zusammen. Ah, du hast nicht Wände angelegt. Und darf jetzt einen einsetzen. Mhm. Ja. Ein. Siehst du, hätte ich mal blaue Karten gebaut, wa? Hätte ich ja. Hätte ich es mir nicht leisten können, wirklich. Nein. Ach so, ist nur Mitte, ne? Erstmal ein Zinklich. Habt ihr mit gerechnet? Die Mitte ist vollkommen irrelevant. Nein. Egal. Hier. Du bist. Aha. Kostet aber auch, ne? Ich kaufe den mal für 2. Jetzt habe ich ja 3. Das heißt, ich darf das nur 2 mal machen. Wie doof. Dann gehe ich einmal hier hin und einmal da.
Du bist. Hm. Das ist natürlich clever. Dann kommst du weit halt an die Mitte ran. Ich hoffe mal das Ding hier. Und dann muss ich ja dich hier nehmen. Die Dinger sind ja auch. Na, mal gucken. Ich hinten raus gar nicht mehr so viel, ne? Der bringt mir doch auch gar nichts. Nicht so viel, Gott sei Dank. Ich glaube, ich verkaufe den mal für 3 Geld. Wow. Ich brauche nicht mal mehr die Senatoren. Ich nehme mir die ganze. Nicht. Ne, ich habe mir jetzt noch 4 Geld, glaube ich, genommen, oder? Es sieht auf jeden Fall danach aus. Ich mache mal einen Punkt über Geld. Der kostet jetzt schon 4, ne? Und bringt mir gar nicht so viel tatsächlich. Ich kaufe den mal für 4. Und. Wieso setzt du 2? Achso, weil du das da hast. Mhm. Oh, du kannst sogar über die Senatsmehrheit noch relativ weit gewinnen. Mal gucken. Du bist. Also Stefan als Doktor in Mathematik sagt, das Ende ist auf bei, also wo da steht irgendwo, was Ende definiert ist bei Rock'n'Roll. Das ist auch in der englischen Anleitung nicht definiert. Das ist ja fast egal alles. Was brauchen wir denn gleich noch? Du brauchst doch alles Geld, ne? Kommt nicht fort damit. Oh, wir haben die natürlich auf die Aussortierten geschmissen, das ist natürlich super. Wieso kriegen wir rein, wo? Hier, na, zum Beispiel. Du hast auch noch eine Ver-, nee, du hast keine Verdeckt-Verschwörungskarte. Die hast du ja schon benutzt für Dings. Nicht, dass du das irgendwie schon mal wieder benötigt hättest, oder? Nein. Hä? Hast du nicht mal einen Senator verkauft? Abgeworfen. Ja, nee, du hast ein Wunder mitgebaut. Okay, auch das lohnt sich nicht. Kann ich Militärstärke für Geld kaufen? Ja, nächste Erweiterung vielleicht. In der Armada-Erweiterung. Und man hat so ein kleines Planschbecken dabei und hat da so Schiffchen drin. Viel Geld aus und. Also klar, es ist tatsächlich auch. Ne? Also, ich habe auch nicht so viele Punkte liegen. Das ist. Das ist mir durchaus aufgefallen. Noch durchaus alles drin. Ich gehe hier 2 vor. Mhm. Und dann sind wir wieder in der Mitte. Richtig. Der Militärsieg ist noch drin. Brauche ich denn noch mehr Holz? Ich glaube nicht. Aber ich kaufe mir einfach mal die hier. Ich habe diese Ressourcen überhaupt nicht. Mhm. Ich kann es für 5 Geld bauen. So. Wenn ich mich nicht total vertue. Ich kann aber nur noch ein Wunder bauen, ne? Ja. Nächste Woche Dienstag. Erinnere mich nochmal dran. Ich baue das mal. Aber die ganzen Gildenkarten dürfen dir doch viel mehr bringen als mir. Die sind, glaube ich, auch noch. Ne, die Gildenkarten sind ja unabhängig. Sind da auch die 2 und 3 dabei, die wir rausgesucht haben? Nee, die lagen da drauf, aber. Wo sind da die 2 und 3? Das weiß ich auch nicht. Aber hier liegen die 1. Ich hätte die weiter zur Seite gepackt. Da sind die Gildenkarten. Ich fürchte fast. Sind da 2 und 3 dabei?
Das sind eine Menge Zweier, das sind natürlich so viele. Nee, ich habe ja eine Menge Zweier verkauft. Das stimmt, also. Das müssen ja trotzdem die anderen irgendwo sein. Richtig, aber in die Dreier können, ja gar nicht können noch sein. Nicht, das heißt, es sind drei Zweier dabei. Ich muss einfach die Zweier, sucht der Dreifen raus. Ja, wie willst du das sonst machen? Sie einfach mit drin lassen, würde mich nicht stören. Jetzt nehme ich natürlich die raus, die ich wahrscheinlich haben wollte. Möglich. Wobei, für die gibt es alle einen Ersatz hier drin, glaube ich. Ich kann das ja jetzt kostenfrei bauen, ne? Hallo McFly, wo warst du? Wir haben auf dich gewartet hier, extra dein Spiel gespielt. Und sowas habe ich gerechnet. Leider habe ich keinen nochmal dran sein. Ich glaube, drei Holz sind genug, oder? Drei Holz? Ja. Vielleicht. So, es bleibt spannend. Jetzt kommt... Ja, es ist ein bisschen schade, dass bei Dark Throne nicht gleich Adventure dabei ist, aber... Das habe ich immer, also ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Das ist ja eigentlich so ein ziemliches Würfelding, also ist ja Kniffel, ja, kompliziert gewesen. Also ganz platt gesagt. Den Kniffel. Ja. Ich kann mir das als Kurve noch nicht hundertprozentig vorstellen. Andererseits im normalen Rollenspiel würfelt man auch, aber man würfelt keine Straßen oder sowas. Das war jetzt für Agora, ne? Oder? Ja, jetzt nein, einfach das ist das Zeitalter. Genau. Weil wenn es Sternchen sind, ist es dritte Erweiterung. Wenn es Symbole sind, ist es die erste Erweiterung. So. Stimmt, da ist jetzt das Loch gefüllt, ne? Genau. Jetzt kommen fünf Verdeckte hier hin. Oh, ich sehe gerade, dass du so gut wie über den Senat gewonnen hast. Fehlt noch ein bisschen was. Nee. Du brauchst nur noch eine Senatskarte. Das täuscht. So geht es. Gut, ich fange mal an. Wieso darfst du das aussuchen? Weil das ist so unfair. Du liegst eindeutig nicht hinten. Ich bin ziemlich hinten militärisch. Also ich bin die Auswahl für die erste Runde finde ich immer noch spannend. Das ist so, du bist hinten, du hast eigentlich nur eine Chance über den Militärtrepp vielleicht noch was zu machen und du gibst dem anderen damit die Option anzufangen. Ist doch gut. Sonst fängt er an, sagt er, die Militärkarte ist automatisch verloren. Das macht schon Sinn, dass das so ist. Aber es ist so ein bisschen schon... Du liegst ja trotzdem hinten. Militär heißt ja nicht, dass du vorne liegst. Ja, aber ne, ich meine, wenn da jetzt eine Dreierkarte liegen würde, ich wäre da und du würdest automatisch anfangen. Das macht schon Sinn. Punkte während des Spiels tracken wäre halt so umständlich. Aber so führt halt zum genauen Gegenteil. Ah, bitte. Das ist auch farblich für mich so krass. Das ist ein Senator, das ist einer, das ist einer. Das sind noch alle drei, die es gibt, ne? Das sind die farblosen Karten quasi. Naja, nee, aber das ist eine andere Farbe. Das ist, wenn wir zwei verschiedene Farben. Das ist für einen Farbenblinden sehr verwirrend. Das hier? Ist das nicht unterschiedlich hell und dunkel? Ja, aber es ist halt so wuselig. Magst du lieber, wenn es einheitlich ist? Ach so, ja, aber das sind halt die Gildenkarten, ne? Die soll man ja wahrscheinlich wissen. Da ist auch das Bild anders tatsächlich, wenn du hinguckst. Ja. Hier ist so ein Kapitolartiges und das ist irgendwie, keine Ahnung, was anderes. Ich überlege gerade, welche dieser Karten ich verkaufe. Willst du den Geldsieg machen? Keine Ahnung, ob das geht, aber dann hätte ich wahrscheinlich das hier gar nicht erst bauen sollen. Wobei das sind drei Punkte, das ausgegebene Geld, das wird schon ziemlich genau hinkommen. Nee, ich muss doch jetzt eigentlich darauf bauen, ich muss ja Senatoren kriegen, ansonsten gewinnst du einfach über den Senator, nicht über Punkte. Also Punkte habe ich bisher 6 oder so, punktemäßig bist du weit vorne. Das stimmt nicht. Natürlich, guck mal, wie viele Punkte du da hast, guck mal, wie viele Punkte du auf deinen Wundern hast. Das meinst du. Und aber du ansonsten hast doch auch... Hier, nee, ich habe 6 Punkte. Ich bin da nicht weit vorne. Ich habe 6 Punkte. Und die sind, 10 sind 13 Punkte. Das hast du schon fast alleine. Okay, also ich hab 3, ich habe 6 Punkte. Plus dein Geld. Und dafür habe ich noch ein bisschen mehr Geld. Aber das ist auch 3 pro, das ist gerade ungefähr gleich. Genau. Das ist gerade ungefähr gleich. Und du kannst das Vorteil umdrehen, damit du nicht denkst, dass du es noch bauen kannst. Nee, ich will das noch bauen. Okay. Aber du kannst mir nicht verbieten, die Pyramiden zu bauen. Doch. Nein. Wir denken hier mal auf. Ich kann es gerne umdrehen. Oh. Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied im Bild? Der Unterschied ist, dass ich jetzt das hier kaufe. Die Pyramiden sind halt die Rückseite von allen Weltwundern. Das heißt, wenn ich die Pyramiden umdrehe, habe ich das gleiche Artwork. Ich platziere einen Senator. Warum bewegst du dich da so weit? Ich habe 3 erkannt. Ach, das wurde gerade aufgedeckt, oder was? Schön.
Oh, stimmt. Ich habe, glaube ich, das Geld nicht bekommen, als du mal Karte gekauft hast. Das bin ich, ne? Das sind rote, ne? Da kriege ich jetzt 3 Geld für? Ich glaube, nee, die habe ich aus dem Ablagestapel gesucht. Ich weiß nicht, ob das dann auch als Gebot gilt. Das ist eine gute Frage. Hast du, weiß nicht, stimmt. Aber ich hätte, glaube ich, auch mal für eine grüne Geld gekriegt. Haben ich weiß es aber nicht mehr genau. Haben wir dafür abgezogen? Ich glaube, ich weiß es nicht. Du hast mich da rausgesetzt. Ja, da gehe ich davon aus, dass du alles drauf geachtet. Ich nicht. Ich bin dran, ne? Ja. Wenn ich das jetzt mache, nimmst du den Senator, hast du gewonnen. Mit dir gewinne ich auf gar keinen Fall. Aber so gut wie. Ja, aber also bringt dich noch näher ran. Das ja, aber... Diese Verschwörerkarten sind gut. Wie hast du das letzte Mal eigentlich so viele Verschwörerkarten bekommen? Wenn man von oben auf das Bild guckt, sieht das schon sehr wuselig aus. War das einfach für alle im Spiel? Nee, von dem, der die meisten hat. Von dem, der die meisten hat. Also lohnt sich das nicht. Und zwar hier jeweils 2 Gegenstände. 3 Geld und so kriegst du 5 Geld. Schon besser. Wer weiß, was hier wissenschaftlich noch kommt. Oh, der Sieg ist... ich glaube, der ist nicht mehr möglich. Das ist ja Nummer 4. Ja, aber es fehlt was aus dem vorherigen Zeitalter. Ach, ich schon noch irgendwie. Und das andere, das grüne Ding, kannst du aber noch kriegen. Nee, kannst du nicht, weil es nicht ausliegt. Gab es das nicht auch hier? Hier war auch nochmal eine Waage dran. Hast du gleich mal jetzt mal. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich die Waage, weil das ja auch das Außensymbol genau. Da ist. Keine Leide gerade. Nein. Ich verkaufe diese Karte für 5 Geld. Das sind welche Karten? Gilde der Wissenschaftler, also die Grünen. Ich nehme tatsächlich einfach mal das Studierzimmer. Karls Ziel ist es einfach, alles Geld in diesem Spiel. Und dann zu sagen, da spiele gar nicht noch Geldtoken. Ich fände gerade so 10er oder 12er gut. Ich habe alle 6er. Welche Karte möchtest du jetzt verkaufen? Was ist das? Für den, der die meisten Grünen hat. Mhm. 1, 2, 3, 4. Da kriegst du ja viele Punkte mit. Es tut mir leid, Leute, die dieses Spiel können, schlagen bestimmt die Hände über den Kopf zusammen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich kaufe mal diese Karte, falls du doch über Punkte gewinnen musst, ich nochmal rankommen, glaube ich, weil du machst ja gerade mega viele Punkte. Ich mache 1,5 Punkte pro Karte. Genau, deswegen waren die 7 Punkte ganz gut, dann habe ich 5 Züge von dir wieder aufgewertet. Genau. Leute, freut euch, gleich kommt die Epic-Partie. Und jetzt muss ich dir wieder auch den, also, ne, also... Ich wusste, dass ich nicht an den Senator komme. Ich habe alles dafür gegeben. Ja. Doppelzug habe ich nicht. Das Gute ist, im Pantheon hat man da noch mehr Möglichkeiten. Guten Abend, hallo. Was ist übrig? Was ist das? Das sind eigentlich graue Karten, ne? Das lohnt sich auch so gar nicht. Die hier. Die sind mal gefühlt so. Obwohl 3 Punkte, 3 Geld und 6. Ich hätte aber da würdest du jetzt 6 Geld für bekommen, ne? Nein, jetzt nur bei dir, da würdest du sogar. Du hast sie gar nicht, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich hätte jede Menge Geld aus. Doch, ich hätte 2 für 2 Geld kann ich kaufen. Also ich habe eigentlich alle Ressourcen tatsächlich, fast alle Ressourcen relativ günstig. Also jetzt hast du auf jeden Fall alle Ressourcen da, ja. Aber gab jetzt auch noch nicht so tolle Sachen zu bauen. Gut, mein Problem ist nur, dass ich natürlich mit dem da gar nichts anfangen kann. Das ist echt krass. Weil der wird mich ja 5 Geld kosten. Und dann kann ich mir anderen nicht mehr kaufen. Mhm. Deswegen. Jetzt habe ich das Weltwunder schon gebaut, jetzt muss ich es auch nicht mehr machen. Es bleibt aber auch dabei, ne? Also ich kann jetzt die oder die Karte was mitmachen. Mhm. Dann, wenn ich das mache, werden die aufgedeckt, dann sind das 3. Ansonsten, wenn ich die nehme, nimmst du die, dann kommen die beiden, dann nehme ich das, dann wäre ich dran. Wenn ich die nehme, werden die beiden aufgedeckt. Du hast jetzt voll selbst in der Hand. Dann könntest du eine von den 3 nehmen, ich die andere und dann du die. Ich muss die nehmen. Also mir bleibt nichts anderes übrig, als die zu nehmen. Weil dann musst du die nehmen
dann kann ich die nehmen und dann musst du die nehmen. Auf anderen Wegen wäre es andersrum. Würdest du dann kriegen, hast aber noch nicht gewonnen. Genau, damit entfernst du mir halt Senatoren und setzt rein. Ja. Es läuft, es läuft. Ich will dich noch ärgerlich. Ich wüsste nicht wie. Ich auch nicht, das macht es noch ärgerlicher, wenn es passiert. Ist ja das Schlimme. Ich wüsste echt nicht wie. Ich habe noch nicht mal diese Amphore. Da hätte ich jetzt wenigstens für die Karte 3 Geld bekommen und für zukünftige mehr Geld. Ich finde das so krass cool, dass ich gerne irgendwann mal, sobald der Lockdown vorbei ist und bevorzugt auch, wenn ich in einer neuen Wohnung bin, dann kann ich jedes Wochenende Spielewochenende machen tatsächlich. Wir haben gleich kein Geld mehr. Aber aha. Dann hole ich mir mal 8 Geld. Das ist jetzt natürlich das Teil, das für mich mega teuer ist. Das ist eine Teil, das mich einfach quasi alles Geld kosten würde. Nee. Naja, ich habe einen Stein und für die 2 Steine muss ich ja jeweils 3 bezahlen. Würdest du dich mehr als 21 Geld kosten? Sind 6. Oder würdest du dich 21 Geld kosten? Ich muss mal kurz rechnen. Davon hast du 2, sind nochmal 8. Also ich müsste hier für 14 Geld ausgeben, für 7 Punkte. Ist die bessere Rate. Also muss ich das wohl machen. Ist die bessere Rate. Mhm. 14. 12. Und dann noch so. Jetzt habe ich wenigstens noch wieder 6, die ich wieder nehmen kann. Du bist dran. Dann habe ich gewonnen, oder? Wieso hast du gewonnen? Ich kaufe die. Achso, hast jetzt die Mehrheit im Senat geschafft, ja? Dann gebe ich hier 8 raus. Weil du den entfernst. Entferne ich den und setze... Nee, wieso setzt du auch noch einen ein? Du entfernst einen und du bewegst einen. Ach, ich bewege einen. Dann habe ich nicht gewonnen. Warte, warte, leg den mal hin. Wer hast du da denn weggenommen? Achso. Genau, weil dann habe ich nicht gewonnen. Oh, ein Ärger. Das ist, ja. Erstmal kriege ich dafür 3 Geld. Zack, Cashback. Ja, nee, der kommt 1, 2, 3 trotzdem dahin. Das kommt dahin. Dann entferne ich den und bewege den. Ich komme auch nicht an die Militär. Gewonnen. Weil du. Ich habe hier einen entfernt und den hier rüber bewegt. Ja. Sehr gut. Jetzt vorbei. Ich bleibe dabei. Die Erweiterung gefällt mir nicht. Du warst zwar verloren. Nee, also auch weil. Also wir haben jetzt schon einige Partien gespielt. Mhm. Die meisten haben Spaß gemacht. Beide mit der Erweiterung nicht. In 50% der Fälle hier. Also. Ich hatte da jetzt durchaus auch Spaß. Einfach schön aufgebaut. Lief halt besser als die erste Partie. Also das ist auch ganz komisch, weil ich hatte beim ersten Spiel sogar mehr von den Senatoren genommen. Diesmal hatte ich ja sogar nur 2 in Anführungszeichen. Ja, wir machen fast keine Verschwörung. Und du hattest eigentlich genauso viele Senatoren, aber aus irgendeinem Grund viel mehr. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich muss irgendwelche Riesenfehler gemacht haben. Keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall keine Ressourcen und nichts. Du hast so viele Karten verkauft. Was ist, ja. Und die Ressourcen waren ja nicht zugänglich. Ich habe letztes Mal über die Ressourcen ganz oben, weil das war schon ein bisschen cool. Und die Ressourcen nicht mal drin. Das eine Holz habe ich auch übersehen, tatsächlich da oben. Als Kind habe ich Hermann Föhl gelegt. Wo ist der denn? Das Haar klang gerade wie aus dem Weg, du Lump. Gibt es eigentlich noch ein Fazit zu den beiden Erweiterungen, ob sich eurer Meinung nach lohnt? Also, man muss auch vorsichtig sein. Ich weiß, die Frage stellt sich immer gerne sofort, gerade wenn wir es live spielen. Unmittelbar nach einer Partie ist der schlechteste Zeitpunkt, um so eine Art Vorab-Fazit zu geben. Da muss man echt vorsichtig sein. Weil meistens denkt man nochmal ein bisschen drüber nach über das Spiel, analysiert ein bisschen, auch mit einer gewissen Distanz eventuell, und kommt dann auf andere Schlüsse und hat auch objektivere Schlüsse, die man zieht, als direkt nach einer Partie. Also Kyoto-Protokoll ist da zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel. Das hat mir so beim Spielen so wirklich so wirr. Und ich müsste es auch immer noch nicht zwingend widerspielen, dass ich aber daran sich Beatspiele allgemein nicht so toll finde. Aber für ein Beatspiel war es eine richtig runde Sache. Aber und das habe ich aber erst mit mehr Vielleicht würdest du Beatspiele auch toller finden, wenn du sie mehr als ein oder zweimal spielen würdest. Weil Sam Wonders, wenn der Reiner erst mit dir aufgehört, hättest du auch gesagt, kack, Spiel brauche ich nicht. Das fandst du da auch das gar nicht geil. Nicht. Du fandest, ja, nach der ersten Partie fandst du schon echt nicht gut. So, dass du gesagt hast, die zweite noch, aber war es jetzt erstmal so, ja, fremdgesteuert und so, das war schon so ein bisschen... Viele Zwänge. Also ich hatte jetzt hier bei dieser, das ist jetzt die 6. Partie gewesen, ich hatte schon wieder, klar, ich muss am Anfang einen Fehler gemacht haben, 3-2, aber ich hatte, ne? Das Gefühl, kein... Nee, 3-3. Ich hatte aber das Gefühl, nachdem ich kaum Ressourcen am Anfang hatte, du viel Zeug hattest, dann habe ich noch hier diese grüne Marke, die ein bisschen mehr Aufwand gekostet hat. Ja, die, wo ich keine Ressourcen hatte, ging auch noch hinten los, aber ich weiß jetzt an den fehlenden Ressourcen. Also ich hätte vielleicht hart nachdenken und es durchrechnen können oder ich konnte einfach Geld nehmen. Das war in dem Fall sinniger, glaube ich. Ich meine, das sind ja auch jedes Mal 1,5 Punkte dann gewesen. Ich beschwere mich nicht darüber, dass ich gewonnen habe.
Nachdem ich heute schon mit einer klaren Niederlage gerechnet habe, nachdem Karl bestimmt gestern Nacht ganz viel Strategie-Guides gelesen hat. Ich bin ins Bett gegangen. Strategie-Guides? War ja auch schon recht früh. Ich lese mich zum Spiel nie Strategie-Guides durch. Das Einzige, was ich gerade mal googeln wollte, ist, ob... jetzt muss ich mir wahrscheinlich auch anhören, dass die gar nicht ungebalanced ist, weil ich habe ja damit verloren. Die ist wirklich, aber dass ich auch das hier, das hätte mich natürlich gleich am Anfang noch weiter vorne gemacht. Ich habe einfach vergessen, die Marke dahin zu legen. Richtig. Das wäre natürlich... Ich habe ganz anders gespielt, wenn ich das richtig einsetze. Also vielleicht steige ich auch nicht in diesen Ton. Man braucht sie irgendwie, weil sonst verliert man. Aber wenn ich sie nehme, habe ich das Gefühl, ich mache sonst nichts. Ist das nee, ich würde sie ja erstmal nicht als Gewinn, sondern ich würde erstmal gucken, welche Vorteile kriege ich. Sind die sinnvoll für mich? Und dass man dann auch darüber gewinnen kann, ist ja ganz schön. Aber das ist halt so das Extra, dass man so im Augenwinkel im Hinterkopf behalten soll und dann versuchen soll, zum richtigen Zeitpunkt. Man muss ja welche nehmen, weil man sonst verliert, habe ich gesagt. Nicht, weil man gewinnt, sondern man muss sie ja nehmen, weil man ja sonst gut, verliert. Gut, das ist ja bei Militärsachen auch so. Die musst richtig. Du auch nehmen. Und die Kultursachen musst du auch nehmen, sonst verlierst du. Aber das ist ja jetzt bei vier. Vielleicht ist es, weil ich die Kombination aus beiden habe dann. Ich habe ja auch eine Militärkarte genommen und dann hatte ich. Ja, drei Karten so aus dem ersten Zeitalter, ja ich weiß das nicht. Das ist ja auch schon ganz gut gemacht, dass hier Militär wieder den... Das gibt ja Punkte, das gibt diese Extras. Auf jeden Fall hatte ich nach dem ersten Zeitalter keine Engine. Und das hat sich gerechnet. Die hat sich bei mir Gott sei Dank recht gut aufgebaut. So Leute, jetzt kommt das große, epische Ding bei der Erweiterung ein. Das wird grandios, ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Hättest du nicht auch, also du hättest ja dann auch hier rüber demnächst gewonnen. Wäre nicht. Also hier reingehen, eins vor, diese Karte hättest du ja auf jeden Fall gekriegt, weil ich hätte die nehmen müssen. Ja, du hättest sowieso gewonnen. In der nächsten, mit der nächsten Option. Ja, das ist also gut, über Politik zu gewinnen. Wo sind deine Weltwunder? Wer von euch weiß, was die Agora ist? Die Agora ist der Platz des öffentlichen Lebens in einer griechischen Metropolis. Das haben wir auch nicht vorhin nachgeguckt. Nein, Polis. Nicht Metropolis. Es gibt in diesem Spiel keine absolute Gewinnstrategie. Das ist richtig. Es lohnt sich, beide Weizen zu finden. Ja, ich glaube, das wird halt dann schon, das ist dann so richtig Brettspielniveau. Also über Seven Wonders eh. Das hat ja das vorher auch schon Brettspielniveau. Schon lange drüber. Also von der Spiellänge her ist es nicht ganz so super lang, aber hey, wir hätten noch Punkte ausrechnen können. War klar, verliert man, mal gewinnt man nicht. So die Moral. Richtig. Was ich super erstaunlich finde, ist, dass es bei euch immer einen Sieg gab. In die allererste Partie haben wir über Punkte entschieden. Ansonsten war es aber immer, ist das nicht auch ein Sieg? Moment, die Frage. Du meinst keinen Punktesieg, sondern was anderes. Also ich glaube, er meinte das auf jeden Fall. Ja, spiel das auch mal mit Leuten, die nicht so genau darauf achten, wo die Karten liegen, dann geht das öfter mal. Ressourcen und Boys sind alle gleich. Schaffen ist das anders, man muss weniger grüne Karten sammeln, heißt nicht, aber allgemein zu sagen, dass wir vielleicht ein kurzes Video aufnehmen, wo wir weiter um Meinungen sagen, diskutieren. Ja, kann man tatsächlich machen. Also wir sagen auch schon was zu dem, also wir sagen ja auch nach den Partien, gerade habe ich ja auch was dazu gesagt. Also, aber wie gesagt, das ist halt, da muss man echt mit Vorsicht rangehen. Ich meine, ich habe gerade verloren und so sehr wir das auch vorspielen und so weiter und uns dabei versuchen, nicht zu ernst zu nehmen, sind wir ja trotzdem involviert, weil sonst wäre es auch langweilig. Das Problem ist halt, wir werden jetzt viel miteinander spielen. Das heißt, die Chance, dass wir jetzt nächste gezockt zusammendrehen, wird auch sehr hoch sein. Das Problem ist nur, ihr kennt ja Karl. Der würde mich ja im Grunde Boden argumentieren, selbst wenn ich eigentlich recht hätte, würde es so aussehen, dass Karl recht hätte, weil er halt einfach viel mehr Argumente aus dem Boden zieht, wo ich immer sitze und sage, ja, aber nee. Aber er stellt jetzt, du stellst, also, stell dein Licht nicht immer so ja, den Scheffel. Ja, das wird so laufen. Ich kenne das schon. Bei Hallertau habe ich dich auch nicht von was anderem überzeugen können. Das ist auch unmöglich. Wir haben bis jetzt immer Punkte ausziehen müssen. Ja, spielt ihr wohl ein bisschen aufmerksam, weil wir sind noch durch Anfänger. Ich glaube, auf Anfängerleveln hat man sowas häufig. Ich wäre gerne zu den Punkten gekommen. Ich hätte, gehe ich von aus, auch verloren, aber es wäre nicht so super hoch gewesen, weil ihr Profis, wie viel sind denn, ist alles Geld in Punkten? Und was ist eigentlich, wenn das Geld alle ist? Kann man dann noch was nehmen? Was sagen die Regeln? Ich glaube, das alles ist nicht endlich das Geld. Naja. So, liebe Freunde der gepflegten Erweiterung, jetzt kommt einmal alles, nachdem wir das hier vorbereitet haben. Okay, das heißt, die Gilden kommen raus. Die Gilden kommen raus. Kommen sie? Klar, muss ja. Weil die Tempel reinkommen. Ja. Also wir spielen nicht mit komplett allen. Wir spielen ohne Gilden. Ich bin so komplett, wie man spielen kann. Dann, Karl, sag ihm. Licht unter ihn. Ah. Ich habe jetzt auch noch keine 5 Runden gespielt. 5 Runden? Achso. Gut, ja, wir sind jetzt in der sechsten Partie, das ist die siebte Partie. Und das wird jetzt die siebte. Und, aber immer anders. Also wir haben eben, wir haben jetzt zwar 6 Partien gespielt, aber jeweils nur 2 mit einem bestimmten Regelset. Richtig. Das ist auch wichtig. Und jetzt kommt ja die erste Partie mit nochmal einem neuen Regelset. Und auf Boardgame Stats gibt es leider keinen Eintrag für, dass es mit beiden Erweiterungen nochmal ein anderes Spiel ist, oder? Nee. Müssen wir erstellen. Alle 3 loggen. Müssen wir erstellen. Alle 3 loggen? Jetzt ja. Weiß ich, wie du auf deine Zahl kommst. Ich habe tatsächlich immer nur das Grundspiel oder die Erweiterung, die wir gerade geloggt haben. Richtig, so mache ich das auch. Jetzt muss ich ja beide loggen, tatsächlich. Funktioniert das so? Aber das loggt es ja dann als 2 Partien.
Ja. Du könntest es auch anlegen. Du könntest ja einfach, du kannst ja individuell anlegen. Legst einfach ein Pantheon plus Agora an und lockst das einmal. Das ist aber ein bisschen umständlicher. Die plus 1 wird den Cola recht. Ein Patreon hat Unterstützung von 5 Euro auf 6 Dollar geändert. Interessant. Das läuft auf ziemlich genau das gleiche. Ungefähr, ja, ich frage mich nur, warum, aber frage ich mal. Wir sind noch beim Karten auseinander sortieren. Wir sind noch beim kompletten Aufbau. So, Einzelkarten. Wir sind wieder bei, ich bin ja auch, ich habe ja gestern die 19.000 Abonnenten geknackt, als ich heute aufgewacht bin, waren es nur noch 18.000. Wir sind inzwischen wieder rüber? Jetzt sind wir bei 19.5. Aber eigentlich waren wir schon bei 19.7. Aber das ist, in der Nähe von der Grenze passiert das ja immer. Aber ich, ist auch klar. Du hast gestern die letzte Auslosung des Gewinnspiels gemacht. Genau, und seitdem bestimmt schon 4 neue Livestreams. Da sagen die Leute natürlich, statt nur die Glocke. Das ist natürlich auch der Grund, warum die Leute die Glocke nicht aktiviert haben, weil so viel live gemacht wird. Ist das so? Waren die Glocke nicht schon vorher weniger? Weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt 3 Jahre zurückgehen, wo ich habe einen Stream, haben wir wann angefangen? 2017 oder so? Ich würde mir da noch ein paar... Nee, 17 habe ich das neue MacBook bekommen. Ich glaube Ende Dezember 2016. Ich meine, YouTube behandelt ja Livestreams und Videos schon unterschiedlich. Also ist ja klar, selbst im Backend kann man Livestreams und Videos sind unterschiedliche Tabellen zum Beispiel. Richtig. Und da frage ich mich, warum kann ich denn nicht für einen Kanal meine... Warum gibt es keine Funktion, die Glocken zu personalisieren sozusagen? Weil es gibt ja schon einige Kanäle mit viel Output, von dem ich nicht unbedingt alles brauche. Der Dice Tower hat ungefähr 10.000 verschiedene Rezensenten, die irgendwelche... Richtig, die machen pro Tag 30 neue Videos gefühlt. Und da gibt es bestimmt auch viele, die sagen, ich will eigentlich nur den Wesser sehen. Ja, gut, dann brauchst du halt einen eigenen Kanal dafür. Also eher nicht, aber, ja, aber es wäre halt irgendwie eigentlich ganz cool, wenn du diese Glocke hast. Aber wenn du den abonniert hast und du hast 40 neue Videos am Tag, die auch alle relativ viel geguckt werden, dann ist auch dein Feed voll davon. Und dann stellst du einfach die Glocke aus, weil du weißt, immer ist was Neues da, wenn du es anklickst. Aber einen neuen Kanal aufmachen hat halt auch deutliche Nachteile, weil der wird immer viel weniger Aufmerksamkeit haben und dementsprechend schlechter laufen. Cooles Format, viel Spaß euch beim Spielen. Ich genieße es zuzuschauen. Das freut uns sehr. Uns auch. Ja. Wir haben bis jetzt immer Punkte auszählen müssen. Mich auch. Also habt ihr davon, wie Ben und Carlo, auch ich als einzelne Person, dieses Spiel bin. Das Fakt, dass dieses eines der hochrangigsten 2-Personen-Spiele überhaupt ist. Das sollte ich schon mal sagen, ja. Also Corinna, um deine Frage zu beantworten. Leider habe ich übrigens keine Uhrzeiten. Ich weiß auch nicht, wie lange was her ist auf Twitch. Ich habe Twitch offen. Was ich bisher übrigens nicht gelernt habe. Keine 2 Minuten, der Chat ist gerade sehr aktiv. Gefühlt eindeutig für mich Pantheon besser als Agora. Nach jeweils 2 Partien. Sind die beide, aber die machen ja beide was ganz anderes. Mal gucken, wie sich jetzt beide kombiniert anfühlen. Ich glaub, und, ich kann aber, und das Interessante ist, nicht mal aus dem Grund, den ich gestern gedacht hätte. Weil gestern hatte ich gesagt, ich mag Agora auch nicht, weil es mehr dieses Cities-Ding ist mit dem Anti. Das kam mir hier gerade kaum vor. Richtig. Einmal, ja doch, einmal, dass mir es umgedreht ist. Wobei das war auch schon ziemlich krass. Du hast mir Geld weggenommen. Das war ganz schön krass. Ich habe da nur gegengehalten. Ich habe dir den Status Quo weggenommen. Ja, du hast das Plättchen, obwohl du mir Geld weggenommen. Ja, gut, du hast das gemeine gegen deiner Plättchen genommen mit dieser Karte. Nein, ich habe das nur verhindert. Das stimmt nicht. Natürlich. Das ist kein Geld wegnehmen. Doch. Das ist ja Geld, das du sowieso ausgibst. Das war nur bei mir stattdessen. Ja. Das ist aber nicht negativ. Das ist nicht, wenn ich bei dir Geld zerstöre. Doch, das fühlt sich schon so gut an. Wir haben gestern schon über 10. Da habe ich auch investiert rein. Haben wir Wunder? Ich habe dir hier. Jetzt haben wir auch alle Wunder. Wir machen, müssen wir auch uns ausführlich, da werden wir aber nicht sagen, wir spielen irgendwas und dann darüber reden. Wir müssen mal ausdrücklich... Das nur wegen den Gewinnen hier, warum mich hast du nicht gezogen? Die Chance besteht schon, aber das ist, also das ist ganz normal. Das ist aber, ich bin immer wieder überrascht, wie wenig der Drop im Januar doch ist. Die meisten bleiben einfach da, vielleicht mögen sie meine Stimme oder so, ich weiß nicht. Psychologie beim Spielen. Ich finde das interessant, dass das für dich so gar kein Unterschied ist, wo ich mir sehr sicher bin, dass es ein eklatanter Unterschied ist. Was? Negative oder positive Belohnung. Ja, Strafe. Das ist es generell, aber es fühlt sich bei dem Spiel hier für mich jetzt noch nicht so. Also es gibt Spiele, wo ich denke, es ist härter und gemeiner, dass hier ist halt einfach. Das ist ja, ja, immer noch gut, für mich so ein relativ seichtes Spiel, das relativ überschaubar ist. Klar, aber ich meine, die Mechanik an sich ist schon deutlich anders. Ja, aber jemandem was wegnehmen ist was anderes als selbst was bekommen. Das Ergebnis ist das gleiche. Aber bei manchen Spielen ist es total okay, bei anderen Spielen ist es total nervig. Bei dem Spiel ist es erstmal. Weißt du, bei welchem Spiel es total nervig ist? Terrifying Mask. Richtig. Und auch da finde ich es gut, dass es diese Gefahr gibt. Ich weiß halt nie, ist meine Titanfunktion safe oder nicht. Ich liebe geschützte Gebiete. Mehr sage ich dazu nicht. Habitate. Geschützte Habitate. Entschuldigung, ich habe es lange nicht gespielt. Ich gehe jetzt. Ich habe eine Karte von Terrifying Mask gesagt. Ich muss jetzt leider gehen. So, warum? Das ist verdeckt, weil... Also, Senatoren... Den lassen wir stehen. Zwei. Wo sind die Tempel? Da sind die Tempel. Wie viel? 3. Mhm.
Und du hast drei Karten jeweils rausgenommen. Hast du nicht gemacht? Nein, habe ich noch nicht den Blick. Ja, jetzt ist glaube ich schon ganz gut, wenn da so viele extra Karten drin sind. So. So. Und die legen wir jetzt mal. Oh cool, du hast es wieder geschafft. Doch, einer ist aus der Erweiterung. Für jeden Schritt verliert der andere ein Geld. Ah ja, genau. Das ist natürlich auch aus einer Erweiterung. In dem Fall aber tatsächlich aus Pantheon. Mhm. Auch Pantheon hat Anti-Sachen. Nur kuscheln ist Fahrt. Darum geht es ja gar nicht so sehr. Aber es gibt, selbst da muss man sagen, das funktioniert ja, es gibt ja unterschiedliche Sachen, die aufs Gleiche hinauslaufen. Also wenn du hier jemand was baust bei dir, was der andere dann nicht mehr bauen kann, ist das ja auch schon Interaktion, die auch nicht kuscheln ist. Und du nimmst ihm was weg, aber ohne ihm wirklich was wegzunehmen, was er schon hat. Genau. Also es sind, du nimmst ihm nur eine Möglichkeit. Es sind, wenn man direkt und logisch drüber redet, klingt es widersinnig, weil man in dieser distanzierten Analyse ja darauf kommt, dass es keinen Unterschied zwischen den beiden Sachen gibt. Das Endergebnis ist das gleiche. Das Endergebnis ist wirklich identisch. Corinna möchte gerne deine Aufmerksamkeit. Karl, du weißt schon, dass das war... Aber ich dachte, ich hätte sie beantwortet. Ich fand... Ich bin relativ ehrlich gesagt. Pantheon fand ich besser als Agora. Jetzt hat er das gesagt. Und dann hatte ich das relativiert, weil ich gesagt habe, wir haben jedes bisher nur zweimal gespielt und dann kam der Exkurs, genau. Du musst mir auch zuhören. So. Was ist mit der Karte? Die ist hier wohl drin. Jetzt haben wir ja das hier mit, das ist ja mit Sternen. Ne? Die Sterne sind die, wo die Sachen hinkommen, okay. Die Marker da. Aber wie gesagt, das ist wirklich faszinierend. Während man drüber redet, wie gesagt, wirst du es Leuten nicht verständlich machen können, weil die sagen, hä? Ist doch das gleiche Ergebnis. Ist doch identisch im Ergebnis. Wie kann das denn einen Unterschied machen? Und dann musst du sagen, ja, stimmt, es ist das gleiche Ergebnis. Trotzdem fühlt es sich anders an. Der Weg ist wirklich faszinierend. Man kann das ja auch insgesamt allgemein auch ein bisschen... Wir bauen das ja immer so prävent, du kannst es ja viel kleiner. Ihr könnt das ja auch mal ausprobieren. Du kannst ja mal einem Kind entweder weniger Geld geben, oder dem Kind mehr Geld geben und dem dann wieder Geld wegnehmen. Was glaubst du, was das Kind blöder findet? Ja, nicht nur das Kind. Das Ergebnis ist das gleiche. Ist das hier richtig, einmal? Bin ich in diesem Beispiel das Kind? Ich sollte darüber noch nachdenken. Aber ich finde, das verdeutlicht das ganz gut. Okay, wenn man es so kompakt baut, sieht es komisch aus. Und das stimmt, nur kuscheln, also es kommt auch immer auf das Spiel an. Und, und darauf, mit wem man kuschelt. Ich mag Area Control Spiele aus irgendeinem Grund. Die meisten mag ich leider nicht. Und die sind ja viel mehr gegeneinander in der Regel als sowas. Und jetzt erklären wir mal diesen psychologischen Unterschied. Hast du mehr der Area Control Spiele, die wir gespielt haben, auch gewonnen? Damit, nee. Twilight Imperium hast du, glaube ich, 3 von 4 oder 4 von 4 oder 3 von 3 gewonnen, die wir gespielt haben. Was? Twilight Imperium habe ich einmal gewonnen? Nein, nein, nein. Du hast die Partie mal bei Sale gewonnen. Du hast hier mindestens eine Partie gewonnen, die ich auf Video habe. Die mit Philipp hast du gewonnen. Nee. Doch. Und du hast auf jeden Fall die Partie, die du bei Sale gewonnen hast, war deine zweite Partie am Stück. Okay. Dazu muss ich sagen, erstens an die Partie mit Philipp und dir erinnere ich mich überhaupt gar nicht. Also kann ich einfach überhaupt nichts zu sagen. Ich habe wirklich null Erinnerung. Das war auch, wo Philipp das allererste Mal da war, weil wir jemanden gesucht haben für Twilight Imperium. Nee, weil Philipp mich angeschrieben hat, ob er vorbeikommen kann. Er wohnt auch in Göttingen. Genau, und du brauchst es. Und ich habe gesagt, wenn du bis morgen Twilight Imperium 4 komplett kannst, dann kannst du kommen. Er war da, er konnte es komplett. Ich muss es nur Karl erklären. Genau. Aber ich erinnere mich an diese Partie überhaupt nicht. Wie haben wir das denn geschafft? Das war auch am ersten Tag. Bei Marcel habe ich streng genommen nicht gewonnen. Doch. Da bleibe ich bei. Also ich habe eigentlich einen Punkt zu wenig gehabt. Das waren sich nur alle einig. Wir fangen jetzt nicht nochmal an. Weil ich eigentlich einen Punkt verloren habe, da ich über Ben den letzten Punkt gemacht habe und ihm dann eigentlich einer hätte zurückgeben müssen. Und welche dritte Partie? Ich habe das nur zweimal gespielt. Nein. Die Prinzessinnen-Partien hier zählen nicht und die habe ich auch verloren. Wir haben das auch nochmal gespielt. Ich guck dir meine Streams an, das wirst du finden. Du bist auf jeden Fall bei mindestens drei dabei. Da bin ich mir relativ sicher. Meinst du das, wo Raclette gegrillt wurde zwischendurch? Nein, da warst du nicht dabei. Richtig, da war ich nicht dabei. Da waren Corinna und Sophia. Wann hast du denn noch Twilight Imperium gespielt? Ja, ich hab das neue allein schon 6-7 Mal gespielt, glaube ich. Und da warst du bei... Ich wusste gar nichts zur dritten. Ich guck mal rasch schon nicht, dass... du wusstest ja auch nichts mehr von der ersten. Naja, da ist immer, wenn du sagst, da war Philipp das erste Mal da, dann läutet irgendwas. Und ich weiß, dass ich es einmal auf diesem Tisch gespielt habe.
Und ich weiß, dass ich an die Partie bei Marcel erinnere ich mich gut, das war auch mit. Könnt ihr mal nebenbei, wenn wir noch aufbauen, gucken, bei wie vielen Partien Fight and die ich gestreamt habe, Karl dabei war. Also ich widerspreche nicht, sowohl ich erinnere auf dem mich Kanal als auch dem Livecast. Kann sein, dass ich mich irre, das ist sogar sehr wahrscheinlich, aber ich bin mir da fast sicher. Das ist keine Unterstellung, nur ein. Bei Karl ist immer genau null Alkohol im Spiel. Richtig. So, du hast ja gerade verloren, das heißt, du hast jetzt the first choice und damit musst du ja quasi diese Partie gewinnen. Siehst du, bei Hunden funktioniert das auch so. Positive Bestätigung. Was ist ja auch die bessere Kindererziehung, ne? Habe ich mal irgendwo gelesen. Angeblich. Also die Kinder lernen besser über Positive Reinforcements als über Bestrafung. So, liebe Freunde der gepflegten Erweiterung, hier ist der Timestamp für die Agora plus Pantheon Erweiterung. Wir fangen jetzt gerade an, wir haben schon mal alles vorbereitet. Wir haben also beide Spielbretter, die auch zusätzlicherweise dran. Wir fangen jetzt gerade an. Hier, das Spiel dauert halt länger, weil wir insgesamt 2, 4, 5 Karten mehr pro Runde haben. Ich glaube, es wird der absolute Overflow. Wir gucken mal. Erklärt haben wir es jetzt in den vorherigen Partien. Das heißt, guck da mal rein. Na, ich habe doch keine Ahnung. Wir müssen noch die Token legen. Oh, warte mal. Da gibt es ja auch das da. Nee, ich mach die Senatoren alleine. Das ist auch gut, ne? Du stehst auf Ressourcen. Das Ressourcen war. Sind schon... Ich meine, wenn du, egal welches du mir überlässt, du weißt, ich baue es wahrscheinlich eh nicht. Hätte ich auch genommen. Die nächsten vier? Genau, wo kommen die mal hin? Das mache ich. 1, 2. Oder du 1, 2, 3. Einfach. Was soll die nächsten? Dann suchst du eins oder erst aus. Ich zuerst. Ich weiß, was ich glaube. Was nehme ich denn da? Hoppala, was ist denn passiert? Das ist ja seltsam. Mhm. Aber klar, habe ich jetzt schon gewonnen. Ich muss es jetzt hart verteilen. Ich bin jetzt quasi, jetzt bin ich schon mit dem Rücken zur Wand, obwohl es gerade nicht losgeht. Du liegst. Moment. Also, weil ich sage, du hast quasi gewonnen, stehst du mit dem Rücken zur Wand. Ja, ich muss es ja verteidigen. Das ist jetzt verwirrend. Ich muss jetzt zwei davon auslösen. Was macht das nochmal? Der Gegner muss eine Militärkarte abwerfen? Nee, Militärkarten kosten eins weniger. Ressource. Die ganzen Symbole hier. Ah, da. Ich muss mal kurz auf die Ressourcen gucken, die ich für die Dinger brauche. Ich habe nur eine mit neu ziehen und du hast drei mit nochmal dran sein. Ich fand, war, ja. Und schon habe ich das Gefühl, dass das von mir nicht clever war. Das ist jetzt selbstverschuldetes Leid. Ja. Ich muss auch zugeben, ich treffe bei sowas die Entscheidung meistens intuitiv. Mühe nach oben. Was ist da oben? Deine Wunder. Aber ich muss die Karten noch drüber legen gleich. Ja, die kannst du ja. Die brauchen nicht so viel Platz. Hat er seiner Tochter eine Dose und einen Dosenöffner gegeben hat. Sie hat nie gesehen, wie es benutzt wurde und hat sie bekommen. Kinder lernen halt schnell, vor allem wenn sie Hunger haben. Okay, so hier ist eine Dose Pfirsiche. Hier ist der Dosenöffner. Du kriegst erst wieder was zu essen, wenn sie offen ist. Tatsächlich funktioniert das bei Vorgesetzten fast gar nicht. Das liegt aber an... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Das ist ja jetzt auch für die Leute, die im Spiel zugucken, aber... In Arbeitsstrukturen, in der Form, wie unsere Wirtschaftssysteme funktionieren, ist es so, dass Leute mit gewissen nicht-empathischen Fähigkeiten eher in vorgesetzten Positionen kommen, weswegen sich diese Vorgesetztenkultur eingeschliffen hat. Das ist der eine Punkt, weil du für bestimmte, wenn dann unangenehme Sachen nötig sind, was ja in einem Konkurrenzsystem nun mal der Fall ist, jemand effizienter funktioniert, dem andere Menschen egal sind. Das ist nun mal so. Oder nicht so wichtig. Und das andere ist natürlich, dass wir auch, wir haben ja irgendwo ein negatives Menschenbild. Wir gehen ja häufig davon aus, wenn man jemanden nicht zu etwas zwingt oder zumindest Druck ausübt, dann macht er das nicht. Ne? Stichwort, wenn der Sozialstaat zu gut wäre, dann will ja keiner mehr arbeiten. Als klassisches Beispiel. Und das überträgt sich ja auch im weniger starken Sinne, aber auch auf den Arbeitsplatz. Wenn ich meine Untergebenen nicht ein bisschen trieze, dann schlampern die ja. Dann machen die nicht 100% von dem, was sie könnten. Und ich will ja das Beste rausholen aus meinen Leuten. Worum geht's gerade? Es ging um das Vorgesetzte nicht so sind. Achso. Wir dürfen das eigentlich nachher, also es darf nicht geschnitten werden, weil der Chat muss dabei bleiben, sonst macht das keinen Sinn, was wir sagen. Und wir haben noch keine Live-Chat-Einblendung.
immer schwierig, ne? Man nimmt auch einfach nur Platz weg. Man sieht andere Teams und denkt sich, oh, da passt echt super viel rein, ich sehe immer noch gut. Wenn man selbst bei Bildkomposition bastelt, denkt man, nee, das passt da nicht hin. Nee, da würde es zu klein. Es ist wie beim Fußball. Die Mannschaft, für die man ist, und die andere Mannschaft hat den Ball. Naja, gut. Ich habe verloren, das heißt, ich darf entscheiden, wer anfängt, oder wie war das? Nee, du fängst an. Ich fange garantiert an. Achso, ich glaube, du kannst entscheiden, wer anfängt. Ich glaube, jetzt ist das tatsächlich so, dass man... Du hast ja auch direkt... Oh. Also du zwingst mich quasi schon dazu, das zu nehmen. Nee, ja? Wieso das denn? Das ist ja super. Das ist eine schöne Karte. Das ist ja für dich ein absolut freier Zug und ein zusätzlicher Würfel, beziehungsweise eine Linkskarte. Ach ja... Du startest mit dem ersten Zug. Wieso hast du jetzt den genommen? Übrigens, wer sich wundert, ich werde jetzt einfach mal irgendwas machen. Ich habe auch die Wunder, also ne, normalerweise guckt man wahrscheinlich, welche Ressourcen, wo passt was zusammen, was will ich vielleicht verfolgen. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Ich habe das intuitiv ausgesucht. Ben guckt einfach nur darauf, ob die so ein Kreiselsymbol haben oder nicht. beziehungsweise bei den beiden sind wir uns, glaube ich, beide relativ einig, dass sie tendenziell stärker sind als andere. Aber warum war da so ein Haken drauf? Konnte man das auch gleich ausführen? Das konnte man nicht ausführen, oder? Was konnte man gleich ausführen? Verzeihung. Ich muss es bauen. Genau. Was muss man bauen? Das hier drauf? Ja. Nee, also das ergänzt sich quasi. Dann hole ich mir auf jeden Fall mal das Ding. Oh, ich habe Geld. Wo kommt das denn her? Das ist ja viel weniger als vorher. Ich brauche jetzt auch schon gleich echt Geld für die ganzen Fragen. That's true. Lucky you. Nicht? Nö. Ah, da geht jemand mal auf was anderes. Ach, du wolltest das haben. Guck mal, das ist auch gleich, also das ist ja Jacke wie Hose. Mhm. Hier ist ein Kuss an Geld. Ach, die waren das. Was macht Hades nochmal? Nee. Das ist jetzt die andere Erweiterung. Das ist halt der Haken, bei dem musst du noch ein bisschen gucken. Was Hades kann ich dir bestimmt sagen, wenn du es mir zeigst. Der Film sofort. Ich habe die meisten davon jetzt ja schon mal gesehen. Oh. Den lege ich mal drauf. Nimmst einen aus dem Stapel und. Ja. Aus den abgelegten. Die ist nett. Du bist dran. Was hast du gemacht? Ich sichere mich mal ab, dass ich nicht wieder, dass du nicht hier wieder rumhängst. Aha, ja, dann mache ich ja so. Und jetzt haben wir hier diesen Löwen. Ich mache schon mal weiter. Militär. Den nehme ich einfach dahin. Du hast dir noch mehr Militär geholt? Mhm. Nee. Ich hab. Das sind ja tendenziell militärische Karten. Das ist ungefähr. Das ist unheimlich wichtig, mit Misserfolgen umgehen zu lernen. Das ist nämlich etwas, was wir tatsächlich relativ wenig haben. Und das wirkt sich immer dann aus, wenn man in einem höheren Alter, also sprich zum Beispiel nach der Schule, im Studium und so weiter, das erste Mal in ernsthafte Probleme läuft, weil man plötzlich nicht nur einzeln schreibt oder sowas. Da gibt es ganz, ganz große Probleme. Ich habe auch an der Uni schon mit jemandem darüber geredet, der wirklich da beruflich mit zu tun hat. Das ist ganz deutlich. So die Generation Zero hat da ganz viel mit zu tun. Ich bin dran, ne? Mhm. Ich habe kein Geld. Hm.
Dann nehme ich vielleicht mal einen Stein. Wann ist die Karte denn aufgetaucht? Ich habe Kontakt noch nicht gekauft. Cool. Ach, weiß nicht, ja. Ich habe die aufgedeckt und dann weggeguckt. Dann schaue ich mal die Ziegelkarte. Ziegel sind super. Ich verkaufe diese Karte für 4 Geld. War eine gute Strategie letztes Mal. Mhm. Dann nehme ich die hier für 0. Und ziehe hier mal 2 Bedarf nochmal dran. Ach ja. Oh, ich glaube, die könnte ganz nett werden. Was hast du gerade? Ach, weil du die gerade genommen hast. Mhm. Habe ich die gerade ermöglicht? Mhm. Du hast sie einfach nicht genommen. Hast einfach nicht. Nee, die habe ich. Die ist gerade hier frei geworden, ne? Nachdem ich die wegverkauft habe. Mhm. Die sind ja nicht witzig. Ich passe schon wieder gar nicht mehr auf, tatsächlich. Aber das ist gut. Ich schiebe das einfach auf den Chat, dass ich verliere. Und dann nehme ich mir mal das Holz. Damit habe ich gerechnet. Und dann hast du diese wunderschöne Karte zur Auswahl. Ich hast du. Du bist dran. Oh, das ist auch schon Glas, dann kostet das 3, kann ich dir gar nicht nehmen. Und schon ist die Karte gar nicht mehr so geil. Ich weiß schon, warum ich die andere verkauft habe. Auch wenn ich damit den Senator ermöglicht habe. Die mal für nur 2 sogar, nicht mein gelbes Gebäude. Warte, ich schieb die Stützen hier drunter. Verkaufe diese Karte für 4 Geld. Dann mache ich einmal hier die Spionage. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil da muss man relativ viel gucken. Mhm. Und ist gleichzeitig auch noch dran, der andere kann ich inzwischen nicht. Ja, Stadtplanung war das eh. Was macht Stadtplanung? Du kannst die Gebäudesymbole auch von meinen Karten nutzen. Glaube ich. Stimmt, und man kriegt 6 Geld. Und was macht das? 4 Geld? Achso, nee, dann könnte es sein, dass du 4 Geld kriegst, wenn das ausgelöst wird. Dann ist es ein anderes. Dass man immer 4 Geld kriegt, wenn man sowas baut. Wir schieben sofort 6 Münzen aus der Bank, er hat jedes Mal 4, wenn er mit Hilfe genau kostenlos baut. Da kommt auch gut Geld zusammen. Da bei mir jetzt nicht gerade so, aber könnte. Noch nicht. Das ist immer, wenn man eine rote Karte kauft, ein einzelnes Schild gewertet. Es gibt schon so ein paar jetzt, dann muss man in den 3 Regeln gucken, was die machen. Das ist ein bisschen nervig bei der Erweiterung. Mhm. Ich nehme einfach den hier. Was macht das? Gratis rekrutieren. Du kannst Senatoren jetzt immer gratis rekrutieren, ja. Egal wie viele du hast. Mhm. Och. Aber wir haben da nichts gemacht. Ich meine, die anderen beiden Spiele mit der Erweiterung sah es da schon mal ganz anders aus. Ja, die kommen auch alle erst hier hinten jetzt. Also 3 von den 5 sind da. Und die anderen beiden sind gleich verteilt. Ich gebe mal 2 Geld aus und baue das. Jetzt einen Schritt über die Mitte hinaus. Dann nehme ich mal das. Und baust nichts dafür, genau. Geht's wieder zurück in die Mitte. Wir haben beide noch keine blauen Gebäude, ne? Bis nicht zu Ende spielen, beide. Oder drück auf Pause. Oh, ich hätte sie, glaube ich, lieber verkauft, ehrlich gesagt. Du bist. Ich
Ja, dann nehme ich mal ihn. Darf jetzt aber auch leider nur einen platzieren. Was ist das eigentlich? Irgendwas stimmt hier nicht ganz. Doch. So, jetzt ist es richtig, ne? Nee, so wie es vorher war. Achso. Nee, vorher war es irgendwie ganz komisch. Vorher war es so. Wobei, der kann auch ganz frei liegen. Also es muss ja so gelegen haben. Das kann nicht sein. Ich nehme mal an, dass das so war. Weil wenn die noch da ist, dann muss ja eine Karte drüber sein. Muss es so gewesen sein, oder? Wenn auf beiden an der liegt, muss es so gewesen sein. Nee, die Karte, die ich gerade weggenommen habe, lag auf den beiden. Da habe ich schon drauf geguckt. Ja, guck mal. Das kann ja nicht sein. Doch, das sind die beiden Karten. Es kann nicht auf beiden ein Chip liegen. Dann muss er verrutscht sein. Egal, dann habe ich jetzt beide. Die lagen einfach von Anfang an falsch. Wahrscheinlich. Okay, dann war das richtig. Sie lagen nur falsch. Hast du jetzt eine davon dann bekommen oder nicht? Das weiß ich nicht mehr. Mal gucken, was es hier so gibt. Ah ja, da wäre das andere besser gewesen. Und was ist das hier eigentlich? Seefahrt? Eine Karte abwerfen. 9 Punkte. Auch nicht schlecht, ne? Gut, Moment, die liegt hier auch schon, ne? Dann brauchen wir das Tor. Und hier wichtig, ne? Die kann man nicht schon in Runde 1 kaufen. Das steht auch nirgendwo drauf, ne? Das ist auch in der Regel. Runde 1 auch und Runde 2 kaufen. Achso, die könnte ich jetzt alle noch nicht kaufen. Genau. Gut. Dann werden die aufgedeckt, genau. Oh, stimmt, das war eine graue Karte. Kurz, wenn du nur kurz weg musst, dann wirst du das, glaube ich, verpassen, weil gefühlt wird das noch ein bisschen dauern. Also, ich nehme mal sie. Weil du dann doppelt dran bist. Weil ich dann doppelt dran bin. Und da möchte ich gerne nochmal so eine Karte hier vorbereiten. Boah, ist das mies. Ich darf diese Karte nicht nehmen, weil ich dir sonst beide überlasse. Wieso beide? Wenn ich die nehme, nimmst du die und die. Achso, ja. Genau, also wir haben ja mal irgendwann gelernt, ne? Extrazüge sind schon immer mehr gut. Aktionsökonomie ist eigentlich immer das Wichtigste in allen Spielen. Hi, Peter Patsch. Die erste Erweiterung finde ich auch gut. Die zweite weiß ich noch nicht. Ich meine, du hast ja auch immer noch so viele Dingskarten da liegen. Aber wir gehen jetzt mal voll da drauf, ja, okay. Ich muss jetzt was mit der Karte machen. Ich darf jetzt das Wort benutzen. Aber ich fühle mich ganz gespannt. Ich bin doch nochmal dran, oder? Ach, du bist jetzt nochmal dran. Genau. Stimmt. Das heißt, du kriegst die garantiert auch, aber die Extraktion bringt dir nichts. Vielleicht die nächste Runde am Anfang. Ist das so? Was? Wie ist denn da die Regel? Das muss ja drinstehen. Du wirst jetzt keine Karten mehr kriegen. Weil du. Wenn ich noch Geld habe, dann muss ich kurz rechnen. So, das verstehe ich nicht. Weil ich jetzt das überhaupt nicht machen kann. Dann baust du das und bist nochmal dran. Weil du hast eine Flasche. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich nicht nochmal dran bin. Wenn ich das machen würde. Bist du nochmal dran? Achso, und dafür benutzt du ja auch eine Karte. Genau. Genau, das war mein Denkfehler. Aber ich kriege das, glaube ich, nicht gebacken. Weil mir fehlt auf Flaschen. Ja, das kristallisiert sich so ein bisschen. Also da hätte man auch drauf kommen können. Das andere Spielen ja auch so. Aktionsökonomie ist immer Trumpf. So wie bei Dominion Karten nachziehen. Ne? Ja, mir fehlt leider ein Geld, sonst könnte ich das machen. Mhm. Kann ich aber alle drei Karten. Das ist ja ganz schön krass. Das ist auch mein Geldchen. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wie du bei... Genau, deswegen hattest du auch so viel mehr Karten, als ich in der Runde davor gespielt. Als du relativ viele Wertvolle im ersten Zeitalter gebaut hast. Aber du kriegst ja zwei von den dreien. Oder? Oder kannst du es jetzt nächste Runde bauen? Weiß ich gerade nicht. Mit Geld, ja. Achso, Geld hat ja nicht. Ich habe ziemlich Geld, dann. Weil ich muss jetzt, glaube ich, die nehmen, dann nimmst du die. Und dann kann ich die nehmen. Oder hast du einen Weg, Doppelzüge zu machen? Nicht viel, nee, ich. Was tust du gerade? Ich bin dran, oder? Wieso bist du dran? Ich bin dran. Was habe ich denn gemacht, nachdem ich den Senator genommen habe? Okay, dann ist ja sowieso egal. Hä? Aber hattest du nicht... Das war doch die Methode, wo ich alle drei bekommen kann. Ich nehme jetzt noch eine, baue mit der nächsten die und bekomme dann die. Also hättest du 4 Karten hintereinander aus dem Zeitalter abgeräumt. Da habe ich jetzt schon was gemacht seitdem, kam ich wieder so zuquatschen. Jetzt kannst du das. Weiß ich nicht, ich dachte, du hättest. Weil ich hatte jetzt schon darüber nachgedacht, ich muss ja die kaufen. Ich habe vergessen, dass du... Den Senator mir ausgesucht. Du hast einen Senator genommen. Und danach habe ich mir, glaube ich, noch keine Karte genommen. Ich wollte das Wunderbar. Ich hatte den Blick, ob ich jetzt dieses Wunder bauen kann. Ja. Mir dann noch die Karten nehmen, dann die und dann die. Das war meine Überlegung. Das stimmt. Genau, aber da fehlt ja mir auch... ein Geld für. Aber da bist du ja trotzdem immer noch dran.
Ich bin immer noch dran, ja. Aber du kriegst eine Karte. Das sollte nicht passieren. Achso. Ja, Entschuldigung, es tut mir sehr leid, ja, dass du nicht vier von den Zeitalterkarten hintereinander nehmen kannst. Nee, finde ich gut. Das wirft mich jetzt hart zurück. Ich habe auch wirklich nirgendwo eine Flasche, ne? Und hier auch leider nichts vorbereitet, was ich jetzt noch rausballern kann. Die sind bestimmt richtig gemein. Aber ich will dir auch das dann nicht lassen. Ich will dir aber nicht viel Geld geben. Viel Geld schon. Guten Abend, Baumi. Ha, jetzt habe ich mal jemanden über Twitch. Ich brauche nur nicht so viel Ziege. Und das kostet ja auch 3 Geld. Ich kann die ja gar nicht nehmen, könnte sie nur verkaufen. Hansi möchte gerne Corinna als Lehrende für ein Führungsseminar vorschlagen. Du kannst die verkaufen für 2 Geld. Ich leg die mal hin. Ja, ich will dir das nicht geben. Ich leg die mal hin. Ach stimmt, das ist bestimmt effektiver. Dann kriegst du jetzt trotzdem wieder den Senator, ne? Boah, extra Züge ist. Doch, nee, bringt mir nichts. In der nächsten Runde hättest du was gebracht, dann hätte ich ihn noch kaufen können. Kaufen, dann sagst du was. Kannst du jetzt nicht. Nee, ich will aber nicht. Flag. Aber du nimmst ja wieder die letzte Karte, das heißt, obwohl wir da in der Mitte stehen. Ja. Es ist wohl geschrieben, dass ich immer aussuche, wer anfängt. Ich kann das nicht verhindern. Also du kannst hiermit halt viel besser spielen als ich. Du hast da viel besser den Überblick. Das liegt auch in deiner Richtung, das wird sein. Auf jeden Fall, ich achte auch voll drauf. Also ich kriege eigentlich nie die Karten, auf die ich abziele. was mache ich denn jetzt? Guck mal, Karl zieht immer auf Karten ab. Ja, aber ich kann immer keinen Weg ausrechnen. Das ist schon noch erst Zeitalter, ne? Das ist schon krass, wie. Also, es dauert länger als eine halbe Stunde. Weil wir ewig überlegt haben. Ich war auch mal Rentner. Da fand ich es ganz schön doof, dass man eine Halbwaisenrente nur bis 27 bekommt. Wer sich das ausgedacht hat. Dabei heißt es doch Rente. Ja. Richtig teuer. Das wird nämlich 2 Geld kosten. Ach, was soll der Geiz? Ich nehme aber 4 Geld. Das würde mich doch sehr wundern, wenn du nicht mit den ganzen Verschwörungskarten auch noch richtig viel kaputt machen kannst. Ich will auf jeden Fall Nötigung machen. Was kostet mich das? Ein Wunder. Und ich kann einen verschieben. Mein Eindruck besteht sich. Ich mag diese Erweiterung nicht. Möchte ich, glaube ich, nicht. Ich meine, das ist auch ein Wunder, dass ich ja garantiert aufhebe. Für wenn ich da auch mal irgendwann Karten kaufen kann. Das brauche ich mir erst nicht bauen. Man nimmt sich Sachen weg und das fühlt sich nicht so gut an. Das ist. Ja. Ja. Und ich meine, ich habe ja gar keine Chance mehr auf 4 Wunder jetzt zu kommen. Du kannst also jetzt auch extrem entspannt bauen. Du kannst sie irgendwann bauen. Wenn es sich triggert, dann kann ich dir alle am Stück bauen. Nee, aber selbst das, also du kannst jetzt eine Weltwunder bauen, wie du möchtest. Ja, du kommst auf jeden Fall auf 4. Ja, jetzt, das ja. Aber nicht auf 5. Genau. 5 wäre schon gut. Aber nie, das heißt, du bist da unabhängig von mir. Und jetzt mache ich noch das hier. Was habe ich hier noch? Oh, ich mache, glaube ich. Und du hast ja noch so ein Ding da. Das ist ja. Bereitet das mal vor. Dieses Spiel hat weiter, ich nicht vor. Also das Spiel hat ja weiter trotzdem Möglichkeiten für mich zu gewinnen, aber. Ja, auf jeden Fall. Wenn's gut anfühlen tust ich es nicht. Wenn es über Punkte geht, gut dann ist es wahrscheinlich gewinnen. Ich nicht. Über Punkte? Das sagst du auch jedes Mal und dann gucke ich zu mir hin und denke mir so. Also da liegen 0 Punkte und das sind nur noch 3 Wunder. Aktuell bist du punktechnisch vorne. Das kann ich also. Das ist wirklich keine Aussage. Das Geld verschiebt sich hier so schnell. Können wir das festhalten? Und das möchte ich jetzt wieder nie das Geld verschiebt sich sehr schnell. Nein, dass irgendwer gerade vorne ist, weil er hier Punkte hat, dass wir nicht eine halbe Stunde spielen und sich noch ganz viel tun kann. Das haben wir jetzt auf Band. Bitte mal einen Command machen, dass Karl dann bitte an diese Runde diesen Stream ein Twitch-Highlight. Und, aber gerade liegt keiner bei uns beiden punktemäßig vorne. Das will ich damit sagen. Und dem ist auch so. Also du hast 2.
Ich hab 0. In eine Ressource, die man ausgeben muss. Trotzdem bist du 5 Punkte vorne. Das geht nervig, ne? ich wollte nachgucken, was das hier macht. Das ist jetzt auch ein bisschen das Fajon-Problem tatsächlich, ne? Viele Symbole, die... Ja, wobei... Also die sind schon relativ... Die allermeisten kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, also du darfst mich jetzt nicht fragen, aber... Ich sehe mal genau... Ich mach mal das. Ich finde, die sind schon zügig drin. Also in der nächsten Partie musst du die schon kaum noch berücksichtigen. Vor allen Dingen, weil man Pantheon ja Agora auch weglässt. Hier, bauen wir auf. Stop the count. Den Witz haben wir gestern schon dreimal gebracht. Jetzt haben wir das hier. Ne? Aber du hast recht, lass uns doch an der Stelle abrechnen und abrechnen. Es ist auch echt erste, zweite Zeit, Alter, ne? Ja, ja. 2, 4, 6, 7. Zieh doch schon mal die Marker und bitte diesmal richtig nicht, dass sonst nachher wieder. Kommen auch wieder Marker drauf? Dass wir es ja falsch gespielt hätten, wenn man das Spiel erst mal richtig drei Stück, ne? Außen und hier. Boah, krasse Ressourcenproduktion. Ich brauch das Holz nicht, du? Also, ich verkaufe die für galaktische 2 Geld. Wollen wir die verkaufen haben? Ja. Könntest du mir echt wieder keine Produktion, ne? So. Ich gebe 3 Geld aus und baue das hier. Hm. Oh, die habe ich auch noch. Ich habe ja noch eine Putschkarte. Oh, die hätte ich ja die ganze Zeit mit irgendwas schon mal befeuern können. Mhm. Ich hatte nicht so weit weglegen vielleicht. Okay. Kleiner Tipp am Rande. Eigentlich wollte ich auch mal hierauf gehen, das habe ich auch schon völlig aufgegeben. Ich nehme. Es ist nichts weiter frei geworden, ne? Nö. Ich möchte ja kein Back to Future ohne Michael J. Fox. Welche hast du jetzt genommen? Und du hast die Ressourcen einfach. Okay. Nein. Ich verkaufe diese Karte für 5 Geld. 2 plus 3, richtig? Ja. Mhm. Du bist. Ah ja. Oh, mein Heller. Ich kann auch sagen, wo hier der Unterschied ist. Wir haben nicht zum Start die plus 2 Karte. Das plus 2 blau. So dass du gleich mehr einsetzen kannst. Boah, dann kriegst du auf jeden Fall ein. Das stimmt. Und auch wenn ich da. Das muss ich ja verhindern. Wie mache ich das? Indem du das Weltwunder baust und dann mit dem weiteren Zug. Weltwunder baust und mit dem weiteren Zug den anderen nimmst. So toll, dass ich das da hingelegt habe. Kannst du ja nicht wissen. Das war deine erste Karte, glaube ich. Außerdem könnte es sein, dass hier die zweite Waage ist. Ich vermute, dass man sich dann was nehmen darf. Ja. Also hast du ja dann zweimal das Symbol. Was habe ich nochmal? Das ist mir gar nichts. Also wenn du so viel überlegst, gewinnst du natürlich. ich brauche Geld. Und verkaufe eine Karte. Es wird mich 3 Geld kosten, jetzt das komische Wunder zu bauen. Das habe ich. Komm, ich baue es einfach mal. Hast du nicht mehrere davon? Ich 3 und baue das mal hier mit. Oh, jetzt kriege ich irgendwas. Jetzt passiert wieder irgendwas, was gemein zu mir ist. 6 Geld. Dann. Zerstörst du mir irgendeine Karte oder so? Mache ich eine überraschende Wendung.
Dann nehme ich. Das ist jetzt schon sinnvoll, weiß ich gar nicht. Was machst du jetzt? Du zerstörst jetzt zwei Karten. Mhm. Du willst jetzt die beiden. Darüber denkst du nach, gibst du zu. Ja, die einfach rausnehmen, dann ist da alles easy. Was? Aber die beiden rausnehmen wäre natürlich auch gut, aber schaffe ich nicht. Du kriegst nicht beide raus, kriegst nur eine davon raus. Der liegt auch hier, ne? Mhm. Ich brauche dringend eine Flasche. Dann zerstöre ich doch einfach mal. Die beiden. Ja, dann kriegst du raus. Das da. Dann kriege ich das. Das ist ein Discount von 3. Dann bin ich ja nochmal dran. Ach ja. Hast du dir 6 Geld genommen? Ja. Oh, das ist schon wieder viel Geld, ne? Mhm. Nee, ich habe 10 Geld. Ich habe echt zu wenig Ressourcen, das ist ein bisschen doof. Bin ich den? Wer weiß, was das ist? Ich nehme den mal. Verdeckt oder gelbe Karten? Verdeckt natürlich. Dann lege ich einen Marker ein und kriege den hier und dann habe ich. Für grüne Karten. Für grüne Karten. Dann bin ich dran. Und ich krieg noch den. Dann bin ich dran, ne? Mhm. Ich gebe 3 aus. Dann nehme das. Gehe hier hin, bekomme einen Würfel. Und wusstest du, dass du für Silberressourcen ein weniger zahlst? Nee, ich glaube, weniger Geld bezahlen, ne? Da habe ich überhaupt Geld für bezahlt. Ja, genau, eigentlich wieder. Was hast du gemacht? Ich habe hier eingesetzt und das war eine Militärstadt. Dann will ich wieder eine über Militär gewinnen. Dann, wo ist er? Schließ die mal da. Das war das Problem, weil du dieses billige Ding bekommen hast. Blockt er die gesamte Bewegung, ne? Der soll bis zum 10. gewinnen, funktionieren. Gebe ich 3 Geld raus, nehme das und das kommt wieder weg. Mhm. Dann nehme ich mal den hier. Hattest du mich zurückgesetzt? Ja. So, stehe ich ja schon mal mit dem Rücken zur Wand. Dann. Ich brauche jetzt auf jeden Fall schon spannend gerade, oder? Wer zuguckt? Schon spannend. Schon spannend. Aber deckst du jetzt eine Militärkarte auf? Oder ich? Da liegt ja auch nur Schrapel. Ich kann mir allerdings auch gerade nichts leisten. Das ist richtig. Das ist ja auch doof, dass der da liegt.
Wir wissen ja auch nicht, also die, vielleicht sind die Militärkarte auch gar nicht drin. Das kann sein. Ich baue mal für... Warte. Du hast da einen von, ne? Ich habe nur einen von diesen Ziegeln. Du hast das Geld, du bist dann aber black. Das heißt, der würde mich schon 3 Geld kosten, ne? Und dann brauche ich noch ein Geld für... 2 Geld für das Ding hier. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Wieso? Nö, mach ruhig. Das ist jetzt Gambling. Wieso? Naja. Wenn ich den hier wegnehme? Nee, achso, du hast gerade den Ziegel angefasst gehabt. Achso, ja, nee, nee, auf gar keinen Fall. Nee, doch, also damit kann ich ja den nehmen, dann decke ich den auf und dann kann ich entscheiden, ob ich noch ein weiteres Wunder bauen will oder habe ich... Achso, du überlegst, ob du ein Wunder baust. Genau. Oder den Senator dann nehmen, ja. Okay. Nur was ist schlauer, was ist besser? Also das daneben schaltet ja völlig aus. Das ist auch doof. Den Rabatt habe ich schon weg. Wieso schaltet das völlig aus? Damit kann ich auf jeden Fall keine von diesen Karten bekommen. Erstmal. Ja, aber die bringt ja auch nicht so viel. Da mache ich ja lieber hier einen coolen. Also von den dreien bringt mir auf jeden Fall nichts mehr was. Man sollte mehr in Ressourcen investieren. So wenig hast du gar nicht. Du hast 4 Ressourcen. Also nicht so viel. Deswegen dauert die Partie aber auch länger. Ja, ja. Das ist nicht, weil es... Also, wenn überlegt, halt lang. Da könnte ja mal Verschwörer ausliegen, dann könnte ich... Es gibt keinen Verschwörer mehr. Es gibt schon einen Grund, warum ich dich da nicht mehr rausgedrängt habe. Es gibt keine Verschwörer mehr. Ja, wieso rum nicht? Da kann ja noch einer drin sein. Wir sind jetzt in Zeitalter 2? Ja, ja, natürlich. Da, dann vergiss es. Dann sind die Militärkarten durch für diese Runde, oder? Weiß nicht, welches da gibt. Ich nehme mich so, aha, ich sehe nirgendwo eine Dreierkarte, da muss doch eine Dreierkarte sein, aber die Dreierkarte ist ein Scheiter. Was meinst du, wenn ich jetzt noch nachdenke, überlege, was gerade toll ist? Weil ich noch sehr viel mehr Zeit habe, als ich dachte. Ja. Ich glaube, ich... liege übrigens gerade noch Punkten vorne. Diesmal gebe ich es dir. Ich werde sehen. Stimmt. Ich habe auch keine einzige gelbe Karte, ne? Das ist auch echt nicht mehr. Liegt eine, ja. Wenn du die hast, hast du kein Ressourcenproblem mehr. Oder nur noch ein sehr geringes. Wo sind die Anleitungen? Da steht nirgendwo drin, dass man eine maximale Dauer, die man überlegen kann. Aber ich werde jetzt mal hinzukommen, damit das für euch auch spannend ist. Und zwar werde ich einfach... Es gibt im zweiten Zeitalter 2 Einer-Militärkarten und 2 Zweier-Militärkarten. Es kann also keine Zweier-Militärkarte mehr aufgedeckt werden. Sagst du das, ja? Sage ich. Oh, ich korrigiere mich. Es gibt auch Mauern. Die habe ich aber schon gebaut. Das sind die Mauern. Das hier ist auch... Also es könnte noch potenziell eine Zweierkarte geben. Ich korrigiere. Das ist ja auf 2 Seiten verteilt. Dann glaube ich die doch nicht. Im nächsten Zeitalter gibt es 2 Dreier und 2 und 3 Zweier Militärkarten. Mhm. Das Problem ist, du bist als erstes dran und du legst sie wieder nach ganz unten. Also, ich komme jetzt mal zu einer Entscheidung, weil es ist super nervig, Leute mit Nachdenken zu zwingen. Und zwar entscheide ich mich für, das werde ich euch jetzt gleich verkünden, für was ich mich entscheide. Ich denke, ich rede, umso weniger kann ich dabei denken. Mach's wie, ich verkaufe einfach eine Karte. Nee, das ist ja gar keine Option. Ich würde, glaube ich, tatsächlich doch ganz gerne gleich mal gucken. Das sind 3 Geld, das ist 1 Geld. Hier, Zeit schenken wir doch noch zu überlegen. Also, ich baue jetzt dieses Wunder für 4 Geld. Oh, eine Militärkarte mit einem. Oh, die ist schon ganz schön gut, ne? Und die kann ich for free bauen. Das stimmt. Und ich bin noch mal dran. Aber will ich die nochmal? Also ich will die auf jeden Fall rausnehmen. Ich habe leider kein Geld bekommen, ich habe nur 4 Geld. Ich baue das. Ist das hier auch ein Ablagestapel? Ja. Ah, dann gibt es keine 2 Karten mehr. Zack. Dann bin ich dran, ja? Mhm. Na, habe ich noch so eine 2 Militärkarte. Noch so eine. Ja, ich fühle mich ja schon hart gespielt. Zack. Ja, aber schon bin ich ja wieder super weit weg. Ja, aber 2 Karten aus dem Dreierzeitalter, dann schon bist du wieder dran. Ich möchte gerne diese Karte für 5 Geld verkaufen.
Und ich möchte gerne für 2 Geld diese Karte kaufen. Ich möchte gerne für insgesamt 7 Geld, das sind 5, 6, 7, diese Karte kaufen und dann aus dem Ablagestapel eine Karte kostenlos bauen und mich hier 2 vorbewegen. Ach ja, und bevor ich das mache, möchte ich das spielen. Pfui. Und den Militärsieg einlassen. Das war hart. Ah, ich muss schon mal so eine Nachgedacht, aber hat mir da jetzt gebracht. Ja, die hatte ich übrigens vergessen. Aber ich bleibe, was mich gestört hat trotzdem, also es war super spannend, ich jetzt so, okay, was macht er und so weiter. Das ist halt spannend, das ist, davon lebt das ja auch. Ja, ja, klar. Aber das war mein einziger Weg ab Mitte Richtung Ende des ersten Zeitalters. Ich wusste, Militärsieg oder Bast. Weil auch, also ich muss ja dann entweder überlegen, weiter in die Richtung zu gehen, immer weiter im Laufe des zweiten Zeitalters, und damit schließe ich die anderen Optionen mehr oder weniger für mich aus. Ja, über Punkte kann man immer. Aber andererseits habe ich das auch schon mit dem Wunder mehr oder weniger getan. Also Combo, bam, wow, mit Fleiß wirklich Fan. Es war leider ein bisschen falsch rum, weil ich habe vergessen, die muss ich ja vorher machen. Eigentlich ist es ungültig dazu, ja. Aber es hätte nichts geändert. Du kannst nichts machen, um das Militär zu verschieben an der Stelle. Und ich hätte es halt am Anfang der nächsten gespielt und dann hätte ich einfach aus Spaß noch die dazu gespielt. Also allein die Tatsache, dass ich die beiden am Anfang nehme, nagelt mich ja so ein bisschen. Also das gibt mir die Option, in diese Richtung zu gehen, auch wenn ich nicht an alle Karten komme. Ich habe es irgendwie geschafft, diesmal viel an eine Kartensorte zu kommen. Sorry. Also das war spannend, wirklich, weil ich hier sitze und dir zucken muss, was nimmt er? Und was ist aufregend? Ach, und dann hast du ja noch die 2 abgegriffen. Das war ja nochmal erstmal schlecht für mich. Das ging dann trotzdem. Aber es hat mich halt schon noch singulär festgelegt ab sehr relativ früh im Spiel. Ja, ich bin auch gerade singulär festgelegt. Genau, du warst singulär, das zu verhindern. Und bei unserer letzten Partie hier mit davor, wo wir nur mit der Erweiterung gespielt haben, um Corinnas Frage vorzugreifen, war es ja so ein bisschen ähnlich. Da warst du sowohl hier als auch hier vorne, sodass mein Spielen auch ja gar nicht so sehr daraus bestand, Punkte zu machen, sondern das ein bisschen Siegverhinderung zu betreiben. Und das sagt halt, du hast Feste, wenn ich jetzt vorwurf in das Spiel, weil natürlich halt ist auch fest, wie soll es denn sonst gehen? Du kannst nicht so ein Spiel spielen, dass du immer alle 4 Möglichkeiten offen hättest, dann würde Karl mich sagen, oh Gott, dieses Spiel, das erlaubt mir immer alle Möglichkeiten, da habe ich ja Stunden, wo ich drüber nachdenke, kommt zu gar keinem Ergebnis. So weißt du, ich bin auf dieser Strategie festgelegt, da wird Karl jetzt genau sagen, das Marker, dann hat er eine Richtung, an der sich orientieren kann, wo er nicht lange drüber nachdenken muss und nicht so viele Optionen, das sind genau McFly, Dinge, die Karl immer toll findet. McFly, du musst mir jetzt auch mal kurz dazu sagen, also ich habe jetzt das Gefühl und meinen Eindruck, und das ist, wie gesagt, das ist ganz frisch, das ist immer direkt nach den Partien. Wenn man über ein Spiel noch eine Weile nachdenkt, wird es nochmal anders. Mein Eindruck ist, man legt sich schon im Laufe des ersten Zeitalters, also Startbeginn Wunderauswahl natürlich ein bisschen Richtung fest. Also wenn du dir überlegst, ich könnte auf Militär oder sowas gehen, oder auf das Senatsding, da musst du ja immer vorinvestieren. Nee, bist du aber nicht. Doch, ich meine, ich habe jetzt die Ressourcen erspielt bekommen, das sind doch ja alles Einserkarten. Das sieht nicht so aus, als wärst du stark drauf. Nee, deins sind doch immer. Wir hatten das genau gleich aufgeteilt. Richtig, richtig. Deswegen durftest du ja wieder zuerst aussuchen. Genau, aber wir standen beide in der Mitte, wir haben beide nicht viele Karten. Du warst nicht Mitte des Einserzeit, das ist auch festgelegt. Ich war darauf festgelegt, weil ich diese Push-Karte hatte, in die ich ja auch was investiert habe. Also sprich, die hat ja auch was gekostet, sie zu bekommen. Das sind ja auch nicht Offensivkarten. Du bist nicht darauf festgelegt, das zu machen. Das sind ja auch Defensivkarten, wenn der andere auf einmal auf die Strategie, dass du dagegenhalten kannst. Das stimmt, wobei ich wusste, dass du das nicht tust. Weil du hast zu viele Ressourcen dafür genommen. Aber ich hatte die Karte. Ich musste das nehmen, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, welches von denen ich nehmen musste, weil du es hast liegen lassen. Mhm. Das heißt, ich hatte halt relativ schnell hier relativ viele Militärsymbole in irgendeiner Form ohne Karten hier. Dass du noch Militärkarten hast. Dann sind die Sachen so. Die baut er gleich noch. Und ich glaube, das habe ich selbstständig genommen. Das musste ich nehmen. Oh, ich habe übrigens. Nee, das habe ich nicht gebaut. Also, Corinna, das hast du ja gerade gesehen. Wir dachten gerade, gefühlt waren wir am Ende, also beim normalen Seminars Duel, wären wir jetzt am Ende der dritten Partie gewesen. Das hat sich halt auch so angefühlt. Ja. Wir waren aber erst im zweiten. Das heißt, da kam noch eine ganze Runde. Das hatten wir schon mehrfach. Und ich, also, was weiß das? Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, aber wenn ich mir hier den Aufbau so angucke, dann haben wir da. Boah, was denkst du, wie lange wir gespielt haben? 45 Minuten. Ja, ungefähr. Ich glaube so 40. Und, Moment, das war jetzt unsere. Das war unsere 7. Partie. Mhm. Also steht's 3-4. Mhm. Eine muss ich noch für einen Unentschieden. Nee, du führst doch, oder? Nee, du führst. Du hast 3-2 geführt. Du hast gestern 2 gewonnen, du hast heute 2 gewonnen. Ich habe heute 2 gewonnen. Ich habe 1 gewonnen.
Ich habe nur eine gewonnen. Du hast die ersten beiden gewonnen, habe ich eine gewonnen. Oh, danke, ich wollte es nur. Nein, ich dachte. Also, um die Frage zu beantworten, ist auf jeden Fall, also auch da greife ich jetzt mal Karls Fazit vorweg. Natürlich nimm beide rein, weil du hast einfach mehr Optionen. Mehr Optionen bedeutet immer mehr Spaß. Aber ich mag die zweite nicht so sehr. Egal, es sind mehr Optionen. Es sind mehr Optionen. Und du kannst mehr komboen, das macht auch mehr Spaß. Ich frage mich, ob wir auf ein bisschen einen verqueren Eindruck von Agora bisher haben, weil wir zweimal direkt zum Start die plus zwei blaue Karte da liegen hatten. Die sorgt ja gleich dafür, dass du sehr viel stärker auf den Senat gehst. Das kann ja passieren. Guck dir mal den Senat jetzt an. Ich bevorzuge diejenige, über der Militärleiste ist. Also ich mag die tatsächlich beide. Die Grüne. Aber die Grüne finde ich sehr schwierig zu steuern. Aber das ist ja auch gut so. Ich meine, genau dafür ist es wahrscheinlich auch da, damit das immer unterschiedlich läuft. Wäre auch doof, wenn das immer gleich laufen würde. Richtig. Wir haben und die Karten wieder nicht auf Punkte. Nö, wir sind ja Anfänger. Aber ich glaube, die Karten hier, die hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr gekauft, weil da wo ich am Anfang da drauf wieder gekommen und ein paar Karten hat sich nicht weitergegeben. Deswegen war die hätte ich da anlegen müssen. Wissenschaft ist auch super risky. Du brauchst ja alle Symbole, die drin vorkommen, oder eins von hier. Genau, das war ja schon mal gerade. Genau, das wäre greifreich, aber selbst dann, das ist ja auch noch drei Karten raus. Das ist halt auch so nett, aber gar nicht so mächtig. Gott sei Dank lag keine Militärkarte offen aus. Aber die werden, glaube ich, in den meisten Fällen alle kaufen. Hier, wenn du das Geld dafür hast und die aus allen nochmal eine Option hast, kauft man sich eigentlich auch. Die sind gut. Ich meine, wenn wir jetzt das nächste Zeitalter aufgebaut hätten und da hätte die Dreier Militärkarte gelegt. Aber die da hättest du auf jeden Fall sechs Geld investiert. Sich halt deutlich weniger aufs Spiel auf. Deswegen haben ja auch viele mal gesagt, so, du kannst ja mal das Duel mit Pantheon spielen, musst du aber nicht. Das wäre jetzt ein bisschen was, dass du mal die Zugreihenfolge ein bisschen manipulieren kannst, aber aufs Spiel selbst hat es gar nicht so die Auswirkung. Das hier finde ich schon. Aber hatten wir nicht jemanden, der gestern gesagt hat, Pantheon finde ich gut, aber Agora ist so mehr vom Gleichen? Frag 100 Some Wonder Duel-Fans, du wirst wahrscheinlich 50-50 antworten bekommen. Das kann gut sein. Oder 30-30, das Leute sagen beides, nur das eine, nur das andere. Hanna Sadek meint, man braucht in diesem Spiel immer zwei Strategien, also dass man sich für zwei Sachen aufstellt. Wahrscheinlich einmal auf Punkte, nehme ich mal an, da einmal auf das. Wobei, in wie vielen dieser Partien bin ich auf Punkte gegangen? Es gibt ja immer die andere Option. Vorher gab es ja drei Optionen, ne? Also Wissenschaftssieg und Militärsieg. Da musste man da schon so ein bisschen im Auge behalten, konnte das aber, glaube ich, wenn man gegen erfahrene Spieler spielt, schon mal so ein bisschen austarieren. Jetzt halt mit vier Sachen, musst du halt nochmal aufpassen, dass du da nicht bei einer hinten an. Und die Lage der Karten, ne? Jetzt kannst du natürlich sagen, beim Draft ist auch, wo fangen die Karten an? Die Lage der Karten ist unfassbar wichtig. Es gibt Möglichkeiten, das zu manipulieren. Und da bist du wirklich gut drin. Naja. Also scheinbar nicht. Ich habe ja heute drei Partien verloren. Du bist da trotzdem gut drin. Ich hatte jetzt, aber du hast halt in der ersten viel davon benutzt, das, um wirklich das zu tun. Du hast wirklich deine Sachen bekommen, die du wolltest und mir Sachen verwehrt. Genau. Es gibt einen Grund, warum da nur ein Stein liegt. Aber du konntest es im zweiten Zeitalter halt nicht mehr. Ja, und selbst da hättest du, wer weiß, wenn du noch länger gewickelt hast. Ich hab dir diese verwehrt, ja toll. Du hättest lieber hier von mir aus noch 5 Marker mehr liegen haben können, wenn der Marker dafür hier gestanden hätte. Der Gag ist aber auch, das war natürlich auch lucky. Ja, ich so, das kann sein, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich, nee, das ist weniger als 50-50 Chance, das ist eine ganze Menge. Da gibt's noch so ein paar, ne? Ich hätte sonst einen Zug mehr gebraucht. Das ist noch andere wunderbar. Ich hätte dann das noch gebaut. Ja. Wahrscheinlich hätte ich dann einfach meine anderen Runde alle gebaut. Es liegen aber mehr als genug Karten da. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Du hättest trotzdem nicht alle Karten verbraucht. Nee, du hättest dein Wunder nicht mehr fertig bauen können. Ah, das meinst du. Stimmt, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Hättest du das geschafft? Du hast ja noch drei Wunder offen. Ja, die sind ja beide jetzt normal bauen. Hier gibt es nochmal Geld. Ich hatte Geld, ich habe es gerade schon weggetan. Das hättest du dir relativ locker leisten können. Hättest du drei Geld bekommen. Nee, das wäre das Billige gewesen. Was? Nee. Doch. Du hast zwei Steine. Ich brauch nur du brauchst nur ein Ziegel und der eine Ziegel hätte dich drei Geld. Hättest dir nicht leisten können. Du hast nur zwei Geld. Nee, ich hätte. Achso. Ja. Habe ich nur zwei Geld? Du hast nur zwei Geld, ja. Tja, also da habe ich drauf geguckt, weil. War wichtig wegen den Karten. Naja. Aber dass die hier eine doppelte. Und. Ah, ich wusste, dass du darauf gehst, ey. Natürlich. Weil es kann ja auch, es ist ja auch nur, wenn du den Tag dann erst so sagst, hier, die ist zwar schon ganz gut für mich, aber ich versuche mal den Spot hier so lange wie möglich freizulassen, damit da halt dann die Karte hinkommt. Wenn du eine Karte hast, weil du denkst so, okay, ich bin jetzt in was schon halbwegs eingeloggt. Also ich wusste. Aber am Anfang. Das Schlimme ist, also auch hier, ne, ich habe das jetzt gewonnen, aber es ist dieses Spiel, das man kann viel über Taktik machen, aber es ist eben auch situativ. Ja, es ist halt, ja, Taktik ist genau. Ja situativ. Ja, du weißt, was ich meine. Wo ist denn die? Gib mir mal bitte die Karte. Ich habe ja zwei von den Symbolen bekommen. Mhm. Das muss ja erstmal passieren. Und ja. Beim ersten habe ich halt die beiden auf der Hand. So, damit ihr auch was davon seht. Und das ist natürlich die Überlegung. Ich lege natürlich eine von den beiden hier hin.
Das ist an der Stelle einfach eindeutig, weil die an irgendeiner Stelle immer wichtig sind. Entweder zu ja, abwehren oder was auch immer. Du kannst sie auch hier hinlegen, hoffen, dass der Slot frei bleibt, den kannst du immer noch spielen. Wobei der Unterschied von einem Geld, jetzt ist es gerade frei, die beiden sind super wichtig, gehe ich hier hin, packe ich hier zwei. Aber, hier, aber das ist natürlich nett, aber hier einfach fünf Optionen zu haben, wenn du halt noch gucken kannst, das ist jetzt gerade wirklich wichtig. Weil klar, du gehst, versuchst, ich hatte ja versucht, auf die Kulturstrategie zu gehen, deswegen habe ich die natürlich da hingelegt. Haben wir am Ende nichts gemacht, war auch voll doof. Richtig, also da hätte ich dann lieber den so freigelassen und dann lieber, oh, ja, lieber das Ding hingelegt, damit ich dann noch hier von den coolen Karten einen aussuchen kann. Falls, dann hättest du sie vielleicht, na, woher weißt du, wenn du selbst das freigelegst, führt das ja auch immer dazu, dass der Mitspieler dir eine Option da hinlegen muss, wenn das verhindern will. Das stimmt, aber du musst ja die übrige Karte drunter schieben, oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube ja. Weil hiermit nimmst du ja nur die obersten, das heißt, du hättest dir die Waage selbst weggenommen, wenn es nicht nochmal ins Spiel gekommen wäre. Irgendwas wäre ja gekommen. Ja, ich finde Wissenschaft halt sehr risky, weil man echt überhaupt noch nicht wissen kann, wie es ist. Und dem anderen fällt es super leicht, einem das zu verwehren, weil er kann die Karte hier verdeckt unter sowas spielen, er kann ein Wunder bauen, kann sie verkaufen. Fünf richtig. Geld ist echt gut. Ja, fünf, die muss er erstmal haben. Ich hatte nicht eine Geld. Fünf Geld kriegen, weil, achso, das hier meinst du. Ja. Oder vier Geld oder drei Geld. Verkaufen oder ist auf jeden Fall nicht schlecht. Zwei Geld ist schon schlecht zu verkaufen. Die sind schon relativ leicht zu verwehren, glaube ich. Dass richtig, aber muss der andere auch wieder investieren. Kann ich mir an seiner Strategie verfolgen. Das ist ja immer die Sache. Nee, aber ich hatte, wie gesagt, die beiden. Und das ist natürlich eine harte Überlegung. Weil die kann ich ja benutzen, um hinter mir abzusichern, damit ich nicht zurückfalle. Das ist ja mindestens genauso gut. Richtig, ich hoffe, jetzt noch früher gewonnen. Ja, also ist ein schönes Spiel, wie ich finde. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich würde also, mit, also das ist ja die Sache, ne? Das ist halt ein schönes, halbe Stunde Spiel. Ne? Ich sag's immer so klassisch. Ohne Erweiterung. Eltern, gerade Kinder bekommen und so, wollen mal was strategisches Spiel, was schnell auf dem Tisch ist. Halbe Stunde dauert. Da ist das halt super für. Spiel ist halt bei einer Erweiterung, es ist viel tiefgehender, aber nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Außer ihr seid so super Highspeed-Spieler. Wenn man das mit irgendwem Neues spielt, selbst wenn ihr schon Seven Wonders drauf habt und ihr findet die Erweiterung geil, lasst sie raus. Ja. Also wirklich. Und das sage ich. Ja. Aber auch Pantheon. Ich kann mir vorstellen, jemand, der dieses Spiel sehr viel spielt, sagt, ach komm, Pantheon, ne? So ein paar Karten noch dazu, ein bisschen coole Optionen, da was zu skippen, das ist ganz nett. Leute, wenn das jemand ganz neu spielt, das Spiel ist ohne Erweiterung hardcore genug. Das ist tiefgründig genug. Spielt es ohne Erweiterung das erste Mal mit jemandem. Das ist meine absolute Empfehlung. Und jetzt Bauchgefühl, Pantheon Erweiterung gefällt mir besser als Agora. Ich mag Hat beide. Sich gestern schon abgezeichnet. Die haben auch schönes Artwork. Ja, sieht hübsch aus. Genau, ein Nachteil, wobei die haben hier noch die Karten, die haben auch Artwork, ne? Die sind. Muss dir zugeben, da gewinnt Hades. Na klar. Hades wäre übrigens auch noch schöne Karte für Militärpunkte gewesen, aber die war, glaube ich, mehr Maß natürlich. Alter Quest meinst du, genau. Mir ist gerade der Name zu einem Spiel entfallen. Was mit Quest? Das war nicht Arcadia Quest. Simo Quest nachfolgend. Also an dieser Stelle bedanken wir uns natürlich schon mal bei allen Zuschauern, die den Livestream nicht gucken, sondern das Ganze hinterher gucken. Wir lassen das jetzt noch ein bisschen laufen, räumen ein, sprechen ein bisschen im Chat. Jetzt wird inhaltlich aber nichts mehr kommen, wenn wir jetzt noch mal etwas anderes spielen sollen, wobei ich vielleicht mal irgendwas essen muss. Dann starten wir einen neuen Stream. Ja. Von daher habe ich auch bei Rado gesehen, der hat ja auch seine Top 10 Anticipated plus 15 gemacht. Die ging eine Stunde, der Stream ging drei Stunden und dann hat er irgendwie noch zwei Stunden lang im Stream gequatscht und den eingeblendet. Sehr schön. Ja genau, einblenden. Das haben wir jetzt leider noch nicht vorbereitet, kommt demnächst aber auch noch. Wenn wir bei mir streamen, dann gibt's den direkt, weil ich habe schon vorbereitet. aber hier gibt es sicherlich auch bald. Wir hatten hier eigentlich, da gab es ja nicht so viele Leute, die da kommentiert haben, auch nicht so viel gesehen. Vielleicht haben ein paar von euch den Everfield-Stream mal reingeschaut zumindest. Wenn ihr da noch sagen könnt, wie fandet ihr das? Also die Chat-Aufteilung auch. War trotzdem alles gut zu sehen? War das groß genug? Gerne technisches Feedback geben. Und habt ihr schon an der Umfrage teilgenommen? Ich gucke mal, ob wir schon die 666 erreicht haben. Die Antwort lautet 628. Liebe Leute, geht noch ein bisschen was. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert und liked. Ja. Please subscribe and like. Hit the subscribe button like you mean it. Like and subscribe, so sagt man es, glaube ich. Ja, 628, Leute, da geht was. Eigentlich will ich die 1000 knacken, aber da weiß ich nicht, wie ich da Promotion für machen soll. Ich glaube, ich habe alle Umfragewilligen schon erreicht. Und wir müssen noch eine Sache zu diesem Spiel sagen. Auf jeden Fall. Es ist ein Hardcore-Gegeneinander-Spiel. Ja. Und das wird auch, wenn man es vorspielt, ernster wirken. Das ist ja, ist eben kein Larifari und kein Spiel irgendwie mit viel, wie sagt man schön, mir fehlen die Worte heute. Was weiß ich, ein Gefühle war. Hast du so ein was krass, boah. Mhm. Ne? Oder du spielst halt
irgendwas Lustigeres, ja, irgendwas Kleines. Stille Post extrem, meinetwegen, um ein ganz anderes Beispiel zu nennen. Da sind andere Dinge unterwegs. Aber so ein Spiel hat eine andere Dynamik. Das werden auch die meisten Leute, die zu Hause spielen, ist das kein so ein Hahaha, hu, oh, Kass, oh, sondern so ein Das ist einfach mehr so ein Spiel. Richtig. Das ist auch, manchmal kommen auch Leute, die im Spielladen nochmal sagen, ja, ich suche was Witziges. Und denkst, oh, was Witziges, so mal lachen. Und dann ziehen die irgendwas auf, so, ja, sowas wie Carcassonne. Du musst nochmal über deine Definition von witzig gehen, weil, okay. Wenn du weißt, doch, Witzigkeit, naja. Keine Grenzen. Ich schlaf doch ein bisschen. Ja gut, 4 Partien davon und dann die eine Megapartie am Ende ist halt schon auch. Aber die Zeit ist auch weggeschmolzen. Ja. Also es ist 10. Ja. Ich sollte mal kurz gucken, wie es bei Annika aussieht. Die hat so mir schon gesagt, na, wir sehen uns dann morgen Abend, wenn ich von der Arbeit wiederkomme. Und ich so, nein, das ist bestimmt so. Wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin eine Stunde da. Nee, ich fühle mich schon sehr geschlaucht gerade. Ich fühle mich geschlaucht, aber also ich habe nicht das Gefühl, dass ich lange da bin. Nee, das nicht. Die Zeit vergeht halt immer wie im Flug mit dir. Wann hast du mir denn scheinbar geschrieben? Als du, wo, ich weiß nicht, worauf ich das geantwortet habe, aber als Antwort darauf. Okay. Vorhin schon, noch nichts. Also nicht, wenn du hier bist. Das muss ich jetzt einmal prüfen. Ist mal gut, wenn man lächelt, wen sieht man. Wie viele Zuschauer haben wir? Achso, ja. 64. Die Zeit Tonja von meinem Fahrrad. Einfach weg. Achso, das scheinbar, stimmt, das habe ich doch schon gesehen gehabt, wo es mir nochmal angezeigt. Auf dem Innenhof. Das war angeschlossen, oder? Weiß nicht. Aber es steht da seit 12 Jahren rum. Hier. Ach, das alte? Nee, schon das aktuelle, das ich halt seit Jahren nicht mehr benutze, weil ich nur aber ist das gehe. Nicht? Moment mal, das ist jetzt nicht ganz billiges Fahrrad gewesen. Das habe ich mir vor 2 Jahren relativ neu gekauft. Und du weißt nicht, ob du es angeschlossen hast? Ich habe es natürlich angeschlossen. Versicherung. Ich muss auch mal meine Versicherung prüfen, ob da Diebstahlschutz drin ist. Ich hoffe. Die ist auch nicht ausgelaufen oder sowas. Du hattest überlegt. Ich erinnere mich noch. Ja, schön. Sachen kommen manchmal zusammen. Richtig. Nee, ich muss mal mein Hausrat gucken, was da mit drin ist. Ja, eine Hausratsversicherung ist doch für alles, außer alles, was passieren kann, dachte ich. Meistens. Das ist ja wie mit, wenn du Unwetterschäden hast. Und die gegen alle Schützen außer Sturmflut, Blitze. Vor 14 Jahren oder so, ich glaube, ich abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass ich da schon sowas mit drin hatte. Ich hoffe, Annika hat eine Hausratsversicherung. Ich glaube, Annika hat eine Hausratsversicherung. Darüber bin ich ja dann auch versichert. Gott sei Dank, ich habe mich um sowas nie gekümmert. Ich kann davon heute jetzt anfangen. Ich bin Annika guckt auf Steuern. Formulare. Ich bin froh, dass ich früher mal erfolgreich BAföG beantragt gekriegt habe. Apropos, ich muss noch. Ich sollte im Laufe des Monats noch mal zu dem BAföG anschreiben. Dass ich ein armer Schlucker bin und bitte noch nicht bezahlen möchte. Im April. Bin ich durch. Oh gut, dann, dann leite ich dir die Nummer weiter, dann kannst du ja gleich weitermachen. Dann sind die letzte Farbe raus. So. Ja, das habe ich auch schon überlegt, ne? Wenn ich dann endlich mal die Studiengebühren und sowas los bin, dann kann ich direkt nicht mehr Geld haben, weil dann stecke ich das Geld einfach jedes Jahr in Kredite. Ah, zum Glück bin ich in Amerika, wäre es noch schlimmer. So, worüber redet ihr denn gerade? Geistiges Erweiterungstraining klingt nach The Mind. Genau, ich hatte eine Frage an euch gestellt, dann sollte ich jetzt auch mal die Antworten darauf geben. Karl wird jetzt wohl eher passieren, wenn Annika mitspielen soll. Worauf bezieht sich das, Corinna? Karl passiert immer. Sehe ich aus, als wenn ich Partyspiele spiele. Sehr gut. Reißlin, tust du. Ich habe ein Foto von dir gesehen. Überleg, wo ich das gefunden habe. Vielleicht lüge ich auch. Ich habe eine Fahrradversicherung. Ich weiß nicht, ob da Diebstahl mit drin ist oder ob das nur für Reparaturen ist. Ist das nicht eine Reparatur? Eine Ganzreparatur? Ja, es musste einmal komplett neu zusammengebaut werden. Aus neuen Teilen. Es musste alles ersetzt werden. Ich fand es etwas eigenartig, dass Bens Profilbild oben ist, seine Hände von unten kommen und bei Karl genau. Also Bens Hände kamen tatsächlich auch von der Seite, aber natürlich tiefer gesetzt. Also die Perspektive war schon so gewählt, dass die Draufsichtkamera, die leider nicht so wie die sein kann, weil so einen Riesenständer, erstens wüsste ich nicht, wo ich ihn unterbringen soll und zweitens habe ich ihn nicht. Aber Bens Seite müssen auch ungefähr. Hm? Ne, alles gut. Alles gut. Sag nicht, das ist mal unkommentiert. Ich bin ein kleiner. Karl ist der Erwachsene hier. Ich bin ein unschuldiger Geist. Markus hätte das, glaube ich, sofort gemerkt.
Bild- und Tonqualität, das war gut. Könnte noch ein Tucken lauter, glaube ich. Ich habe es mir noch mal ein bisschen angeguckt. Kann das nächste Mal noch ein Stückchen hochgedreht werden. Weil wir beide waren okay zu hören, gehen aber auch lauter. Annika war deutlich leiser. Ich vermute, das liegt an der Stimmlage. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil sie höher ist. Es wäre auch komisch, wenn Annikas Stimme so tief wie unsere wäre. Ich kann sie darum bitten, das nächste Mal so zu sprechen. Hast du noch ein Wunder? Hast du noch ein Wunder? Ich habe... Woher willst du wissen, wie viele Wunder man in diesem Spiel gibt? Ich weiß das nicht. Es waren doch zwei... Ah ne, es sind zwei wieder. Weiter. Jeweils also, zwei. Jeweils gut. Zwei. Ich habe hier so ein bisschen die Karten aufgebunkert. Hast du noch so ein Token? Und ich finde, man muss auch immer über die Produktqualität reden. Ist klasse. Ja. Also Material, was es ist, ne? Also Karte und so, ist normal gut. Artwork ist super. Ich habe auch eine Spiele, ist auch nicht, also ich will das Kartenkratzen zu sehen. Welches Kartenkratzen? Das kratzt ja auch Karten. Also die Mathe ist ja eigentlich mal von aufnehmen. Also mit diesem Stream war es das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie Karls Pläne jetzt weiter. Ich gucke jetzt gleich mal, wenn wir es eingepackt haben, auf, beziehungsweise Papier ein. Ich gucke auf meinen WhatsApp. Die ganze Zeit rein. Fang doch mal bitte mit dem. Also ich kann nicht alles selber machen, ja? Ich habe diese Karten hier auf einen Stapel getan. Ich packe auch noch die dazu, weil die zu der Erweiterung gehört. Und ich packe die hierzu, weil die zu der Erweiterung gehört. Wo sind die Dingskarten? Sehr gut. Siehst du. Nee, wir lassen das jetzt, also wir machen jetzt, wenn noch was Seichteres, ich glaube Monasterium. Oder ein Remember My Trip. Das gibt es dann vielleicht eher auf dem Live-Kanal, weil das ist 3 Stunden eine Regelheft lesen. Oder so ein Undaunted. Oh, das war auch noch hot, ne? Das ist auch gut. Habe ich aber gesehen, wenn man da, also nicht danach suche, könnt ihr immer nach Undaunted Deutsch gucken, das baue ich auch mein Video als erstes, ich hoffe. Wieso habe ich eigentlich nicht mal auf Instagram ein Bild davon gepostet, weil ich immer noch nicht so genau weiß, wie das geht. Ich weiß nicht, wie funktioniert. Leute, ich habe mir Instagram installiert, weil ich mir gedacht habe, also wir müssen vielleicht noch ein bisschen was bei Social Media mehr machen. Und nein, ich werde jetzt nicht das verlinken, auch wenn Ellen das natürlich schon aufgespürt hat. K.C.gut. Weil da noch nichts passiert. Es ist erstmal so ein Testing. Aber ich komme mir so alt vor. Ich habe schon, selbst vor Jahren, als ich noch jünger war, Facebook schon nicht gemocht und finde es unübersichtlich und schlecht. Und ich habe Instagram jetzt nicht mehr gedacht, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Aber was tun wir nicht alles? Instagram ist der Shit. Und du wirst ganz viele Follower und Likes haben und Subscriber. Also Kelly, ihr kennt Kelly von den Exit-Videos, vom Exit-Cut. Die ja nicht mehr da war. Die wird auch eine Weile nicht mehr da sein, außer du schaltest sie zu, weil sie hoffentlich es schafft, Mitte Februar nach Südkorea zu verschwinden. Also, wir spielen vorher nochmal Sherlock, die jungen Detektive da. Genau, das müsst ihr dann irgendwo reinkriegen. Und, aber die kennt sich mit sowas aus. Ja. Die hat eigentlich nur einen normalen Account, ohne irgendwie einen Influencer oder sowas zu sein, hat aber 600. Korea. In welcher Stadt sind die? Naja, gut, in Südkorea gibt es nur eine Stadt. Okay. Das stimmt nicht, aber. Die hat sie aber auch schon. Sie ist mit Maggie. Nach London geflogen. Ja, ja. Und hat 2 Tage hintereinander zweimal ein BTS-Konzert besucht. Ich wette, sie versteht auch das hier. Verstehst du das? Natürlich nicht. Na, was ist das? Was mache ich hier gerade? Wir finden euch, das versteht, ist alt. Nee, ist nicht alt. Doch. Wer das versteht, ist nicht alt. Das macht BTS. BTS macht so. Ich hoffe, es sind die richtigen 2 Finger. Ist nicht alt, genau. Ist nicht alt. Ist ein Jungspund. Also ihr habt jetzt sowieso 30 Sekunden wegen der verzögerten Zeit, ich verrat's dir. Ben, das ist eindeutig. Das ist nämlich ein Herz. Ich gebe dir ein Heart. Wo ist da ein Herz? Das sind die beiden, ne? Wie das ne? Doppelkopf? So? Ja, also du musst es wirklich so richtig, betracht es einfach in, ne? Ja, so ungefähr so. Es ist ein sehr krummes Herz, aber ja. Weil das sind die beiden Ohren von dem Herz. Okay. Habt ihr das gehört? Wie das geknirscht hat bei ihm, als er es eingesetzt hat, dass er alt ist, dass er raus ist aus der Jugendkultur. Dann merkst du halt wirklich, man ist alt, ja. Die hier waren Pantheon, ne? Corinna fragt mich, ob ich nicht auch schon mit 8 Jahren alt war. Da kann ich dir, das ist interessant, ich habe mich tatsächlich früher immer älter gefühlt. Also erwachsener. Nicht unbedingt reifer, aber. Oder reifer, nicht erwachsener, keine Ahnung. Auf jeden Fall anders. Aber das Problem ist, das Gefühl hat sich nie geändert, während andere langsam älter geworden sind.
Und das ist dann so mit ab 30 wird das langsam doof. Aber ja, neunmal klug gequatscht habe ich auch schon, als ich klein war. Ich hab sehr spät mit Reden angefangen. Okay, muss man einiges nachholen. Das wusste ich, dass das aber jetzt kommt. Aber so viel? Ich habe das Set auch dafür gesetzt. Nee, ich wurde auch mal irgendwann, als ich noch klein war, gefragt, warum. Ne? Ich habe dann wohl auch direkt sehr gut angefangen zu reden. Aber meine Antwort war ja vorher nicht nötig. Haben wir noch Beute? Vielleicht. Sehr gut. Haben wir Britannia schon gespielt oder kommt das erst? Das ist bei Flo zu Hause tatsächlich. Oh Gott, das ist also ein Klopper? Ja, so 80er Jahre, Euro und dann Hero, Area, also du spielst halt so die Geschichte Britanniens von den Römern bis, ich glaube, zu William the Conqueror danach. Und es hat halt diese klassische 80er Jahre Mechanik, ich gehe da rein, ich würfel, bei einer 5 und 6 treffe ich und du bist tot. Und bei einer 1 und 4 nicht. Also Cthulhu was? Nur bei einer 5 und 6. Nur, das ist einer von so alt, ich dachte, der Autor wäre schon lange tot, als ich meine Rezension auf Botmic gepostet habe, hat auf Deutsch und der drunter geschrieben hat, dachte ich, was? Ich dachte, das wäre definitiv älter. Alte Spiele sind oft gnadenloser, ne? Weil da war Spielen kein Spaß. Das war schon so ein Spiel, wir haben da, glaube ich, weiß nicht, gefühlt 6 Stunden reingespielt. Das haben wir heute noch nachgehalten, dass ich sage, unsere Eclipse-Partie hat 4 oder 5 Stunden gedauert. Tatsächlich hat das Video 4 gedauert, die Partie hat 3 gedauert, aber ich hatte halt nur im Kopf, wie lange das Video gedauert hat. Und da ist mit ungefähr 4, 4,5 Stunden im Kopf. Gab's auch einen Kommentar. Wie soll man dir noch vertrauen? Deine Glaubwürdigkeit ist unter aller Sau. Die Antwort ist gar nicht. Gar nicht, genau. Trau also, deinen. Ich traue nicht. Oh, hier wird noch was gewesen. Wie oft ich gucke, ob er was richtig gemacht hat. Was? Hättest du die Karte kaufen können? Ah, okay. Mach dir erst nochmal ein Dominion-Spin. Kratzen mache ich das auch mit der Karten speziell und ja gut, das ist ja. Auf jeden Fall brauchst du, ihr braucht das mit dem Tisch geht gar nicht. Da kannst du keine Kartenspiel drauf spielen. Wie Kartenspiel drauf spielen? Achso, das hier. Ja. Auf unserem Tisch. Auf eurem Tisch. Nee, der Tisch ist glatt. Der sieht nur so aus. Ja, aber nee, trotzdem. Ach, hochkarten. Ja. Das ist eine Katastrophe. Sorry. Erwin, möchtest du gerne, möchtest du dich... Oh ja, doch, wir machen das. Wir spielen jetzt eine oder meinetwegen zwei Runden Dominion. Nee, das dauert ja Stunden, bis es aufgebaut ist, bis ich an die ganzen Karten setze. Aber du hast doch... Du hast doch so eine Box, in der das alles bereit liegt, denke ich. Und Sachan noch in Göttingen? Nein. Der ist nach Dresden gezogen. Das könnte ein Problem werden. Hast du dem das ganze Ding ausgeborgt? Ich muss mal kurz nachfragen. Das hat er dir nicht zurückgegeben, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Guck doch erst mal nach, ob es hinten steht. Nee, das muss ich mich bewegen. Sehr gut. Also, wir sollen das demnächst mal machen. Also, sofern ihr die Karten hat. Weil es ist ehrlich gesagt spannend zuzuschauen. Also, ich werde dabei auch Zuschauer sein. Aber es ist ein bisschen beeindruckend. Nee. Doch. Es gibt doch so viele Karten, so viele Optionen. Es ist ein bisschen beeindruckend. Das geht dann auch schnell. Also außer ich überlege lange. Weil ihr hat jemand schon mal Ben Dominion spielen sehen? Das sieht ungefähr so aus. Gut, ich kenne auch... Alter, du könntest das, glaube ich, sogar so machen. Das klappt, bis zur 8. Erweiterung. Ich kenne nur bis zur 8. Erweiterung alle Karten auf Englisch, weil ich es online gespielt habe. Ich glaube, bis zur 6. oder so, 5. kenne ich sie alle auf Deutsch. Und ab da, wo ich dann auch selber die Hacke, also wenn du halt nicht mehr steht auf allen Karten viel Text drauf, wenn du den auswendig kennst, spielst du natürlich schnell runter. Wenn du noch alles lesen musst, mit dem musst du die Karten wieder. Aber es ist nicht so, dass du trotzdem schon die Kernmechaniken sind so drin, dass du ja neue Karten wahrscheinlich auch schnell lernst. Gehe ich mal von aus. Kommt drauf an. Diese eigene Karte, die ich bis heute noch nicht gefecht habe, ist auch nur online gespielt, ne? Er hat ja nur ein paar tausend Dominion-Partien online gespielt. 4000. Ich erinnere mich nicht an die erste Twilight Imperium-Partie, ich erinnere mich aber an die ersten 3, 4 Dominion-Partien. Ich war ein bisschen beeindruckt. Ich glaube, das hat der Herr Sacher. Du hast ihm auf jeden Fall mal was geborgen. Ja, erinnere ich mich auch. Ich kann mich an vieles nicht erinnern. Willkommen zurück, McFly. Dein Kurz war leider ein bisschen lang. Und wir sind auch. Wir sind nicht bis ins dritte Zeitalter gekommen. Ich bin vorher einmarschiert. Ja, hat man verstanden, Hansi. Alles gut. Und ich glaube, er hat auf jeden Fall noch meine Grundbox, wo einfach mal gefühlt 3000 Karten drin sind. Solltest du ihn mal... Also, er hat mich übrigens auf Instagram irgendwie gefunden. Weil ich hatte... Das ist sehr sicher, dass er das ist. Vielleicht hat er das auch da gelassen? Nee.
Dings ist ja auch mit umgezogen. Die sind ja beide nach Dresden gegangen. Oder war es Berlin? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube, es war Dresden oder Leipzig war es. Nee. Was ist denn ein Warmonger? Also, ich überprüfe mal ganz kurz. Beziehungsweise Annika rechnet sowieso nicht damit, dass ich heute noch rechtzeitig da bin, dass man sich sieht. Die hatte aber, dazu muss ich sagen, Annika hatte auch noch Chor danach bis 9:30. Und dann hätte ich sie noch mal dreiviertel Stunde gesehen. Müssen wir bei Undaunted noch die Regeln lernen? Ja. Du auch? Ja, ich habe das mal gespielt, aber ich weiß ja nichts mehr. Okay. Dann. Okay, jetzt machen wir aber tatsächlich erstmal einen neuen Stream auf, würde ich sagen, bevor wir jetzt zu viel rumlaufen. Wer jetzt weiter zugucken möchte, der kann jetzt auf Twitch vorbeigucken, denn wir werden jetzt eine halbe Stunde einen Kochbreak machen, mindestens. Und. Ach, stimmt, du musst noch was essen. Ich muss auf jeden Fall was essen. Also, schaut auf Twitch wieder rein, wenn ihr uns beim Kochen zugucken wollt. Das gibt's exklusiv auf Twitch, nur für Twitch Prime Abonnenten. Also, wer schnell Prime Abonnent und alle anderen können trotzdem reingucken. Ganz kurz, bevor wir jetzt draufgehen. Bevor wir aufgehen, hier. Ihr braucht keinen Account, um bei Twitch euch nur was anzugucken. Ihr braucht ihn halt zum Schreiben. Richtig. Und einfach auf Twitch gehen und nach Brettspielblog suchen. Da gibt's nur einen. Twitch.tv/Brettspielblog. Und wer sich nicht extra einen Account jetzt dafür machen will, muss er nicht. Ja, Online-Chor. Die stehen dann vor dem Tablet und singen alle. Ich habe da schon mal mit angeguckt, das ist bedeutsam. Genau, also auch, ne, das, die Kohäsion zu halten, ein bisschen doch zu üben. Sie hoffen, glaube ich, dass sie vielleicht mal ein Sommerkonzert machen können, werden wir sehen. Genau, es ist ein A Cappella-Chor übrigens. Dann bis gleich. Macht es gut, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sind jetzt auf Twitch und vielleicht nachher nochmal hier. Wir gucken mal, ob wir Undaunted spielen und nicht doch lieber. Also, es hat Shadow of the Down recommended und Dice Tower Seal of Excellence. Dann müssen wir auch noch ein Brettspiel-Logo draufkriegen. Da ist ja kaum noch Platz. Und das Karl-Marx-Siegel. Das Karl-Marx-Siegel. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.